Leute, Crimex hier und herzlich willkommen zu einem neuen Game auf meinem Kanal, beziehungsweise nicht ganz neuen. Wir haben das damals schon mal mit den Jungs gezockt und zwar herzlich willkommen zu Finding Bigfoot mit den Jungs. Heute mit dabei ist Oprox. Was geht ab, Leute? Willkommen. Und Stani, aber der ist gerade selbst irgendwie schon seinen Stream am Starten, also den hört ihr gleich, Leute. Wir sind heute, wie gesagt, in Finding Bigfoot. Ich habe übertrieben Bock, Leute. Das Spiel hat damals richtig Spaß gemacht. Und jetzt höre ich meinen Stream doppelt. Tut mir leid. Auf jeden Fall, ich denke mal, viele von euch werden schon wissen, um was es geht bei Finding Bigfoot, Leute. Wir sind hier schon mal im Spiel drin. Wir werden aber, wie gesagt, gleich zusammen mit den Jungs zocken. Ich will euch nur schon mal so ein bisschen einen kleinen Einblick hier zeigen, bis es hier losgeht, weil Proxy ist ja, glaube ich, gerade noch ein bisschen kurz am Vorbereiten. Wir sind hier in so einer Art Welt, also in so einem Wald und als Team unterwegs und hier wurde Bigfoot gesichtet und wir müssen es schaffen, Bigfoot einzufangen und es hat einfach übelst krass. Es ist auch teilweise so ein Horror-Game, Leute. Ich überlege auch, ob ich meine Lichter hier ausmachen soll. Ihr könnt ja mal in den Live-Chat reinschreiben, ob wir hier Licht ausmachen sollen, weil man erschreckt sich auch manchmal voll. Ich meine, ihr müsst euch überlegen, man läuft hier so mit Nachtsichtkamera rum und auf einmal kommt so ein fettes Bigfoot-Vieh auf eingestürmt und so. Da ist ja auch diese eine legendäre Szene entstanden, wo Philipp so rumgeschrien hat wie so ein kleines 13-jähriges Mädchen. Auf jeden Fall, das ist Finding Bigfoot. Ich hoffe, ihr habt alle Bock drauf, Leute. Ich bin sehr, sehr geil. Mal wieder ein bisschen was anderes mit den Jungs zu zocken. Max, Franz, 5 Euro hier direkt. Vielen, vielen Dank, Bruder. Kuss geht raus. So, wie gesagt, man läuft hier rum. Ich muss hier erstmal wieder mit dem Spiel klarkommen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hier alles geht. Man kann hier in seinen Rucksack reinschauen. Oh, man hat hier ein Gewehr. Ich weiß aber noch nicht, wie man das auswählen kann. Gewehr. Ah ne, wir haben kein Gewehr. Das sind nur diese Inventarplätze, die man hier haben kann. Aber warte mal, wir können ja vielleicht erstmal zu unserem Lager gehen. Gehen erstmal zu unserem Lager. Und das Ding ist, Leute, ihr denkt euch jetzt vielleicht, ey, aber warum streamt ihr das, wenn ihr das damals schon mal gestreamt habt? Leute, das Ding ist, es ist ein neues Update rausgekommen. Also es ist nicht mehr das gleiche wie damals. Es ist ein neues Spiel quasi, ein neuer Content. Und ja, ich würde sagen, es geht gleich los. Warte mal, meine Freundin ruft gerade an. Hey, Schatz. Hallo? Ah. Okay, sehr schön. Ich bin jetzt am Stream schon, ja? Okay, bis später. Ciao. Sehr gut, Leute. Boah, oh mein Gott, hier Taschenlampe. Oh mein Gott, okay, ich find allein das jetzt schon gruselig, Leute. Ich finde das jetzt allein irgendwie schon übelst gruselig. Campfire. Also hier ist unser Camp. Licht aus. Ich soll Licht ausmachen. Okay, wenn wir gleich richtig mit den Jungs zocken, mache ich Licht aus. Versprochen. Oh Gott, das wird asozial. Ihr wollt, dass ich mich richtig einscheiße, ne? Ihr wollt, dass ich mich richtig einkacke, ne? Also wenn der Stift malt, Leute, mache ich Licht aber wieder an. Oh Gott. Howdy Modi, Leute. Also es wird nice, ich freue mich. Ich freue mich vor allem auch mal, sage ich euch Real Talk, Leute, ich freue mich vor allem auch mal irgendwie wieder was anderes zu zocken. Ich meine, GTA, Liebe, GTA ist in meinem Herzen, Fortnite hat es auf jeden Fall auch in mein Herz geschafft in den letzten Jahren. Aber mal wieder so ein bisschen Abwechslung in der Spiele, in der Gaming-Welt zu sehen, bin ich ehrlich, Leute, freue ich mich sehr darauf. Weil irgendwie, ich weiß nicht, so die letzten 2 Jahre war es halt irgendwie gefühlt fast nur Fortnite und ein bisschen GTA. Und ja. Deswegen, ich hab mal Bock auf was anderes. Aber wo ist der jetzt Philipp, Digga? Kann der sich mal muten? Der ist richtig auf. Er ist lost, Digga. Auf Tour, Alter. Er ist lost unterwegs. So, okay. Wir machen hier schon mal ein bisschen testen. Wir kommen hier schon mal rein. Sollen wir jetzt schon mal. Wir können ja in der Zeit, wir testen mal kurz, wie es mit Licht aus ist. Okay, Leute, das ist auf jeden Fall jetzt schon. Ja. Findet ihr das besser so? Ist so gruselig-mäßig für euch? Also es kommt halt von dem Monitor kommt halt einfach ein bisschen Licht, Leute, weil da ist halt der Live-Chat auf und so, das kann ich halt auch nicht wegmachen. Aber ich glaube, es ist schon etwas mehr Gruselstimmung heute hier in diesem Stream. Also ich glaube, wir werden uns auch das ein oder andere Mal erschrecken. Boah, nein, diese Geräusche, dieses Knacken, was man hier hört und so. Erstmal klarkommen. So, was können wir hier alles machen? Öffnen. Okay, wir haben hier einmal ein Erste-Hilfe-Set. Wichtig. Oh, eine Bärenfalle. Rakete. Okay, nice. Erstmal hier voll equippen. Oh, es gibt eine Drohne sogar mittlerweile, Prox. Das gab es doch früher nicht, oder? Nee. Ich glaube nicht, dass es früher eine Drohne gab bei Finding Bigfoot. Und dann konnte man ja immer hier in den Wagen reingehen und hier konnte man später mit den ganzen. Oh, hier unten sind auch noch ein paar Bärenfallen. Machen wir hier auf Safe, machen wir hier mal zu. Ich hab ein bisschen Angst gerade. Ja, man kann hier wirklich eine Drohne fliegen lassen. Und dieser PC sieht irgendwie aus wie eine Xbox. Okay, hier ist Fleisch drin, damit können wir den vielleicht anlocken auch.
So, dann zack, wir nehmen die Signalwaffe. Ach, haben wir schon eine im Gepäck. So, die können wir jetzt hier ausstatten, oder? Geht das jetzt hier? Ah, jetzt haben wir die Waffe in der Hand. Man sieht es nur nicht so, weil es da gerade dunkel ist. Warum ist es eigentlich so dunkel in unserem eigenen Wohnwagen? Oh, ein Jagdgewehr. Kameras. Oh, die Kameras können wir aufstellen. Stimmt, so war das. Da können wir mal die Gewehr hier in die Hand nehmen. Ja, sehr gut, Leute. Damit können wir schon eher auf Jagd gehen. So ein Nachtsichtgerät wäre auf jeden Fall noch eine gute Sache. Boah, ein Nachtsichtgerät wird so den Arsch retten, Alter. Findest du das auch, wenn man ein Nachtsichtgerät sieht, also durch diese Nachtsichtperspektive, ist irgendwie alles gruseliger? Ja, natürlich. Findest du auch so? So, ja. Das ist wie so bei Paranormal Activity. Oh Gott, ich höre schon Steps hier. Hallo? Bigfoot? Oh, ey, ich bin so ein Schisser, Digga. Ich kack mich jetzt schon ein, Leute. Cam ist zu groß. Wir können Cam auch ein bisschen kleiner machen, Leute, wenn euch das stört, so. Ich kack mich einfach jetzt schon ein, Digga. Warte, bevor es hier losgeht, machen wir Cam, würde ich sagen, noch ein bisschen kurz kleiner. Wenn ihr das wollt. Können ja erstmal so generell ein bisschen hier nach oben schieben und. Ups. Warum verschiebt sich das denn nicht? Dann machen wir auch ein bisschen kleiner. So. Okay. So ist besser, oder Leute? Gefällt euch so besser? Was spielt ihr? Wir spielen Finding Bigfoot. Prox, wie weit bist du? Wann sollen wir anfangen? Ich bin in 5 Minuten ready. Okay, sehr stark. So, mein Spiel startet auch gerade schon. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Hört ihr überall diese Geräusche? Diese. Oh mein Gott, ich werde mich so einscheißen, Bruder. Also, ich muss eigentlich davor nochmal auf Toilette gehen. So ein Ding wird das, weißt du? Oh ja, Alter. Wir laufen jetzt einfach mal. Ich weiß, das ist eigentlich keine gute Idee. Du läufst. Wir laufen jetzt hier einfach mal durch den Wald. Um einfach mal so ein bisschen, damit ich euch schon mal ein bisschen hier das Spiel zeigen kann, bevor wir hier gleich richtig mit den Jungs anfangen. Oh, ich dachte schon, da steht jemand, das war nur ein Busch. Oh, okay, ich kack mich. Okay, ich laufe wieder zurück zum Wohnwagen. Nee, Digga. Okay, nee, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, Bruder. Wir werden mal die Kameras aufstellen. Zack, zack, zack. Über ein paar Kameras um den Wohnwagen, damit wir zumindest wissen, was hier in unserem Camp um uns rum abgeht. Kamera. Oh, die Musik ist schon gruselig, Digga. Safe, Digga. Wir stellen auf jeden Fall hier auf den Hauptweg eine hin. So, hier Kamera ist platziert. Dann stellen wir hier noch eine hin. Ups, falsche Taste. Zack, haben wir auch eine hin platziert. Ich würde vielleicht irgendwie so auf. Vielleicht sollten wir auf Safe noch eine generell auf unseren Wohnwagen. Oh, ich bin gerade erschrocken, Digga. Wegen so einem Vogel. Wegen einem Vogel habe ich mich hier gerade schon erschrocken. Wir placen einfach mal ein paar hier um unseren Wohnwagen rum, würde ich sagen, Leute. Oder was denkt ihr? Boah, ich dachte schon, da hinten steht jemand. Oder. Okay. Hier auf dem Weg, finde ich, sollten wir auch noch was hinmachen. Ich glaube, wir haben schon ganz gut diese Winkel jetzt hier. Vielleicht hier noch eine. Der Winkel ist noch nicht so gut gedeckt, meiner Meinung nach. Okay. Wir müssen ja erstmal wissen, ob hier eventuell. Vielleicht ist hier ja gar kein Bigfoot. Wir können ja eine Cam quasi nochmal. Trick 17. Vielleicht ist hier gar kein Bigfoot. Eine Cam richten wir auf Trick 17, Leute, auf unsere Tür. Was denkt ihr so, dass wir auch sehen, vielleicht, wenn er mal vor unserer Tür ist? Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen das vielleicht, ne? Und eine haben wir jetzt noch übrig. Wo sollen wir die noch hinmachen? Was sagt ihr, Leute? Vielleicht noch eine. Eine Cam machen wir so unsere. Das wird unsere Cam, die so ein bisschen weiter außerhalb von unserem Camp ist. Vielleicht hier auch schon auf dem Weg hier weiter vorne. Ich habe immer noch Hoffnung, dass es bei Finding Bigfoot kein Bigfoot mehr gibt. Okay, jetzt schön in den Wagen rein. Wir können gleich auch noch Bärenfallen aufstellen. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir. Wie kann man den PC denn hier anmachen? Nee, ich will nicht die Fallen nehmen.
Ich will ja auch nicht Fleisch hier. Wie macht man denn diesen Drecks-PC an, Bruder? Alter, wie kann man denn den PC anmachen, Digga? Oh Gott, ey, oh, jetzt, ey! Jetzt, oh Gott, Bruder, jetzt regnet es auch noch. Oh, Bruder. Ich hab Angst. Ich schwöre auf alles, Leute, ich hab richtig Angst gerade. Dass hier einmal, auf einmal jemand hier vom Fenster steht. Oh nein, jetzt auch noch Gewitter. Rocks! Hier sind vermisste Personen. Seht ihr das? Oh Gott, und hier ist ein Bild von Bigfoot. Wisst ihr, wie man den PC startet? Leute, wisst ihr, wie man den PC startet? Ganz wichtig. Also, ich wäre soweit ready. Ja, nice. Kannst du mal irgendwie Philipp kontaktieren? Das wird schwierig, ne? Ich schreibe ihm mal WhatsApp. Ey, Bruder, es tut mir leid. Ich weiß wirklich nicht, wie man den PC hier startet. Vielleicht muss ich mal die Knarre wegmachen. Ich kann nicht die Knarre aussagen. Ich will die Knarre nicht mehr in der Hand halten. Oh, oha. Guck mal, wie dunkel es ist, wenn wir Licht ausmachen. Wir müssen mit der Kamera doch, wir müssen doch alles sehen, was hier um uns herum passiert. Wir müssen doch wissen, was um uns herum abgeht. Ich hab so Angst, ne? Drück Tab. Okay, und jetzt? Ich hab Tab gedrückt, ja jetzt? Mit Tab passiert nichts, Leute. Q? Ja, Q öffnet sich Inventar. Q und Tab ist ja quasi Handy und mein Rucksack. Also ich kacke mich gerade einfach nur ein. G, mit G. Mit G geht hier nichts. Vielleicht muss man diese Bärenfallen hier wegnehmen. Eigentlich kann man ja alles mit E machen, Leute, aber irgendwie es geht nicht. Ey, wie kann man denn... Brox, weißt du noch, wie man den PC starten kann? Boah, gute Frage, Mann. Da fragst du mich was. Das kann Tab ich nicht dann sagen. Unten auf Kamera. Okay. Tab unten auf Kamera. Ach, lol. Oh mein Gott, Leute. Okay, so einfach. Man muss gar nicht an... Okay, ihr seid schlauer als ich. Dankeschön. Ich mach mal ein bisschen Lautstärke runter, weil der Regen so laut ist. Okay, warte, jetzt können wir durch die Kameras schauen. In Discord, jetzt ist, wann geht's los, Junge? Ich bin ready, Digga. Ich bin auch ready. Digga, ich kack mir jetzt schon in die Hosen, Bruder. Du spielst schon? Ich teste gerade den Singleplayer erstmal so ein bisschen, was man hier alles machen kann. Nein, Singleplayer nicht testen. Digga, ich muss erstmal in das Spiel reinkommen, was man alles machen kann. Wir sind hier live, das testet man vorher. Jetzt fängt er zu testen an. Das ist super. Bruder, es ist so gruselig. Okay, wir switchen mal auf Kamera 8, Leute. Ja, warte, ich muss doch online gehen. Nein, lad mich doch ein. Lad mich doch ein. Ich kann dich nicht einladen. Oha, Leute, okay, das ist die Kamera, die am weitesten entfernt von unserem Camp ist gerade. Vielleicht sehen wir ihn hier. Leute, Lobby erstellen. Ich mach neue Lobby erstellen. Name ist Standard Song, Digga. Nennt mich jetzt ab sofort Standard Song. Und Passwort ist Standard Song 1. Haha, ihr habt die Sachen gesagt, ich das Passwort hier nicht. Wie das hier alle reinkommen können, ich hab euch aber verarscht, Digga. Das Passwort ist in Wirklichkeit Standard Song 2. Das ist das Passwort, ich hab's reingeschrieben, Digga. Oh, Leute, ich bin gehypt, Digga. Ich bin gehypt, okay. Ah, man sieht's, Digga. Nee, man sieht's nicht, Leute. Pass auf, ihr müsst aufpassen, dass man es nicht sieht. Ihr müsst Kamera groß machen, ja? Ja, habe ich in YouTube-Chat reingeschrieben. Dankeschön, Bruder. So, Leute, okay. Jetzt werden wir mal gemeinsam mit den anderen beiden Jungs spielen, aber ich hoffe, ihr habt bis jetzt schon Bock drauf. Ich bin... Wer ist er denn? Aber ist es auch der Name, Digga? Oder was ist das? Nein, das ist der Name ist Standard-Song-Lobby-Name. Also, Leute, ganz ehrlich... So, erstmal, aber will ich hier kurz die Donations vorlesen. Und zwar kam mir einmal Max Franz, 10 Euro. Dankeschön, vielen, vielen Dank für den 10er, Bruder.
sagen, Song von Standard Skill nicht so gut. Bruder, ich fand den ultimativ gut, den Song von Stani. Also sage ich das nicht nur, weil ich sein Kollege bin. Kaspar Kasper, ich hab Knacks, Stani soll mitspielen. Dankeschön, Bruder, Stani ist doch da. Und Martin T. 2014, herzlich willkommen in der VIP-Fam, Bruder. Wir fangen jetzt an zu zocken. So, ich werde immer wieder, wenn vielleicht eine ruhigere Szene gerade da ist, dann werde ich die Donations immer vorlesen, aber wenn es gerade spannend ist, dann will ich nicht so Donations vorlesen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber keine Sorge, jeder wird wie immer vorgelesen. So, okay. Standardmusik gut. Ist der Name und Passwort ist... Hast du ja reingeschrieben. Nee, ist neues Passwort. Achso, da musst du wieder reinschreiben. Weil, ja, du dürfst nicht die Lobby zeigen, weil in der Lobby kann man das Passwort sehen. Das ist voll dumm gemacht. Ah, okay, dann musst du das kurz ausblenden. Gut, das Leute. Ist das, Dings, Leute. Dann. Das ist aber selbe Lobby, ne? Standard-Song? Nee, Standard-Musik heißt ich jetzt. Okay. Leute, macht jetzt hier nicht so willig. Ich weiß, dass ihr es gesehen habt. Wir haben es gar nicht gesehen. Okay, wir schließen uns der Lobby an. Drüber ist. Und zack, da sind wir wieder. Und wo sieht man denn da das Passwort? Oh shit, Digga. Oh shit, es geht los. Hier, Discord. Achso, ja, Discord. Hey, ich spiel Thomas. Kannst du den anderen auswählen? Ich will die Frau nehmen. Ich nehm Jessica. Oh, Jessica. Ich nehm William. Ich bin Jessie, Digga. Ich bin den Jessica. Interessanter Name, Jessica. Vielleicht kann man sich ja mal treffen. Digga, Jessica kann auch ein paar Snaps schicken. Wir machen einfach Kinder und lassen die Kinder gegen Bigfoot kämpfen. Digga, wir opfern die Kinder einfach Bigfoot. Mach mal ready hier. Junge. So, Leute, wir gönnen uns erstmal einen Hype. Und ihr wisst einige Bescheid. Spieler sind nicht bereit, macht bereit oder ich hau dich. Ich drück jetzt auf bereit. Ich bin bereit, Bruder. Bigfoot Brand. Gesucht, Alter. So, da drin, ich mach jetzt hier wieder Cam groß. Wir ich bin bereit. Es geht bereit. Ey, habt ihr bei euch auch dunkel gemacht? Ich lese vor. Lokale Zeitungen sind mit Artikeln über Vermisste im Nationalpark Ross Lake. Personen überfüllt, Dutzende Opfer wurden im vergangenen Jahr zerrissen, gefunden oder... es geht zu schnell, ich bin zu langsam. Okay, scheiß drauf. Du musst noch... Warte, Digga, Intro. Oha, was ist denn das Trailer, Intro, Digga? Ja, safe. Nicht skippen. Oha, was? Oha. Oh, ich hab Gänsehaut, Jungs. Ich hab Gänsehaut. Oh, Crew Tourists are missing. Touristen sind vermisst. Oh Gott! Da sollen wir jetzt hin, oder was? Ich hab da Angst. Da gehen wir jetzt hin. Als Bigfoot. Ich hab jetzt schon Angst, Digga. Park. Will ich da denn hin? Bruder, Frage. Wir wollen da nicht hin. Wir sind Bigfoot. Okay. Okay. Ich weiß, was du meinst. Der, soll ich eigentlich mal Lichter ausmachen? Ich hab bei mir auch Lichter aus, Bruder. Nein, mach die Lichter nicht aus! Doch, es ist spannender, Bruder. Hallo, wer bist du? Okay, Leute, wir sind hier in der Welt. Warum sieht Jessica aus wie ein Mann, Digga? Ich bin, ein Transgender. So. Okay. Warum sieht Jessica aus wie ein Mann, Leute? Digga, ich bin Transgender. Nee, du bist Jessica. Nee, Jessica. Okay, Alter, ich bin Uli, Bruder. Hallo. Ah. Ich bin Uli. Digga, gibt's hier auch... So, Leute, schreibt mal in Live-Chat, ob es mit der Musiklautstärke und so alles passt. Ich glaube, so ist gut. Okay, so. Auch mal, ich glaube auch eine Lampe, Jungs. Okay, Bruder, ich würde mal hier das Zelt ich habe ein Signal-Ding. Oh, hier sind Raketen drin. Ey, man kann sogar eine Drohne hier einpacken. Krass. Ja, alles rein. Eine Drohne? Digga, eine Drohne steht da, habe ich eingepackt. Bärenfalle nehmen wir noch mit. Oh, ich habe die Batterie für die Drohne. Sonst so, okay. Jungs, hier drin sind Gewehre. Packt euch mal ein Gewehr. Fallen, alles Zelt. Hier. Oh, Knacke. Kameras. Kameras auch wichtig, Digga. Digga, auf. Spielst du da gerade Gitarre? Hör auf, nein, Gitarre zu spielen. Das ist Bigfoot. Das ist Bigfoot mit der Gitarre. Leute, guck mal her. Was sind hier Vermisste? Was ist da los? Das sind unsere Brüder aus dem Knast. Jack Martin, oha. Gordon Cooper, Emily Jones. Und was? Digga, Robert. Emily Jones, Digga. Ich kannte Emily Jones. Ich kannte auch Emily Jones. Emily Jones war meine beste Freundin auf dem College. Die ist ein Tag der die sind alle Alter nach meinem Geburtstag abgehauen. Von Bigfoot. Leute, nimmt mal hier Signalraketen mit. Ja, ich hab's, Bruder, ich hab schon alles eingepackt. Ich würde sagen, Jungs, als allererstes stellen wir Kameras um unser Camp auf. Ja. Ich knarre direkt hier. Als allererstes Kameras um unser Camp aufstellen, wichtig.
Wir stellen eine hier auf den Hauptweg. Zack. Wo habe ich denn Kameras hier? Ja, ich glaube, du hast auch ein paar eingepackt. Ich habe noch 4 Stück. Nachtsichtkamera, das Ding hier, wa? Nee. Normale Kameras einfach. Dann stellen wir hier noch Kamera, eine hin. Ja, auf den Weg, zack. Rund um unser Camp rum Kameras aufstellen, Jungs. Wichtig. Freunde, die Aufgabe ist es jetzt, den dicken Bigfoot zu finden. Ja, den dicken. So, hier haben wir eine Kamera aufgestellt. Was ist das hier für eine Sony Alpha? Das ist wichtig, weil ich merke, so. Ich habe hier so ein bisschen die Berge im Blick, Jungs. Okay, sehr gut, sehr stark. Kann ich noch eine Kamera aufstellen? Dann stellen wir hier noch eine auf. Auch wichtig. Oh, Jungs, es wird dunkel jetzt. Ich höre was. Oh, der hört auf, mir jetzt schon Angst zu machen, Bruder. Nein, ich habe was gehört. Ich habe was gehört. Ich glaube, hier war einer. Ach, hat der Mann. Es wird ja schon dunkel, Bruder. Ich gehe schnell in den Wohnwagen schon mal zurück. Hat noch jemand Kameras? Nee, nee. Moment, ich Batterie? Ich habe noch eine. Ich weiß gar nicht. Hol schon mal die Knarre raus. Brauchen die Teile Batterien? Die sind doch solarbetrieben. Die haben doch hast du schon eine aufgestellt? Oder steht die einfach nur hier so? Nee, ich habe hier 5 Stück, also rund um unser Camp sind welche aufgestellt. Alles gut. Jungs, das ist richtig dunkel, ne? Siehst du die nicht? Licht aus. Warum Licht aus? Sollen wir das Licht ausmachen? Licht aus oder an? Mach mal das Licht da oben aus. Wow. Kommt der sonst, wenn das Licht an ist oder was? Oh, Bruder, hör doch mal auf jetzt. Jetzt was schon für Geräusche, Digga? Ist da ein Marder im Auto drin? Wer ist hier vor mir? Wer ist hier, boah, ich seh den Namen nicht. Ich bin's, Thomas. Thomas, du hast noch eine Kamera auf dem Rücken, Digga. Willst du nicht auch noch aufstellen? Nee. Nimmst du die mit? Okay. Leute, rein hier. So, zack, nehmen wir auch mal Gewehr. Ich geh am PC, Jungs. Wie kann ich den PC machen? Musst du nicht. Für Kameras starten musst du Tab drücken. Tab drücken und dann, mach doch mal hier die Tür zu, Digga. Bist du lebensmüde oder was? Genau, auf die Kamera gehen. Wie kann ich switchen zwischen den Kameras? Einfach zwei, glaube ich. Ja, 2, 3, 4. Alles gut, soweit alles gut, Leute. Bigfoot nicht gesichtet. Noch keinen Kontakt gehabt. Ja, dann lass raus, Digga. Lass sagen, der so herkommt. Ja. Also ich würde sagen, wir gehen auch in den Wald auf Jagd, Bruder. Ich glaube, kommt der nachts immer mehr als... Da ist einer. Alles gut, Bruder, alles gut. Kommt der nachts immer mehr als ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Bigfoot ein Nachtaktiver ist. Mach die Lampe hier an. Ja, ich würde auch hier Licht, im Lager würde ich hier immer Licht anmachen, Bruder. Nicht, dass der uns noch plündert oder so. Und okay, mach vor allem mal die Tür zu. Tür zu, Jungs. Was machen wir jetzt, Leute? Mach mal bei dir Licht aus. Warum, Paul, Digga? Ich lass dir das Licht an. Was soll denn das? So, was müssen wir jetzt machen? Hier ist unser Campfire. Wo ist denn Campfire? Okay. Hier ist ein Campfire. Ihr wollt es so. Ich mach Licht aus, Digga. Ich hab auch Licht aus, Bruder. Ach, du, Zetane sagt, ah, okay. Ja, ich mach Licht aus, Digga. Haben wir, Jungs, habt ihr Nachtsichtgeräte, wenn wir jetzt nachts auf die Jagd gehen? Hier sind Stöcke, alles gut, soweit so gut. Ich lauf mal nicht so weit weg vom Camp, nicht, dass wir als erstes aufgefressen werden von Bigfoot. Das Aquarium muss anbleiben für die Fische. Hab ich gar keinen Bock drauf. Das Aquarium wird nicht ausgemacht. Okay. Stani? Ja, komm mir nach. Sollen wir mal auf Jagd gehen hier? Also wir jagen jetzt Bigfoot oder was? Ja, safe. Okay, dann Check mal alle kurz euer Inventar. Nachladen, Jungs, ihr müsst nachladen. Ich hab nur 5 Schüsse, Digga, ne? Ich hab mehr Munition. 10. Ich glaube, ich hab Munition. 20. Ich hab ein Messer, Digga, ich stech ihn ab. Messer haben wir auch. Okay, warte mal, wir müssen jetzt einmal hier gucken, das sind die Parkregeln. Ey, also. Habt ihr erste Hilfesets mitgenommen, bevor wir hier rausgehen? Habt ihr welche? Nee. Ich hab auch keins. Ich hab ein Zelt. Ich hab auch ein Zelt. Ich hab ein erste Hilfeset. Ich hab keins. Ich hab ein Gewehr, ein Signalwerfer 0 von 1. Eigentlich wichtig, dass wir ein erste Hilfeset mitnehmen. Ich hab irgendwie gar nichts. Jungs, hier ist Fleisch. Und so, vielleicht können wir den anlocken. Wo kann man denn. Wo hast du denn hier noch so viel? Im Kühlschrank ist Fleisch. Signalfackel. Oh, Signalwerfer, Rakete. Nice. Also erste Hilfeset irgendwie haben wir keins mehr, keine Ahnung. Ohne Falle, oh mein Gott. Stimmt, Fleisch mit Bärenfallen können wir auch noch aufstellen, auch eigentlich wichtig, Leute. Kurz noch hier im Setup ein bisschen rumdaddeln. Oh. Ey, wer schießt hier? Ja, hör auf mich zu verarschen, Digga. Ich werde jetzt einfach mal auf random eine Bärenfalle hier aufstellen. Zack. Ey, Jungs, hört mal auf hier. Alter! Digga. Warte mal auf hier rumzuchoken jetzt. Kurz voll erschrocken, Alter, ohne Spaß. Fleisch legal. Ey, Jungs, ich werd Fleisch in die Bärenfalle reinlegen. So, zack, ein bisschen. Ey, wer hat das ganze Fleisch rausgenommen? Okay. Brox, leg du mal Fleisch rein, wenn du das Fleisch rausgenommen hast.
Ich hab, okay, warte mal, ich leg noch ein bisschen Fleisch ab. Oh, ey. Ey, der Junge ist zu dumm für alles, ne? Oh, ich bin die Bärenfalle. Ich dachte, ich löse bei mir gar nicht aus, Digga. Sie haben diesen Eintrag. Warte mal. Ja, ich glaub, können wir die jetzt nicht mehr benutzen, oder was? Hier, Fleisch, warte, ich leg Fleisch ab. Ja, komm, oh, ich hab mich verletzt. Da. Ja, ehrlich. Ich hab auch nur 6. Kann ich das denn ablegen? Na, ach, Digga. Ja, Max musst du wohl neues Fleisch erzeugen. Kannst du mir das droppen? Ich kann es leider nicht droppen. Oder wie geht das? Hey. Na, Jungs, ist der Gamestone so gut? Du hast in eine Bärenfalle. Ich kann es droppen, Digga. Ich muss einmal kurz was gucken. Habt ihr das eigentlich über Desktop oder über Spielaufnahme? Spielaufnahme. Streamingrechner, Digga. Guck mal, Jungs, lass doch mal jetzt weitergehen. Ja, ich würde auch sagen, wir müssen jetzt erstmal erkunden, Digga, was hier abgeht. Also unten links, Leute, seht ihr die Minimap von diesem Nationalpark, wo wir gerade sind. Und hier soll Bigfoot gesichtet worden sein. Schon viel besser. Wow. So, ich werde hier nur mit Waffe rumlaufen. Ich bin paranoid. Ausdauer haben wir unendlich, oder? Nee, haben wir nicht. Okay, Jungs, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen den Park erkunden, was hier abgeht. Okay. Ich nehme jetzt auch mal lieber meine Gewehr in die Hand, ne? Ja, safe, nimm 5 Schuss. Und mit F kannst du Dingern machen, Lampe. So, Bigfoot, Digga, wenn du nicht traust, komm raus. Bigfoot, hier sind die Einbruchbrüder! Ey, ich weiß, Bigfoot hat ja auch eine Höhle, ne? Leute, wir müssen in seine Höhle gehen. Ach. Wir müssen ihn aus seiner Höhle raustreiben. Okay, jetzt wird's ganz krank. Oh, okay, doki, Digga. Wir müssen erstmal ein bisschen was erkunden hier. So, wo sind wir hier gerade auf der Karte? Ja, wir laufen hier ein bisschen westlich von unserem Camp. Ja, der hat einfach Schiss vor uns, der weiß ganz genau, was mit dem Pilz essen. Nee, nein. Zweiter Tag, alles gut. Zweiter Tag, Leute, hat begonnen. Alles easy. Also jetzt ist quasi Mitternacht gewesen, okay. Hey! Was ist da? Was ist da? Guck mal, was hier drüben ist, Jungs. Ist das eine Höhle? Nee. Doch. Nee, was? Spermaflecken. Das ist das? Bigfoot-Sperma, Digga. Ja, hat Bigfoot seine Krallen geschärft, glaube ich. Warte, ich probier kurz. Oh ja, das Bigfoot-Sperma. Nein, ihr macht euch über lustig. Warum macht ihr euch über Bigfoot lustig? Digga, weil Bigfoot ein kleiner Knecht ist. Bigfoot ist einmal Paulberger, komm raus. Wenn wir Bigfoot sehen, dann wird der hochgenommen. Glaubst du, der ist hier oben, Digga? Ja, der ist hier oben, Digga. Der ist der König von dem Park hier. Okay. Okay, wir laufen südlich. Ich halt Rückendeckung. Leute, wir wohnen hier als Special. Nicht darunter spielen, sondern die tot. Wir wohnen hier als Special-Jäger hergeschickt und Bigfoot. Ey, habt ihr das gerade gehört? Nee. Philipp! Ja? Digga, hast du es gerade gehört? Nee. Hä, warte mal, bin ich. LOL, hier ist einer! Digga, Philipp, hast du das gerade? Philipp, hör auf, mir Angst zu machen. Digga, der ist doch schon wieder nur am Pranken. Der ist doch schon wieder komplett broke, der Typ. Ja, okay, das ist Philipp. Am Anfang habe ich es kurz abgekauft, aber das ist gerade. Gibt's hier auch wieder so einen riesen See? Das ist Bip. Wir müssen uns erstmal hier ein bisschen klarkommen. So, da irgendwo hier links müsste jetzt unser Camp sein, da unten. War alles gut. Ich weiß gar nicht, Jungs, ist das eine neue Map zu damals? Ich bin mir nicht ganz sicher. Laufen okay. Einfach mal hier lang. Oh, ja, hier ist ein See, hier ist Wasser. Hier ist Wasser? Oh ja. Nein, Alter. Und es sieht sehr, sehr gruselig aus hier mit dem Nebel. Ah, hallo. Hallo. Man kann jetzt schwimmen? Soweit ist noch alles gut hier. Alles in Ordnung bis jetzt. Ich mal gut wieder. So, okay, perfekt. Stärke, Musik lauschen. Oh. Wo ist meine Waffe jetzt hin? Hier. Also bis jetzt, kein Ding hier. Aber was ich mich frage, guck mal, als wir das damals vor 3 Jahren gestreamt haben, hatten wir auch so eine Betäubungsmunition. Vielleicht finden wir die auch erstmal. Mit der wir Bigfoot geschwächt haben. Ich glaube, die müssen wir auch erstmal suchen. Und irgendwas hat Philipp vor, Digga. Wo ist Philipp? Ey, mein Gewehr, Alter.
Wo ist Philipp? Philipp. Ach, hallo, Philipp. Ich glaube, er hat ihn. Wie sieht der aus, Alter? Ich glaube, ihm geht's nicht so gut. Nee, nee. Das glaube ich auch nicht. Jetzt. Hört ihr mich wieder? Ja, jetzt hören wir mich wieder. Ah, Digga, ich habe aus Versehen Leute, ich habe aus Versehen hier was falsch abgestellt. Ah, sorry. Oh, Leute, ihr habt recht, nachladen. Oh, stimmt. Okay, gut. Wichtig. Nachgeladen. Warte, hier ist ein Schild. Hier ist ein Schild, hier ist ein Schild. Stimmt. Hier steht. Cam B, Digga, die sagen Cam B, Digga. Kein Angeln. No fishing. Hier ist Fischen verboten, okay. Oh Gott. Oh, hörst du es auch? Hört ihr die Werwölfe? Werwölfe. Wölfe. Ich dachte, wir suchen nur Bigfoot. Kein Kontakt zu Bigfoot. Ich glaube, Leute, mein Bigfoot-Jäger-Instinkt sagt mir, wir müssen hier lang gehen. Okay, gut, ich folge dir. Oh! 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 Hilfe! Oh! Habt ihr das gehört? Oh, ich bin hinter euch. Er ist bei mir. Was? Digga, der spinnt doch schon wieder rum. Er kam doch von da. Ihr habt den Schrei gehört. Der Schrei kam aus dieser Richtung. Jungs, mir nach. Der Schrei kam aus dieser Richtung hier. Okay, ich bleib ein bisschen weiter oben. Ich glaube, der kann nicht klettern, oder? Doch, der kann klettern. Natürlich. Der Schrei kam. Für Anfänger jagen gelesen. Habt ihr das gehört, den Schrei, Jungs? Ja, natürlich. Ich habe auf die Kameras geguckt. Wir müssen den auf jeden Fall gleich mal, wenn wieder Tag ist, das Fallen platzieren und Fleisch hinmachen. Dann können wir den anlocken. Okay, wir haben schon mal einen Schrei gehört. Warte mal. Wir müssen hier am See. Der muss trinken. Glaubst du, der hat den Baum da schief gemacht? Ist da hinten eine Hütte, Jungs? Wo? Wo? Da eine Hütte? Links oder nee? Ist das keine Hütte? Nee. Nee, ich glaube nicht. Ich bin der Meinung, da war eine Hütte. Ich glaube, Jungs, wie ich das gehört habe, kam der Schrei hier weiter aus dieser Richtung, hier weiter geradeaus. Ja, muss ich auch sagen, da muss ich Max zustimmen. Ich glaube, es kam wirklich hier aus dieser Richtung, der Schrei. Alter, das ist ja riesengroß hier. Ja, hier ist so eine Klippe, pass auf, nicht runterfallen. Ja, das ist der Nationalpark. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Wo? Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Wo? Direkt unter dir ist er gerade, glaube ich, gelaufen. Hier unten, die Klippen runter. Ich glaube, irgendwo da war er gerade. Ja, der trinkt hier immer. Glaube ich auch, der ist gerade durstig. Der ist durstig und trinkt da immer. Aber wie kommen wir da runter? Hey, macht! Hey, Nachricht! Ich habe eine Nachricht bekommen. Wie? Cam 8 ist down! Down! Er hat die Kamera 8 zerstört? Nee, Kamera 8 nicht. Okay, warte, ich check nochmal kurz Kameras, Leute. Wie kann man durch die durchswitchen? Mit Nummern. Nummern, okay. Okay, alles gut. Hier ist nix los, Digga. Eigentlich lohnt es sich. Oh, Leute, Cam 8 ist wirklich kaputt, Leute. Nein, Cam 8 habe ich auf dem Rücken. Ich platziere die hier oben. Wir brauchen eigentlich nur eine Kamera vor unserem Camp, so, weil man kann ja damit vorne zu schlafen. Gecheckt, ist auf einmal schon hell. Sag, hier ist, guck mal hier. Ich kann hier nicht setzen, ich mach die hier. Oh mein Gott. Ey, Digga, ich bin hier festgeglitscht, was ist das denn? Okay. Leute, ich setz die Kamera hier, das ist der perfekte Ort für die Kamera. Finde ich auch gut. Da habe ich das Signalfackel angemacht. Ja, finde auch geil, dass wir hier zocken, auf jeden Fall. Oh. Hier sind Wölfe, die müssen wir auch abknallen. Das waren Wölfe, ja. Lasst euch nicht irgendwie anknabbern oder so. Wir müssen die vermissten Jäger auch finden, ja? Ey, Jungs, lasst mich mal bitte nicht allein zurück. Ist eh hell. Bei Helligkeit trotzdem. Mach mal die Taschenlampe aus, bisschen Batterien sparen. Ach, stimmt, die Batterien sind ja. Oh! Hinter mir! Oh! Warum er macht er mich? Er hat mich! Ich renn weg! Jetzt holt er Philipp! Er hat Angst, oder? Nochmal angeschossen. Jetzt haut er ab, Ach du Scheiße, Bruder! Der ist ja voll dick geworden. Der war ja früher voll klein. Oh, ja, da muss ich aber ganz schnell los. Ja, Jungs, ich hab keine Munition mehr. Bruder, der hat halbes Leben weggenommen von mir.
Junge, guck mal, wie viel wir neben ihm wie ihn weggenommen haben. Gar nicht. Ey, Jungs, seid froh, dass ich so schlau bin und wenigstens nie mal ein paar gute Action gemacht und das abgehauen. Ja, wie hast du ihn verscheucht mit der. Hast du ihn mit Ding Bengalos verscheucht? Signal, habt ihr irgendwie Schokoriegel oder so? Ich hab so eine Granate angeschossen. Hat jemand ein Erste-Hilfe-Set? Ich halt nicht mehr lang durch, Digga. Ich hab auch keins. Lass zurück zum Camp, Aber es war gut, dass du hier eine Kamera platziert hast, Philipp. Nein, wir müssen erstmal Erste-Hilfe-Sets suchen, Leute. Ja, ich brauche unbedingt welche, Digga. Ey, ihr müsst einfach austanzen, so wie ich das gemacht habe. Wenn man raus ist, ich hab nicht mal mehr Munition, Alter. Ich hab nicht mal mehr Munition, das war zu viel gerade. Ich hab auch keine Munition, ich laufe jetzt auch nur mit meinem Messer rum. Stech ihn ab, Digga. Ey, wir müssen erstmal Munition und so suchen, Jungs, weil wenn der nochmal kommt, der nimmt uns hoch. Ich sag dir, fixiert er mich noch einmal, ich bin weg. Der reißt mich in zwei Teile. Oder ich hab mich gewundert, dass ich das überhaupt überlebt hab, Digga. Der hat mir ein Leben hochgenommen. Ey, der hat dich richtig hoch, der hat dich richtig hochgenommen, ne? Boah, ich dachte, der macht hier. Nur weil ich die einzige Frau hier war, Alter. Der hat dich hochgenommen wie Brock Lesnar. Ja? Kleiner Freestyle. Freunde, das ist. Da müssen wir hin. Okay. Nee. Kommt raus. Kann man da so runterspringen? Nee, aber Jungs, wo können wir hier Munition und so finden? Ey, ihr ist so, Chat, gib mal ein paar Tipps. Live-Chat, ja, aber Tipps. Wir müssen erstmal eine Hütte suchen, da wo Munition ist. Ich will auf jeden Fall noch, solange es Tag ist, die Kameras mehr bei der Map verteilen. Oh mein Lohnt Gott, gar nicht, Digga. Die alle bei uns am Camp zu haben. Der Bigfoot ist ja mal 10-mal gruseliger als der von damals. Wie der angerannt gekommen ist, ne? Ja, oh, ich dachte mir wirklich, was geht jetzt ab. Ihr müsst euch mit der Signalfackel, könnt ihr euch verteidigen zur Not, ne? Aber wir müssen ihr auch ein paar Hits geben. Das hat ihn verscheucht. Oh. Hier trinkt er immer. Hier trinkt er immer mit seiner Bigfoot-Familie. Hier waren wir schon, oder? Nein, hier waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir schon. Oh! Ich höre was! Ja, es fängt an zu gewittern, Jungs. Nein. Hier startet irgendwo eine Rakete, Digga. Jungs! Das ist kein Gewitter. Hier ist er. Ich riech ihn. Riechst du auch Erste-Hilfe-Kit? Oder was hast du für einen steifen Arm, Digga? Du solltest mal zum Arzt gehen. Ja? Er steht wirklich so da. Jungs, ich sag euch, gib mir mal bitte kurz ein Erste-Hilfe-Kit. Ich halte nicht mehr lang durch. Ich hab ein Erste-Hilfe-Kit. Wie viel Leben hast du dann noch? Unter der Hälfte. Oh, krass. Ja, jetzt hab ich das genommen. Dann hat er dich ja noch mehr als mich genommen. Ey, ich höre richtig komische Musik und wenn komische Musik ins Spiel kommt, dann passiert vielleicht was. Dann passieren komische Dinge. Okay, Leute, wir haben 13:10 Uhr jetzt. Ich glaube, hier ist die Höhle von Bigfoot. Lass mal den Tag gut nutzen, bevor es wieder Nacht wird. Ja, auf jeden Fall. Lass Bigfoot aus der Höhle raustreiben. Hier ist eine Höhle. Wenn dann eine Höhle viele Äpfel hat, dann... Scheiße, Leute, hier ist deine Höhle. Hier sind wieder die Flecken. Jeder seinen Unheil getrieben. Der soll rauskommen. Lass mal wirklich ans andere Ende der Map laufen, damit wir ein bisschen vielleicht eine Hütte, Munition oder so finden. Wir müssen so eine Jägerstände war es damals gewesen. Ach, stimmt, Jägerstände. Genau, so kleine Hütten einfach. Stimmt. Ja, so kleine Hütten. Und da waren auch Fallen. Hier ist ein Jägerstand, Jungs, hier. Wo bist denn du? Oh! Hier ist einer! Oh, Philipp, ich komm! Hier, nimmt ihr die Gewehrmunition, ich hab genug. Ich nehm noch. Hilfe, er kommt! Was? Was? Nein, Philipp! Ich kann nicht mehr rennen, ich kann nicht rennen, warum kann ich nicht? Oh mein Gott! Du wärst oben so gestorben! Der wollte mich hier hochnehmen, Digga! Lass mich durch! Das war eine Falle von ihm hier! Nimm hier die Munition, Digga, schnell! Bin dabei, ich komm da nicht ran! Hier ist zu gefährlich! Ey, gib mir auch mal ein bisschen Munition, ich hab keinen Schuss mehr! Ja, geh rein, da ist noch einer, da sind noch 10 Schuss sind da noch! Okay, nice! Ist hier kein Medikit? Jungs, ich hab nicht mehr so. Ich hab keine Signalwerfer-Munition mehr. Hab ich auch nur einen Schuss. Ich muss den gerade vertreiben. Hab ich auch nur einen Schuss für den Notfall. Guck mal hier, die beste Handgewehr hier. Ah, jetzt. Leute, macht euch lustig. Noch mehr davon. Okay, lass mal hier runterlaufen. Lass mal hier ein bisschen runter. In der Ecke von der Map waren wir noch gar nicht. Glaubst du, irgendwer legt da wieder neue Munition rein? Nee, ich glaube nicht, Digga. Wir müssen uns schon die Munition gut. Ich glaube auch. Wir müssen die Munition gut aufheben. Gibt's nicht irgendwie Betäubungsmunition? Die brauchen wir doch, safe call. Was brauchen wir?
Damit er anfälliger ist. Nein, 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 wir brauchen keine Betäubungsmunition. Der ist doch auf Tollwut, Digga. Nein, nein, wir müssen wieder nicht abknallen, Digga. 16:40. Das sind die Bigfoot Rocks, Digga. Oh, die, oh mein Gott. Ey, Leute, es wird einfach gleich schon wieder dunkel, ja? Wir müssen aufpassen. Wollen wir mal dahin? Ja, ey, ey, Jungs, lasst zusammenbleiben, wo seid ihr? Ja, bin ich bin blau, hier. Digga? Ich bin blau. Ich bin der Rote, kommt mal mit. Okay. Ja, hier runter, hier, wo noch mehr Hütten sind. Ja, ich wollte hier ans ganz andere Ende der Map. Ich hab was gehört. Irgendwas hab ich gehört, ich weiß nicht was, Leute. Ja, hier ist. Ich hör auch was. Hab ich gehört. Oh, hier ist ein Hirsch, sollen wir den töten? Ah, Hirsch, wo bist du denn? Hier bei mir. Schlacht ihn. Ich will aber meine Munition nicht für den verschwenden. Hier ist ein aufgespießter Kopf! Nein! Ey, hier ist ein Toter! Was? Bruder, bei mir ist ein Toter! Nein! Oh Gott! Aber regnet das Feuer? Das regnet. Hey, bin vollkommen, Jungs, Hilfe! Schieß! Oh. Schieß hinter mir! Schieß alle hinter mir! Ich komm! Nein! Mann, schieß mit die Geile, der Fackel! Er rennt weg! Oh mein Gott! Digga. Wo ist denn der Kopf jetzt? So ein 31er, Alter. Er kommt einfach angerannt. So ein 31er. Er kommt einfach angerannt und sprügelt einen kurz nieder. Guck mal hier. Die haben einfach unseren Kollegen. Hör doch auf Munitionsverschwenden. Die haben unseren Kollegen hochgenommen. Warte mal, ich kann euch heilen, Digga. Eintrag geben. Wie? Heilen? Heilen. Steht's bei euch auch? Ja, sie haben diesen Eintrag nicht. Kein Eintrag. Ey, lass mal zurück zum Camp, es wird Nacht. Der nimmt uns heute nach Tops, Digga. Ich brauch aber Dingens, ne? Ich brauch Medikit. Wir brauchen Medikit. Wie sieht euer Leben aus? Ja, Hälfte. Schlecht. Bei mir ist es bei der 3. Bei dem Gradzahl ist es bei der 3. Ein Angriff könnte ich vielleicht noch überleben, mit Glück. Ja, ich auch. Das war's dann. Ich habe auch keine Signalfackel mehr. Von wegen, wir fahren Bigfoot. Bigfoot macht uns fertig, ey. Die andere Munition ist GPS-Munition. Ah, stimmt, damit können wir ihn tracken. Das war stimmt, nicht. Boah, haben wir Track-Munition? Das müssen wir auch noch finden. Nee. Warte mal, doch, wir haben da Track-Munition. Warte mal. Hast du? Hey, ich kann hier ein Zelt aufbauen. Geht mal weg, guck mal hier. Hä? Kannst Lager aufstellen hier. Ich geh jetzt in das Zelt rein. Ich auch? Hallo. Hey. Macht's Hallo? Es geht raus. Geh mal rein, lass mal rein. Ich Jungs, hab die Lagerfeuer. Wir brauchen drin. Lagerfeuer. Ich kann. Ich bin rein. Jungs, lass mich rein, bitte. Ich hab Angst, ich bin rein. Lass ihn nicht rein, Bruder. Nein, bitte. Du bleibst draußen, Brox. Digga, du bist das Opfer für Bigfoot, das uns so. Nein, ich hab auch noch ein Zelt. Nein, Jungs, wir müssen Stöcker und Steine suchen. Warum denn? Stöcker und Steine. Jungs, ich komm nicht mehr raus. Du willst jetzt hier ein Camp aufbauen, oder? Ich komm nicht raus, Digga. Digga, ich komm da nicht mehr raus. Kann man es hier nicht bücken oder so? Jungs, wir müssen Stöcker und Steine suchen für Feuer. Man kann sie nicht bücken, ne? Ja, okay, komm, Stöcke, Steine. Ah, das sind hier, guck mal hier, Stöcker, Steine, Digga. Ja, hier, easy. Stock, zack. Wir müssen Lagerfeuer bauen, nämlich der hat Angst vor Lagerfeuer. Stock. Wir dürfen auf jeden Fall jetzt nicht hier in der Dunkelheit sein. Dann sind wir im Arsch. Stock. Noch ein Stock. Stein. Leute, wo kriegt ihr denn immer diese Cam-Meldung? Ich krieg auch die ganze Zeit so Cam-Meldung. Ich hör auch so ein Piepen die ganze Zeit, ja? Nein, oh mein Gott, ich bin gerade auf eine Kamera gegangen, ich habe Bigfoot da gehört. Was? Der ist bei Cam 1. Bei Cam 1, bei unserem Lager? Oh, der rennt da rum, Jungs, mach dich schnell das Lagerfeuer an, der kommt gleich hierher. Oh mein Gott. Jungs, hier Stöcker rein. Ja, bei der Kamera, bei unseren Kameras hört man ihn, ja. Warum kann ich das nicht anfeuern hier? Könnt ihr das anzünden, Digga? Stock hinzufügen. Anzünden? Nee. Was mach ich jetzt da? Was hab ich da? Nee. Jungs, ihr müsst das Feuer anmachen. Haben wir denn Feuerzeug? Nee. Ja, das ist ja nicht so gut. Ja, ich hab zwei Signalfackeln noch. Die bringen aber nichts, ne? Obwohl, Messer. Vielleicht mit einer Signalfackel könnten wir den anzünden, ja? Soll ich mal probieren? Warte mal. Ich komme hier nicht mehr raus. So. Wir sind richtige Survival-Bilder, ich weiß. Ach, es piept immer, wenn auf einer Kamera zu sehen ist, okay. Aber da müssen doch jetzt hier erstmal Stöcke reingedickt werden. Ach, die meinen Drucken mit Alt. Ach, man kann drucken mit Alt. Guck mal hier. Leute, wie legen wir jetzt hier Stock rein? Steht ja Stock hinzufügen. Ich will jetzt hier ein Feuer machen. Wie machen wir jetzt hier.
Ah, okay, einer sagt Stock in die Hand nehmen. In die Hand nehmen? Ja, wie nehme ich denn Stock in die Hand? Ja, ja, einfach im Inventar, mit Q. Und ja, da irgendjemand hat das Lagerfeuer gerade abgebaut. Aber war ich das? Oh, ich war das, sorry. Ich drück gerade alle Knöpfe, die ich kann. Ja, wir sind auf jeden Fall gleich am Arsch, wenn das so weitergeht. Oh, M ist auch nochmal so eine Karte. Drück mal M. M ist auch cool. Oh, nice. Sehr nice. Leute, wisst ihr, wie wir Lagerfeuer machen? G, H, J, K, L. E geht nicht, Leute. E, ne. Leertaste, ihr seid lustig, Digga. Hab ich gerade dein Lagerfeuer gemacht? Ja, du hast mein Lagerfeuer weggenommen. Oh. Okay, warte. Hab ich das jetzt hingelegt? Ja. Ich glaube, ich kann jetzt. Ja. Check mal ab. Kann ich da jetzt. Da sind noch 5 Stöcker. Stell mich mal rein. Beim Lagerfeuer. Leerer Steckplatz. Kann das sein, dass man vorher die Stöcker gesammelt haben muss? Wir haben ja Stöcker gesammelt. Ich hab da die Stöcker schon gesammelt. Wisst ihr, wie das geht, Leute? Alt F4, ja, Leute. Ha, nee, ha. Das. Alt F4, ha, ha, ha. Hm. Ich hab ja einen Stock. Nee, jetzt hab ich's wieder abgebaut. Oh. Lol. 32 Leertaste. Stöcke. Nee. 32? Nein, man braucht. Du brauchst 32 Stöcke, was ist denn das für ein Digga? Ist das ein riesen. Ist das ein Weihnachtsfeuer oder was? Ist das ein. Keine Ahnung, machen wir Osterfeuer oder was? Das ist, geht richtig ab, Alter. Das muss ja auch Bigfoot fernhalten, Stöcke. So ein Feuer wird das. Also, ich sag dir, wenn's Bigfoot nochmal kommt, ne? Was machen wir, wenn einer also von uns raus ist? Also, ich sag euch, Real Talk, wir werden das nicht überleben jetzt. Die Nacht. Doch, doch, werden wir. Bruder, wir sind hier im Dunkeln. 32 Stöcker brauchen wir. Junge, wir bauen jetzt hier erstmal ein Osterfeuer. Kann man eigentlich FOV höher stellen? Ich oh, auf Kamera wurde einer gespottet. Nein. Tag. Aber das ist gut, wenn er bei unseren Kameras ist. Oh, oh. Bin auf 1, auf 2. Hört auch dieses Brummen, oder? Oh. Ihr hört's auch, oder? Wo seid ihr, Jungs? Jungs, lass uns mal zusammen dingsen. Ich sammle Stöcker. Ah! Ich auch. Ich will hier nicht hin. Jungs, seid ihr hinter mir? Wir sind alle da, Scheiße, wo ist der denn? Ja, wenn Musik losgeht, weißt du, bist verloren. Ja, wenn Musik losgeht, dann weißt du, du bist am Arsch, ja. Aber wir hätten mal Stöcker am Tag sammeln sollen. Steine müsst ihr auch noch... Lauf nicht so weit weg vom Zelt, Leute. Kommt immer wieder zum Zelt. Stimmt, fuck, wo ist das Zelt? Scheiß auf das Zelt. Hier ist was! Ich hab was, Jungs. Okay. Wo bist du? Hier ist ein Medkit, nimm du das. Nee, ich nimm das Medkit. Nee, was? Nimm du das Medkit. Nimm du das okay. Medkit-Box. Ich komm. Sehr gut. Oh ja. Wie ist das denn? Au, fuck, ja. Ich hab Schaden bekommen. Das ist das Lager von meinem Onkel Jimmy gewesen. Der hat auch schon... Erste-Hilfe-Set. Hier ist auch ein Erste-Hilfe-Set. Das war das Lager von meinem Onkel Jimmy gewesen, Digga. Also ich wette ein Zehner, dass Bigfoot jetzt gleich kommt. Glaube ich nicht, Digga. Ich glaube, der traut sich nicht mehr. Glaube ich nicht. Was anderes hier haben? Eine Dose? Bigfoot ist nämlich nachtaktiv. Nee, kann ich auch nicht. Wir müssen Bigfoots Höhle finden. Seid ihr noch am Stöcke sammeln oder was? Ja, nebenbei, ja. Ich sammle auch noch Stöcke. 19 Stöcker gerade mal, Leute. 19? Hier ist ein Ich habe jetzt auch 19. Ja. Hier sind Rehe! Rehe! Egal, lass sie. Nein, ich knall die ab. Also einer hat gerade bei mir donated und hat gesagt, ihr müsst auf Stock hinzufügen, klicken und zielen. Oder zielen. Irgendwie. Dahin ziehen? Okay. Muss man das vielleicht einfach darauf ziehen oder so? Nee. Ich weiß es nicht, aber ich hab keine Angst. Mit dem weißen Punkt auf Stock hinzufügen und E drücken. Mit dem weißen Punkt. Aber lass mal ausprobieren. Irgendwo, wo wir uns gleich absetzen. Wir waren Hund. Jungs, die sind Kaninchen, Digga. Wir waren Hund, Digga, gerade. Ich hab einen Hund gehört. Ich habe ein Kaninchen gerade an mir vorbei flitzen sehen, 2 Stück. Ey Jungs, ich bin gerade so paranoid, ne? Ich frage mich, wie viel Steine der mitnehmen kann, Alter. Oh mein Gott, hier ist eine richtige Steinfarm, Alter. Okay, was gut ist, wir sind demnächst eigentlich schon wieder, also wir laufen Richtung Camp, das ist schon mal nice, Leute. Also ich habe jetzt hier, Leute. Bruder, wie viele Steine sind hier, Mann?
Also wir brauchen 32 Steine und 32 Hölzer, ne? Für Lagerfeuer. Man kann auch Äste mitnehmen. Vom Baum? Hab ich gerade gemacht, hab gerade einen Ast mitgenommen. Was bringen denn die Dinger? Was sagt der Live-Chat? Flieg mal Drohne. Oh, stimmt, Drohne fliegen könnten. Das muss ich auch gleich machen. Jetzt noch auf dem Zelt. Hast du eine Drohne? Ich hab eine Drohne, ist ja. Ist noch ein Ast. Woher hast du denn die Drohne? Warum hab ich keine Drohne? Habe ich abgezogen. Ey, was denn 31er? Warte, wir machen mal Drohnenflug. Leute, vielleicht gibt's noch eine Drohne im Camp, da können wir auch mal Drohne fliegen. Das Ding ist, ich bin. Hab ein bisschen Angst, jetzt gerade hier bei der Position Drohne zu fliegen. Machen wir, wenn wir sicher sind, okay? Die Frage ist, wo bist du sicher? Ja, im Wagen. Hoffentlich. Philipp, im Wagen denkt er, er ist sicher. Im Wagen, ja. Hab ich auch mal gedacht, da bin ich sicher. Hier ist eine Brücke, Jungs, hier ist eine Brücke. Eine Brücke? Ja. Philipp, voll der Erforscher. So, was ist da los? So, mal die Brücke auschecken, Leute. Oh, warte, Brücke. Man muss immer die Brücke, den Fluss, hier ist ein Fluss, ein alter hat, Fluss. Hat noch jemand eine Kamera dabei? Ich würde gerne einen hier bei der Brücke aufstellen. Nein, nein. Nein, nein, leider nicht. Voll unnötig, dass wir so viel um unser Lager umgestellt haben, ne? Ja, ja. Ja, das war doch deine Idee. Ja, ich wusste aber noch nicht, dass dann man damit mal, so rumzoomen kann. Dann merkst du, dass du viele dumme Ideen hast, Alter. Keine Ahnung, also du, ich glaube, du bist einfach kein Bigfoot. Leute, das Spiel heißt Finding Bigfoot. Ich glaube einfach, du wirst kein Bigfoot finden. Das heißt nur noch Bigfoot. Also nicht mehr Finding, sondern nur noch Bigfoot. Also das heißt nur noch Bigfoot, Leute, sorry. Ja. Aber es ist mega geil, die haben das Spiel geupdatet und seitdem ist es richtig fett, die haben es damals schon gespielt. Das ist echt gutes Spiel. Ich muss auch sagen, die Grafik ist on fleek. Also Grafik ist so Forest-mäßig. Ja, ja, safe. Ja. Ey, ey, ich siehst, ich hab wieder was gefunden. Hier. Hochstand, Hochstand. Boah, er ist ein richtiger Entdecker, yeah. Junge. Stark. Zweiter Jagdturm. Oh, geht, ich hab eine Falle. Und noch Gewehrmuni. Stark, Bruder. Oha. Ist da noch Muni? Ja. Ist da noch Muni, Digga? Bigfoot ruf! Komm, komm. Stimmt. Jungs, ich hab nur 7 Schuss. Ist da noch Muni? Ist keine Muni mehr, ne? Nein, Jimmy! Oh! Oh mein Gott, Digga! Bruder, was? Bruder, was hat der mit ihm gemacht? Bist du auf die Knochen gegessen? Aber die Sneaker noch dran gelassen, ne? Wo ist er? Komm raus, Bigfoot, jetzt! Wollen wir den mal untersuchen? Ich werde ihn mal kurz ein bisschen aufspitzen. Okay, Digga, Bigfoot ist krank. Lass ihn in Ruhe. Rockstar, sagst du da? Ich muss was essen, ich hab Hunger. Okay, die Sonne geht gleich auf, das ist schon mal gut. Alle sagen Camp 4, was ist denn auf Camp 4? Leute, woher wisst ihr mal welche Camps? Das ist eine Camp gute Frage. 4. Das ist bei unserem Camp, ja? Das ist nicht los. Ich spreche jetzt zum Himmel. Wenn du mich da draußen hörst, Bigfoot, dann soll mich jetzt der Blitz treffen. Okay, ich geh mal weg von ihm. Oh, ich geh auch weg, Digga. Ich geh auch weg. Hast du Schiss, ne? Okay, warte mal, hier vorne ist so ein, Leute, hier vorne ist ein Schild, kommt mal her. Hier ist so ein weißer Punkt jetzt bei Jimmy. Park. Ja, weil wir ihn gefunden haben. Ach so. Okay. Boah, guck mal, hier ist noch ein. Also, ja? Zum Lernen. Okay, Jungs, ey, gib mir mal kurz Deckung, ich mach mal einen Drohnenflug, vielleicht finde ich ja was. Vielleicht sehe ich ja mal was Interessantes von oben. Flieg los. Der nimmt gerade unser Lager auseinander. Unsere Schrott. Der will mit. Bigfoot will mit unserem Auto wegfahren. Glaube ich. Oh, nice. Okay, Leute, ich flieg die Drohne. Hast du auch eine Drohne? Hey, ihr habt beide Drohnen, oder was? Nee, ich nicht. Was machst du denn hier? Wow, hier ist ein Werwolf auf Kamera 6. Ein Werwolf auf Kamera 6? Das will ich nicht auf Kamera 6 gehen. Blick mal von oben über unser Camp. Oh mein Gott, ein Werwolf. Ja? Ey, wir müssen zurück zum Camp. Das wird ja voll belagert. Bigfoot will unser Auto klauen. Camp 3? Camp 3 bin ich, das ist nix. Okay. Also er kann alles machen, aber nicht meine Karre klauen. Wie viel Schuss hat denn jetzt? Wo ist die Drohne jetzt? Oh warte, ich muss die Drohne erst wieder runterfliegen. Ich hab auch eine Drohne. Du steuerst jetzt gerade. Ja, steuer die mal wieder zu uns runter, dann packen wir die wieder ein. Der Akku geht übel schnell leer. Ich flieh. Pack die mal wieder ein schnell.
Warte, ich konnte den durch, ich bin rausgegangen. Warte. Liegt die jetzt nur alleine, Digga? Ja, ja, die ist jetzt in der Luft. Bigfoot fährt hier mit Auto lang, Leute! Der sitzt hier im Auto und zeigt mir den lang! Der zeigt mir den Stinkefinger, Jungs! Hiking Trail. Okay, Jungs, warte mal, wo seid ihr? Wo sind hier alle? Ich gehe auf so ein Dingens, auf so ein Weg. Ich muss die Drohne zu uns. Ich folge jetzt hier dem Weg. Oh mein Gott, hier sind sogar. Warum Camp 4? Was ist Kamera 4? Ja, schreiben auch für mich alle. Hier ist so ein Weg, ich gehe jetzt mal so einen Weg runter. Mal gucken, was da passiert. Kamera 4. Der spinnt rum. Ich spinnt rum schon wieder. Der Chat spinnt schon wieder. Warum spinnt ihr schon wieder, Leute? Ja, alle sind hier rumflunkern. Ey, aber wenn wir die Drohne so fliegen, Leute, auf der Höhe ist das richtig gut eigentlich. Da können wir richtig alles erkunden. Ich hab noch ein Gesicht gefunden. Naja, das hab ich auch gefunden. Ey, Prox, bleib mal stehen. Prox, bleib stehen. Bleib mal stehen kurz. Bigfoot! Nein! Oh mein Gott! Boah, ich muss aus der Drohne raus. Ich muss aus der Drohne raus, nicht dass ich sterbe. Renn zu mir! Bigfoot ist bei Prox, Bigfoot ist bei Prox. Er haut mir auf. Oh mein... Ich sterbe! Jungs, ich sterbe, Hilfe, belebt mich! Der hat dir eine ganz schön volle Rübe gezimmert. Er hat mir voll in die Eier gehauen. Er kommt zu mir! Oh Gott, das war's, Digga. Das war's, Digga. Das war's komplett. Jungs, ich sterbe. Ey, ich hab ihm 3 Schüsse verpasst, es juckt ihn einfach nicht. Ihr müsst was machen, lauf doch nicht weg. Ich lieg hier auf dem Boden. Ich bin sowas von fast tot, ich bin One-Shot. Renn doch nicht weg, komm her, jetzt bin ich erst bereit zum Kämpfen, Junge! Komm her! Jungs, ich sterbe! Ich komm zu dir, Prox. Krieg gewesen! Boah, ey, wir sind so... Nein, Prox, lebst du noch? Oh mein Gott, was hat denn Prox gemacht? Wie kann ich ihm helfen? Da steht nur, du stirbst. Ich kann nichts machen, Bruder, ich hab auch kein Erste-Hilfe-Kit. Ist das jetzt mein Schicksal? Ich stech ihn ab, Digga. Chat. Prox, ich erlöse dich von deinen Schmerzen. Nein, Bruder, nein! Ich muss dich erlösen. Nein, was. Nein! Bruder, wir müssen ihn irgendwie retten. Aua! Aua! Trag ihn! Ich hab 1% Leben. Eintrag geben, Eintrag. Ich weiß nicht, wie wir ihm helfen können. Ich hab kein Erste-Hilfe-Kit mehr. Gib mir dein Messer! Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Leute, wisst ihr, wie wir Prox helfen können? Wisst ihr das? Wisst ihr, wie wir Prox helfen können? Ich wärme ihn. Ja, das hilft vielleicht. Warte, ich geb dir was zu essen. Nee, hab ich auch nicht. Mein Gott, warum haben wir denn nicht? Prox, steh auf! Sollen wir ihn von seinem Leid erlösen? Ich muss doch irgendwas machen können. Nee, ich hatte voll Hilfekiste. Ich hatte full life, Digga. Ja, wir brauchen eine scheiß Kiste. Komm her, wir brauchen erste Hilfekiste. Oh nein! Fuck, unsere Drohne ist fast leer, weil die ganze Zeit in der Luft war. Bruder, wir müssen irgendwie Unterstand finden. Du brauchst ein Medikit, okay? Wir müssen ein Medikit finden. Ich glaube, der hat meine. Nein! Bigfoot kommt! Oh Gott, ich renn. Tschüss. Ciao, Bruder. Tschüss. Muss los. Muss los. Nimm Prox als Opfer. Er hat mich hochgenommen. Er hat mich zerfetzt. Bist du tot? Bist du auch auf dem Boden jetzt? Bist du tot? Komm noch zurück, wenn du dich traust. Warum ist denn meiner so schwach? Ich renn hinterher, Digga. Ich komm mit, Chef dir. Aber Jungs, ich kann während ich sterbe noch die Kameras angucken. Ja, das ist gut. Okay, Philipp, komm. Hä? Ich hab zwar kaum noch Munition, kaum noch Leben. Ja, wir müssen... Digga, hast du den Signalwerfer bereit? Ihr müsst das machen, Digga. Ja. Hab ich bereit. Wir suchen jetzt Medkit für dich, dann helfen wir dir. Hast du einen Signalwerfer, ja? Ja, hab ich. Okay, dann nehme ich das Gewehr, weißt du? Dann nehme ich das Gewehr. Ah, warte mal kurz. Die Drohne, Bruder. Der Akku ist fast leer. Scheiß doch auf deine Kack-Drohne! Digga, die Drohne ist wichtig. Warte, die meinen X-Bam. Digga, so eine Drohne ist überlebenswichtig. Entweder kommst du jetzt oder du sterbst. Ja, ich komm doch sofort, Digga. Lass mich doch kurz die Drohne hier beenden. So. Zack. Nehmen Batterie. Jungs, sieh, was passiert mit mir. Jungs, wie kann man denn diese Batterie aufgenommen? Wirklich? Nee. Ja, wenn ich manchmal kommen würde, dann könnten wir hier vielleicht noch einen Jäger fallen. Ja, wir müssen fallen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Warum haben wir bis jetzt noch keine Fallen verwendet, Digga?
Weil wir jetzt erstmal Brox retten müssen. Ja, ja, safe. Nimm nur den Signalwerfer. Ja, hab Signalwerfer parat. Ich drück schon alles, was ich kann, Digga. Aber warte mal auf mich, Bruder, warte mal auf mich. Nee, F ist es ganz sicher nicht. Ich will nicht alleine hier laufen, ich hab Angst. Komm hier durch den Sumpf, Digga. Ich kann auch nichts nehmen, ne? Ich kann auch nichts nehmen. Ich hab Angst. Kein Fleisch, kein Zelt. Ah, oh, durch den Sumpf laufen, das sieht vertrauenswürdig aus. Da ist eine Hütte! Stark. Sehr gut, Brox, wir retten dich! Stark, Bruder. Hütte. Dreieck, Bruder. Das ist die Dreieck auf einer Tastatur. Boah, das ist aber eine große Hütte, ne? Das ist eine große Hütte, Bruder. Haus am Sumpf. Jungs, ich check die Kameras in der Zeit auf. Ich hab Medkit, Brox. Boah, du hast Medkit? Sag mal bitte, du hast zwei, Bruder, ich bin auch fast tot. Nein, hab ich nicht. Ich hab einen Spaten, kann ich nicht mitnehmen. Zurück, wir müssen zu Brox schnell. War das alles in der Hütte? Ja, das war alles. Wir müssen zurück. Gar nicht. Jungs, was passiert mit mir? Es wird dunkel, ne? Oh ja. Gewehrmunition, wichtig. Er lässt ja, einfach, Max, er lässt einfach Munition liegen. Ja, ich komme. Sonst stirbt Brox. Ich wollte ihn gleich nochmal abrufen. Ich komm. Wir retten dich, Brox. Kein Soldat wird zurückgelassen. Ey, hier schreiben, Max hat ein Erste-Hilfe-Set. Er kann es dir geben. Ich habe kein Erste-Hilfe-Set, Bruder. Also pass auf, dass es nicht selber ist, ne? 0 von 8 habe ich. Ach, keins. Achso. Hier hat was geraschelt. Max, komm schnell. Hier hat was geraschelt, Digga. Hast du die Signalklappe draußen? Ja, habe ich. Ich werde vom Werwolf locker leicht getroffen. Nein, wir kommen jetzt. Wir sind gleich da. Ich habe beide Beine gebrochen. Es ist so dunkel, ich sehe nichts mehr. Ja, wir kommen jetzt. Wir müssen uns ein Lagerfeuer gleich aufbauen, ne? Ich kann nicht so schnell rennen, Bro. Mach langsam. Boah, ich sag, der nächste Nacht wird schwer, dass ich die überlebe. Den nächsten Angriff werde ich nicht überleben. Tracking-Munition. Wir müssen zurück zum Camp auf jeden Fall, Jungs. Ja, ja, safe. Wenn wir Brox gerettet haben, direkt zurück zum Camp. Ja, direkt zum Camp zurück. Ich werd den nächsten Angriff nicht überleben. Das ist kein Spaß. Wir müssen erstmal... Brox, wir sind hier. Mach langsam, okay. Philipp, lass mich bitte nicht so zurück. Ich kann nicht so schnell rennen. Ja! Ich hab dich gerettet. Wie hast du das geschafft? Ich hab dir Medikit gegeben. Jungs, schnell zum Camp jetzt. Okay, zack, ja, Leute. Einer Signalpistole raus. Ich hab Signalpistole draußen. Ich hab Signalfackel. Du hast Knarre, ne, Brox? Ja, die Knarre hat keine Munition mehr. Ey, Leute, ich hab eine Idee. Jungs, ich hab eine Idee. Ey, lass nicht immer rennen, dass wir, falls er wirklich kommt, dass man dann noch rennen kann. Nicht, dass es dann in dem Moment aufgebraucht ist. Also, du kannst ihn nicht ausrennen, Digga. Das geht nicht. Nein, das ist eh schneller. Ich wollte ihn schon so Jerusalem-mäßig um die Bäume bin ich gelaufen. Nichts gebracht, Digga. Ich hab Parkour gemacht, das bringt alles nichts. Der hat den Baum rausgerissen und mich damit verprügelt, Digga. Scheiße, ich hatte volles Leben, der hat mich voll zerdrückt. Holy moly. Wir müssen mehr Medikits finden. Ja, safe, Bruder. Und die erst benutzen, wenn einer auf dem Boden liegt. Aber wir haben doch schon so gut wie alles von der Map hier erkundet. Also ich glaube nicht, dass wir noch viel finden werden an Medikit. Oh ja, hier ist eine Klippe. Ja moin, nicht runterfallen. Oh mein Gott. Das ist eine gute Frage, ne? Also ich weiß jetzt ehrlich nicht, wo wir hier noch viele Medikits herkriegen sollen. Sag ich dir Real Talk. So. Vielleicht gibt's ja irgendwo ein Krankenhaus. Ja, in einem Nationalpark. Merkst du selbst. Ja. Oh, ein Hund. Wir waren irgendwo ein Hund. Seville. Ist ein Fuchs. Hier ist ein Fuchs, Digga. Seville, komm raus. Seville. Was machen wir jetzt mit dem? Digga, ist einfach Seville. Ey, du. Digga, wer hat den Hund getötet? Digga, du kannst doch nicht einfach einen süßen Fuchs abknallen, Digga. Der hat den einfach abgeknallt. Bruder, ich guck ihm gerade in seine kleinen süßen Augen auf einmal. Boom. Was war? Ja, ich weiß, ich hab mich gerettet. Alter. Also einer meint, Philipp, du sollst mal gucken, ob du die Track-Munition hast, wenn du musst T drücken oder so. T? Ich hab die Track-Munition. Ja? Du hast die, ne? Okay, ich track jetzt, Jungs, ich track jetzt. Ja, wenn einer du nächstes Mal aber siehst, musst du den... Ja, wir tracken den jetzt. Ja, lass erstmal zurück zum Camp, dann schauen wir, wo der ist. Ehrenlos, sagt ihr zu mir, was ehrenlos? Der hat Tollwut, Junge. Der war krank gewesen. Ehrenlos. Ihr habt gar keine Ahnung, was ehrenlos ist.
Das war ein krankes Würstchen. Ich hab ihn von seinen Leiden befreit. Er hat doch gesehen, wie er da gehangen hat. Der sah recht krank aus, Bruder. Übertrieben. Sag mir bitte, dass ein Fuchs so normal ausgesehen hat. Der sah richtig abnormal aus, Digga. Ja. Leute, gibt's noch eine andere Möglichkeit, an Leben zu kommen ohne... So, ich hab aber mittlerweile, glaube ich, gecheckt, wie man hier mit den Sachen agieren kann. Naja. Wie denn? Man muss immer Alt drücken und so runtergehen. Ey, wer hat denn hier das ganze Fleisch rausgenommen? Ich hab Fleisch, Box, warte, Digga. Was muss ich drücken? Hat alles. Ich werde jetzt eine Falle aufstellen. Ja, ich hab Fleisch gelegen. Ja, da müssen wir eine Falle reinmachen, Bruder. Ist jetzt da, ne? Falle. Nein, wir müssen eine Falle... Ah, hier, warte, wir müssen eine Falle platzieren mit Fleisch. Ich hab's noch vertarnt. So, ich werde auch eine Falle mal hier platzieren. Bruder, bist du dumm? Die Falle ist da schon zu. Ja, weil du da reingelaufen bist, vorhin. Hier, komm mal zu mir, ich hab eine neue aufgestellt. Komm mal zu mir. Ja. Okay, warte. Philipp, komm zu mir, ich hab eine neue aufgestellt. Und bitte nicht reinlaufen diesmal. So, hier. Ich pack jetzt Fleisch rein, Digga. Ja, pack da mal Fleisch rein in die Falle. Hä? Geht nicht, ich kann's da nicht reinsetzen. Das liegt irgendwie daneben. Digga, ein Fleisch verfolgt mich! Hey. Ein Fleischstück! Egal, ich leg das rein, dann geht. Guck. Ja, perfekt. Nimm die anderen nebenbei wieder auf. Sehr stark, sehr stark. Ist das billig getan? Egal, gute Falle, Jungs. Ich nehme mal eine Kamera, nehme ich auch mal wieder mit hier. Ja, mach können lieber. Wir irgendwo unterwegs aufstellen. Ja, ich habe Tracking-Munition, wir können ihn jetzt tracken, Jungs. Sehr stark. Hier ist übrigens noch ein Gewehr, ne? Ich würde sagen, wir stellen hier am Camp nur noch eine Kamera auf, weil dann wissen wir auch direkt, dass wenn die Kamera bimmelt, dass er dann am Camp ist oder so, wisst ihr? So, ich werde mal alle die andere Scheiße hier einsammeln. Zack. Oh Gott, warum bin ich jetzt gerade der Einzige, der nachts draußen rumläuft, Bruder? Das kann ja nicht gut enden. Kann man den PC nochmal anmachen hier? Ey Jungs, ich höre was. Ich verstecke mich unterm Tisch. Ich komm erstmal. So. Jungs, ich baue jetzt hier Lagerfeuer. Ja, Bruder, ich verstecke mich. Ich hab Schiss, Digga. Ich kack mir in die Hose und bleib hier einfach drin. Nein, kommt raus. Ich hab, Jungs, ihr müsst immer bei mir bleiben. Ich hab die Tracking-Munition. Ich muss den wegtracken. Wir müssen ihn einmal tracken und dann sehen wir doch, wo der hinrennt. Okay, Kamera! Tag, Digga. Ey, eine Kamera. Nee, vierter Tag. Achso. Er kommt, Jungs. Oh mein Gott. Ich glaube auch, gleich Jungs. Kommt was. Hey! Hört ihr die Musik? Jungs, hier ist ein Werwolf. Oh. Pass auf, Jungs, hier bei der Falle ist das Fleischstück. Also achtet immer mal ein bisschen hier auf die Falle. Oh, Digga, wenn die Musik anfängt, ist ein gutes Zeichen. Die Musik anfängt, ist ein gutes Zeichen. Wenn er kommt, dann sagt, ich track ihn direkt. Ich mach hier auf einen sicheren Abstand. Glaubst du, der Große kann diesmal wirklich durchs Fenster gehen? So, wir checken mal kurz hier die Kameras. Kann ich den Rucksack aufmachen? Nee, ne? Schade. So, Kamera 1. Ja, lock den mal an, Brox. Kamera 5 existiert noch. Puff! Die ist hier oben auf dem Berg. Ja, die ist eigentlich ein bisschen sinnlos. Miau! Und die Kamera 8 ist hier miau, ganz woanders. Miau. Okay. Warte, ich lock den an, okay? Pass auf. Ich bin heute schön in dem Nationalpark. Heute kann mir nichts passieren. Okay, ich muss genau, die Kameras besser platzieren, Leute. Wichtig. Du. Max, du was ein schöner Baum. Ist ja eine riesen Eiche. Und der Sternhimmel. Ach, Prox, du machst jetzt hier gerade den Lockvogel, oder was? Ja, aber du musst mit der Signalzone in der Nähe sein. Ja, bin ich. Ich stelle nur hier gerade eine Kamera neu auf. Och, ich setze mich hier eine hinter uns am Camp, eine vor uns. Ich mache mal eine Pause. Oh. Er kommt. Ich glaube auch, er kommt. Ich mache mal was die Tür zu. Gebracht? Er kommt. Warum schreiben alle X? Sind auf X. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man X drückt. Hat man nichts ausgewählt. Das ist nicht gut, Leute. Die wollen, dass wir sterben, ne? Naja, hier bei mir in der Nähe bleiben, Jungs. Immer zu mir kommen. Hallo. Jungs, ich hab die Track-Munition, ich kann ihn nicht verscheuchen, wenn ihr nicht bei mir kommt. Ja, okay, wir sind da. Oder es ist irgendwas auf uns gelegt, was wir noch nicht haben. Kann auch sein. Oder die pranken uns, weil sie wollen, dass wir sterben. Oder die pranken uns, das kann auch sein. Nicht so schnell. Nein, ihr lügt mit X. Bei X passiert gar nichts, er nimmt gar nichts in die Hand.
Was mit Y? Ey, aber überleg mal, wie oft wir den schon angeschossen haben, wie wenig Leben der erst verloren hat. Ja, wir müssen ihn tracken. Wir müssen ihn tracken. Wir müssen auch seine Höhle suchen. Ja, genau. Seine Höhle. Jungs, schreibt mal in Chat rein, wo er seine Höhle hat. Ja, das ist wirklich eine gute Idee, Leute. Gib ihm Bombe, ja, der ja direkt. Was ist denn, wenn man X drückt? Schreibt mal in Live-Chat. Gar nicht. Alle schreiben, drückt nicht X, ja, keine Ahnung. Was ist? Ich dachte, ich bin hier. Also, Jungs, nach dem nächsten Angriff sehe ich aus wie Prox. Ich habe wirklich kein Leben mehr. Das ist minimal. 10%. Ja. No fishing, also die Angeln sind nicht erlaubt. Ist schon mal gut. Das Bigfoot! Vor uns! Jungs, direkt vor uns! Guck mal vor uns, oh, da lol. Geht er! Da hinten! Da ist er. Schieß ihn mit Tracking-Munition an! Nein! Schieß ihn mit Tracking-Munition an! Ja! Treffer! Stark! Hä? Jawohl, wir sehen ihn hinterher, Jungs! Jetzt abknallen! Sehr nice, wir sind auf Karte! Ihr seht jetzt den roten Punkt unten links, Leute! Wir wissen jetzt, wo er ist! Oh mein Gott! Läuft die Krokodile? Der ist direkt vor uns, Jungs! Ja? Warum ist das da so grün? Er ist hier rechts! Der will uns umlaufen! Angriff von hinten wieder machen. Er müsste genau hier vor mir sein irgendwo. Vielleicht hat er da gerade einen Hirsch, ist der. Jungs, das ist ein Hirsch? Nee, ich glaube, er ist da gerade ein Hirsch oder so. Er macht gerade Pause. Jungs, wir müssen hinterher, ja. Der jagt gerade. Ey, der geht zu unserem Camp, der ist ganz nicht bei unserem Camp. Nein, jetzt will er mit dem Auto losfahren. Er darf nicht mit unser Camp auseinandernehmen. Leute, wollen wir mal durch den Sumpf gehen da vorne, wo wir noch nicht waren? Der hat doch gar keinen Führerschein. Hä? Guck mal, wo der hingeht. Der geht doch in seine Höhle rein. Der geht in seine Höhle. Ach, das da hinten. Okay, nice. Gut zu wissen. Nein, das ist nicht. Nee, glaube ich nicht. Aber lass trotzdem mal dahin. Ja, okay. Glaubst du, der geht jetzt in einen anderen Park kurz, da ein paar Kinder verschrecken? Das kann sein. Sobald er mit Auto. Ey, das Signal ist weg! Ja, das ist ja. Oh mein Gott, er kommt wieder. Nein, er kommt wieder. Jungs, kommt her zu mir! Ja, wir sind zwei weg. Ich bin bei Prox. Ja. Kommt her hier. Er kommt jetzt! Er kommt! Oh mein Gott. Es müsste genau vor uns irgendwo sein. Ich glaube, da ist eine Höhle oder so. Müsste direkt vor uns sein. Er ist direkt vor uns. Straight vor uns. Da! Hab ihn nochmal getrackt! Nein! Oh! Ich mach das! Das dauert so lange! Digga, warum schießt meine Waffe denn nicht, Bruder? Ey, du musst nachladen! Ha, ja! Ey, du bist so schlecht, Digga! Ey, es macht mit dir echt keinen Spaß zu spielen! Ey, es tut mir leid, Bruder! Ich hab die Waffe die ganze Zeit draußen gehabt! Ja, ey, sorry, man denkt, dass die Waffe schießen kann, wenn man die benutzt. Schnell, da vorne ist er, hinterher! Ich hab den Signalfackel, was mach ich damit? Der hat keine Angst davor, ich bin damit geschlagen. Ja, ich hab jetzt nachgeladen, ich bin jetzt bereit, Philipp. Ich hab nur 5 Schüsse, was machen wir damit? Ja, ich bin gleich tot, super! Bringt jetzt auch nichts mehr. Digga. Ja, lass zu der Dreckshöhle gehen und Signalfackeln reinwerfen, dass er sich verpisst. Ist mir jetzt egal. Zu der Dreckshöhle und dann soll er sich verpissen hier. Ey, denkt der hat eigentlich mal mittlerweile unsere Falle? Ist in unsere Falle mal reingelaufen? Lügt ihn irgendwie gar nicht, ne? Ja, ich glaube auch nicht, das ist dieses Fleischstück. Komm, wir gehen jetzt zu der Dreckshöhle. Achso, warte mal, ich bin gerade alleine. Ich hab gar kein Leben mehr, Leute. Ein Angriff ist weg. Ich bin auch ein Angriff weg. Same hier, wir sind alle voll am Arsch. Ja. Du hättest direkt, wo ich getrackt habe, hättest du direkt zack. Der hätte direkt weglaufen müssen, dann hätte ich gewechselt, Munition, pam, jetzt ist der hergeschossen. Ja, ist ja okay. Er ist einfach zu unfähig, Leute. Nicht mal Bigfoot verschrecken kann er. Du bist kein Bigfoot-Schreck, Alter. Bigfoot-Schreck. Ey, Jungs. Oh mein Gott, er kommt. Jungs, der hat unsere Falle verarscht. Das Stake ist weg, aber die Falle ist nicht ausgelöst. Ja, ist richtig so, Digga, weil er schlauer ist als ihr. Ey, Jungs, er kommt straight auf uns zu! Ja, geil, Digga, ich hoffe, der beißt nicht. Ich bin im Waggon. Hier ist wieder ein Fuchs. Ey, Jungs, er kommt gerade straight zu uns. Ja. Kommt in unser Camp rein, kommt ins Camp rein! Nein, ich komm nicht in Camp rein. Nee, wir sind viel weiter weg. Ich bin hier gerade alleine. Er fickt mich gleich. Er nimmt mich gleich hoch. Ja, geil! Er ist genau bei mir, er rennt genau bei mir rum. Oh Gott, da draußen ist er! Kill es! Hab ihn. Okay, wir gehen mal auf die Camps. Digga.
Kameras. Ich brauche Leute, Digga. Cam 1. Schlitz ihn auf. Hier müsst, diese Cam müsst ihr ihn irgendwo sehen gerade. Lungs. Er kommt, Rox, er kommt. Nimm Signalfackel. Signalfackel bringt die 4? Nein, nein. Ich zünd sie an. Pass auf, ich hab Crack, nein. Hier, Signal. Wedel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er stand direkt vor mir. Rox, mit dir kann man arbeiten. Oh mein Gott. Ich hab wichtige Treffer gelandet. Sehr gut. Wedelt, wenn er wedelt, haut er ab, oder was? Ja, wenn du so wedelst. Okay, pass auf, wir machen jetzt Lagerfeuer hier. Seine Höhle ist links unten auf der Map. Leute, weg, ne? Ey, Jungs, er ist doch hier genau vor euch. Nein, er ist gerade weg, Digga. Leute, wie kann ich jetzt Lagerfeuer machen? Wir müssen Fleisch braten. Ich hab ne Idee. Wir müssen Fleisch braten, wie geht das? Servier, wie machst du das? Oh mein Gott, das magst du. Guck gemacht? Einfach auf Stork hinzufügen mit dem weißen Punkt. Warte. Oh lol, da hinten ist ja ein erlegter Elch. Pass auf, guck aufs Lagerfeuer und geh auf guck auf Stock hinzufügen. Können wir jetzt hier Fleisch braten drinne? Lul. Ja, will ich aber hoffen, ne? Kann man hier Get Meat machen? Warte mal. Ich wette, das ist Fleisch. Check Leute, wir brauchen Leben. Wie kriegen wir jetzt Leben wieder? Wir können kein Fleisch braten, Digga. Ich hab mein Fleischstück gerade, glaube ich, gegessen. Krüllt hier die ganze Zeit rum, der Typ hier. Ich hab noch ein Fleischstück gegessen. Ich hab zwei Fleischstücke gegessen, aber wie hast du die gegessen? Bring die Leben? Ja, ess die nicht. Bring kein Leben. Super, ich hab die. Bring wahrscheinlich nur Krankheiten, Alter. Jungs, Bigfoot kommt. Der Tracker geht gleich zu. Wir müssen ihn wieder tracken. Der Tracker ist weg. Oh mein Gott. Der Tracker ist weg. Leute, wir müssen unbedingt Medikits suchen. Ja, Mann. Mit so wenig Leben kommen wir nicht mehr voran. Brox, hast du wieder Signalfackel noch? Ich hab noch Signalfackeln, ja. Ich hab auch jetzt noch einen Schuss geladen. Ja, auf dich verlass ich mich nicht. Digga, ich hab doch jetzt nachgeladen, ist beruhigt dich. Nein. Du kannst nix. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Du bist. Guck mal, kein wie er direkt übertreibt. Du bist kein echter Bigfoot-Jäger. Leute, wir brauchen Medkits, aber ganz schnell, Leute, nichts hier. Okay, Unwetter fängt. Ey. Bigfoot, ey! Blocks hinter dir! Blocks hinter dir! Er kommt! Ich will! Komm! Ich will! Aber auf ihn geschossen, okay, hat ihn nicht gejuckt! Ich will! Oh mein Gott! Schieß doch! Ey, Freunde, ich spiel hier nur mit Idioten! Es wird Bigfoot, es mich mit der Augen! Ich hab ihn noch getroffen! Ich opfer mich, Digga. Ess mich bitte auf. Bruder, ich hab ihn doch angeschossen. Was ist dein Problem, Digga? Nein, ich hatte eine Signalfackel. Bitte ess mich auf, Bigfoot, bitte. Oh mein Gott. Ess mich bitte auf, Digga. Bigfoot, seine Höhle hier. Ich komm jetzt zu dir. Ich hab gleich keine Signalfackel mehr. Wir haben übelst wenig Muni und alles. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Ressourcen. Ja, und der ist nicht mal annähernd der Hälfte des Lebens. Hey, aber ich check auch nicht, warum wir hier so wenig Stuff finden, falsch. Digga. Irgendwas machen wir falsch, ja? Ey, er ist hier straight vor uns. Er kommt, Junge. Er kommt. Wer hat Signalfackel? Ich hab Signalfackel. Draußen. Ich zünd dich schon mal an. Okay, er kommt. Okay, schießt. Oh, ist gegen den Baum gelaufen. Ich fahr, ich wedel rum. Oh, okay, keine Muni mehr. Wo ist der Fettsack? Daneben! Ich auch. Hast du Hütte? Okay, doch, ich hab noch Muni. Besser ist es. Und ich hol mir das mit, Digga, ihr kleinen Fenster. Signalfackel. Signalfackel, sehr gut. Zwar okay. Kein Medkit, aber Signalfackel. Ich hab noch eine Signalfackel, leg noch eine. Oder soll ich Signalfackel-Dude sein? Dann nimm du das, alles gut. Ich bin Signalfackelboy. Und ich habe noch 10 weitere Schüsse erhalten. Signalfackel, okay. Bigfoot ist wieder in uns ran. Ist nur Jungs, von uns erst vor uns. Ich track ihn nochmal, komm. Du hast Signalfackeln jetzt, ne? Rox? Ja. Ich track ihn nochmal, komm her. Komm, ich hab auch nur jetzt zwei, ne? Bevor der Track weg ist. Boah, der ist aber ganz schön flix unterwegs. Ich glaube, den kriegen wir nicht angefangen. Höhle rein. Ja, der rennt gerade irgendwo anders hin. Wir müssen echt mal in seine Höhle finden. Kann ja wohl nicht sein, Digga. Wir brauchen noch. Ich glaube, Höhle finden war voll wichtig, ne? Ja, Höhle finden war wichtig, glaube ich auch, ja. Ich glaube, das ist irgendwo am Rande der Map. Oh, ich hab Hunger, Digga. In Real Life oder jetzt in Bigfoot? In Real Life. Achso, okay. Ich dachte schon, hey, wo kann man denn hier Hunger haben? Aber.
Hier noch irgendwie was anderes. So. Hier ist wieder ein Schild, Jungs. Hier steht No Hunting. Ey, Leute, schreibt mal in den Live-Chat, Jungs, wisst ihr? Jungs, er ist in der Höhle, er ist in der Höhle. Denkt ihr, da ist die Höhle? Ja, er ist in der Höhle, safe, guck mal, er wurde da gerade raus. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Höhle? Hier, guck mal, hier ist der Berg, hier ist der Berg. Er ist safe, okay, in der Höhle. Er kommt jetzt wieder. Pass auf, hat jemand Fackel? Brox, ja. Brox, du Fackel, Stani, wir haben Gewehre. Ich track ihn gleich nochmal. Stark. Ah, Tracker funktioniert immer. Da, er kommt! Ich wedel, bitte funktionier! Okay, er rennt weg. Schießt auf ihn, in den Rücken. Stark. Track. Hinterher! Glaubst du, da oben war die Höhle? Kann sein. Der ist hier. Aber nochmal ein Hit. Sehr gut. Jetzt wird der Jäger zum Gejagten hier. Ja, jetzt guck mal, wie er Angst hat. Jetzt ist er nur noch am Wegrennen vor uns. So machen wir das eben hier. Eben macht er hier noch auf Babo des Waldes, aber jetzt auf einmal Flötenheini wie Hund. Ja, haha. Kann's mal sehen dann. Ja, also laut Philipp müsste ja hier irgendwo die Höhle sein. Ja, eigentlich ist es doof. Er war ja quasi hier drin. Hier war er, ne, aber hier ist keine Höhle. Aber halt doch, Mann. Guck mal. Doch. Climbing, hier kann man klettern. Okay. Hier ist eine Höhle. Hier. Ja. Alter, krasse Höhle. Oder da oben vielleicht. Warte, Jungs. Mal den Parcoursmeister. Ey, wie kommt ihr hoch? Aua. Ich komm nicht hoch. Wir müssen einfach auf dem. Ne, Baum geht auch nicht. Leute, wir müssen ihn gleich nochmal tracken. Lass erstmal wirklich die Höhle von ihm suchen. Das ist wichtig, ganz wichtig ist der. Wie viel Track-Munition hast du noch? 13 Schuss noch. Okay, was sagt der Live-Chat? Weiß schon jemand? Leute, wir trennen uns gerade. Leon schreibt, weiß, wo Höhle ist. Ja, wo denn? Schreibt's einfach mal. Der rennt da hinten rum. Unten, oben, rechts, links, irgendwie so. Okay, er ist genau bei Philipp, oder? Jungs, er kommt zu mir! Komm. Oh mein Gott, wir kommen. Fuck los, Brox. Wir kommen. Ja, warte, ich bin weit weg. Ich mach mal. Oh, er ist bei mir! Nein! Ich wedel rum. Ich bin fast tot. Komm her! Aber ich hab ihm einen guten Hit gegeben. Wo ist er? Ich hab keine Signalfackel. Ich bin einfach noch mehr angeschwemmt. Der ist vor uns, Jungs. Der ist hier vor uns. Der Bigfoot ist so ein kleiner Pisser, er kommt einfach manchmal angerannt, gibt einem einen Hit und haut wieder ab, Digga. Ja, er gibt so eine kleine Ordnungsschelle. Naja, safe. So raus aus meinem Wald und dann haut er wieder ab. Oh mein Gott, ey. Aua! Wie viele Signalfackel hast du noch? Brot? Nicht runterspringen. Oh, gar keine. Hast du noch Signalfackel, Mann? Ich hab noch eine. Soll ich dann der Signalfackelboy sein? Musst du sagen. Ja, musst du. Aber wie killen wir den? Der hat voll viel Leben, Alter. Irgendwas musste man machen, dann hat er voll viel Leben verloren. Ja, wir müssen ihm seine Höhle finden. Ja. Ich weiß doch irgendwas. Weil irgendwas war damals. Ich wette, in seiner Höhle sind Sachen von alten Leuten, die er mal umgenietet hat in seiner Höhle. Da finden wir locker Muni und so. Ich wette es. Höhle ist am Ende. Warte, einer hat mir geschrieben. Höhle ist am Ende der See von dem Berg. Aha. Ah ja. Ach so, einer schreibt bei mir unten links, ZH. Unten links, aber er gibt auch Sinn unten links irgendwie. Leute, unten links hier oder was? Unten links auf der Karte. Lass mal auf Map schauen. Neben der Zuflucht, wo ist von der Zuflucht die Höhle? Unten links. Ja, hier unten links. Irgendwo da unten. Ja, lass mal da runterlaufen, Jungs. Ja, okay, komm. Das ergibt doch. Oh, ich glaube, er kommt wieder, oder? Kommt er wieder? Ja, er kommt wieder. Egal, wir laufen. Ich hab Signalfackel draußen. Ja. Ich glaube, wenn wir viele Hits gehen, haut er auch ab. Ich bin hier gut auf dem Berg. Ich bin auch gut auf dem Berg. Okay. Jungs, ich bin tot, ne? Ey, Jungs, wo seid ihr? Komm zu uns, wir sind hier auf Berg. Ich komm hier nicht hoch. Er nimmt mich jetzt hoch, Digga. Nein, komm, alles gut. Komm. Wir gehen jetzt zu der Höhle, Bruder, komm. Ja, ist so, wir gehen jetzt dahin. Zuflucht. Also ich glaube auch, dass die links ist, weil rechts ist halt eh unser Camp. Also entweder... Komm, hier eigentlich nicht hoch, scheiße. Die Bärenfallen machen viel Schaden, haben wir hier geschrieben. Ja, stimmt, Digga, die Bärenfallen haben echt viel Schaden immer gemacht. Guck mal, wie viele Fallen... Ich hab noch eine Falle parat, können wir in seiner Höhle aufstellen? Stimmt, in der Höhle haben wir die Fallen aufgestellt. Guck mal hier, ich baue hier noch eine Falle hin. Stark. Aber warum kann man hier... Ach, hier, Fleisch kann man reinlegen. Genau, stark, Philipp, sehr schön. Könnt ihr es tarnen, Digga?
Ja, ja. Fahren wir? Ja, fahren. Sie haben diesen Eintrag nicht. Nein, nee, nein, nein, nicht. Nein, 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 ich, nein, ich hab Signalfackel angemacht. Fuck. Ich hab Signalwerfer noch. Nee, ich hab keine Muni mehr. Ich bin am Arsch. Okay, jetzt sind wir lost, Bruder. Nein. Außersehen auf Knopf. Max, du bist zu lost, Leute. Sorry. Oh Gott. Warte mal, Jungs. Er kommt gleich, er kommt gleich, er kommt gleich. Schießt alle auf ihn. Ich werde es eh nicht schaffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Signalfaktor ist aus. Das war's schon wieder. Digga. Das war's schon wieder komplett, Digga. Warum? Wie kann man denn die Büsche... Nee, okay, alles gut, Jungs. Ich hab noch eine. Alles gut, Jungs. Ich hab noch eine. Okay. Wie kann man die Büsche denn hier abmachen, dass ich jetzt fahren kann, Diggi? Mit dem Messer oder was? Nee. Ich glaub, du brauchst Äste oder so. Ey, Jungs, Jungs, Jungs. Er ist hier. Stock. Er ist hier. Tada. Ich glaube, ist da unten, oder? Der ist da unten irgendwo. Hier muss er sein, irgendwo im Sumpf. Ich glaube, er trinkt. Mach grad Trinkpause. Ja, er muss irgendwo unten sein. Er ist irgendwo hier unten. Machen wir eure Lichter aus. Er ist weg. Nee, er steht da unten, oder? Wo? Busch? Nee, es ist ein Busch. Auf einmal roter Punkt hinter uns. Oh mein Gott. Das war krank. Ja, roter Punkt ist weg. Tracker ist weg. Jetzt sind sie sich rausgerissen. Okay, Jungs, komm, lass weiter. Lass mal wirklich zur Höhle gehen. Ich glaube, ansonsten, ich glaube, die Höhle ist Game Changer, Bruder. Real Talk. Ja, warte, ich muss ja mal die Falle verstecken noch. Bruder, wo hast denn diese Äste her, Rocks? Von einem Baum oder was? Nee, die lagen da halt einfach irgendwie. Guck mal, vielleicht. Hier, so kleine Büsche. Hier bei mir ist Ast. Kannst du Ast aufnehmen? Oh ja, genau die. Guck mal, hier diese kleinen Büsche. Ja, aber wir müssen jetzt einmal die Falle tarnen, dass der vielleicht reinrennt. Ja, wichtig. Ja, ich hab jetzt ganz viele. Ich tarn die jetzt mal. Stark. Okay, sehr gut, sehr gut. Das lassen wir so. Okay, Jungs, wir gehen jetzt unten links lang. Wir gehen jetzt zur Höhle. Hölle. Oh, nächster Tag. Tag 5, der wird immer böser jetzt. Na, langsam ist er richtig abgefuckt, weil wir in seiner... Warte, einer meint oben links, also Westen von dir auf dem Berg, ist seine Höhle. Auf dem Berg. Dankeschön, Leon, neuer VIP, was geht ab? Jungs, lass mich hier rüber schwimmen. Ja. Boah, ich hoffe, der kann nicht schwimmen. Damals war doch auch die Höhle oben rechts, oben links. Beim Sumpf. Ja, glaube ich auch, ja. Oben links noch. Oben beim links? Sumpf, ne? Ja, hier, guck mal. Jetzt gehen wir aber nach unten links gerade. Ja, ist ja, egal, aber vielleicht ist hier noch ein Medkit oder so irgendwo. Na gut. Na, lass erstmal unten links gehen. Dann gehen wir oben links. Ja, da ist ein Boot. Ach, boah. Hier ist ein Boot, ja. Hier sind die Vermissten, Leute. Hier hat er zugeschlagen, Bigfoot. Ja, hier waren die Vermissten. Hier werden irgendwo, denke ich mal, die anderen Leichen liegen von denen. Ah. Die hier gecampt haben. Kajak. Guck mal hier das Dings ab. Das werden irgendwo oder? Sein. Der hat die irgendwie auseinandergenommen. Naja, aber so richtig. Kein Fischen. Ich sehe nichts. Ich glaube, es ist echt oben links. Ja, ich glaube auch oben links. Ich weiß auch wo, glaube ich. Aber sollen wir jetzt trotzdem erstmal unten links gehen oder direkt oben links? Nee, okay, einer schreibt jetzt, die Höhle ist im unteren Teil der Map. Da liegt eine Drohne mit wenig Batterie, aber da ist ein Ersatz. Fleisch und zwei Medkits. Hä? Ja. Aber es kann doch sein, es ist doch ein neues Update. Vielleicht haben die auch was neu gemacht hier. Kann auch wirklich sein. Oh, hier sind Zelte. Oh mein Gott. Touristencamp. Oh nice. Falle. Nachtsichtkamera. Erste Hilfe. Ich hab eine Nachtsichtkamera. Nice. Oh, Nachtsichtkamera stark vielleicht. Mit Batterie und so. Platzier mal eine Falle, Brox. Noch eine Nachtsichtkamera, Alite, Jungs. Nice, Jungs. Oh mein Gott. Ah, ich hab dir das Medkit gegönnt. Oh mein Gott, was für ein geiles Lager hier, Chichi. Ehrenhaft. Sind hier noch mehr Medkits? Ich höre was. Ich höre auch was ist das? Radio angemacht. Ach, Radio. Okay. Habt ihr noch mehr Medkits? Ich hab noch eins, kann ich dir das irgendwie droppen? Boah, guck mal, den hat er auch hier hochgenommen. Ja, Du kannst guck mich an und dann gib ihm das heilen. Heil geben. Oder Eintrag geben. Mit Eden. Vielleicht war das doch. Wie viele Medkits waren jetzt hier? Ich hab ein Medkit gefunden. Okay. Anzahl 1 übergeben, jetzt. Und du hast ein Medkit gefunden, Max? Hey, ich hab jetzt 2, Digga. Hat's geklappt?
Hast du noch eins, Max? Ich hab immer noch eins, ja. Hey, gib ich mal hab rein, jetzt zwei. Digga, wir haben Duplizierglitch gemacht. Okay, warte. Hier, übergeben, Auswahl. Heil einfach, heil einfach. Eins. Achso, ja, ich hab sie jetzt übergeben. Okay, ich heile mich jetzt auch. Haben wir auch wieder. Oh, wieder voll. Wir werden jetzt mal das Nachtsichtgerät ausprobieren, Leute. Aber das war, hier ist noch eine Nachtsichtkamera, ne? Wo denn? Hier, direkt vor mir. Hier. Mit Batterien. Nachtsichtkamera. Oha! LOL! Oha, das ist diese anders gruselige Perspektive. Hier ist aber noch eine Lampe, die ich aktivieren kann. Krass, okay, Nachtsichtkamera. Ja, du musst noch die Batterien nehmen, ne, Philipp? Kamera-Akku. Hab ich doch die Batterien. Hab ich. Ah. Na gut. So, let's go. Aber wo sind die Leute? Wir müssen die Leute finden. Kann man die Lampen aktivieren? Jungs, ich werde hier bei dem Camp auch mal eine Kamera aufstellen. Dann kann ich mich hier reinlegen? Hier kann man die ganzen Lichter aktivieren, Jungs. Stark. Ja, lass aber jetzt erstmal bei Bigfoot in die Höhle gehen, würde ich sagen. Ja, klingt gut. Weil hier haben wir jetzt das Camp hochgenommen, wir haben jetzt full live. Und ich habe jetzt nochmal Tracker-Muni, wenn er kommt, wir müssen auch auf den schießen. Ich glaube, wenn wir ein paar Schüsse auf den geben, dann haut der auch ab. Das okay. Camp war ganz, Jungs, ganz wichtig. Weg. Warte. Ganz wichtiges Camp hier. Oh ja, seid voll weg. Jungs, ist so schnell. Ich glaube, Leute, es dauert nicht mehr lang, dann nehmen wir den hoch. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, die Fallen haben echt viel gebracht damals. Ja, die Fallen haben richtig viel gebracht. Seine Höhle ist oben links Nordwesten. Es waren die Fallen. Ja, ich weiß, es waren die Fallen, aber warum rennt er nicht in die Falle rein? Das ist die Frage. Links vom Sumpfhaus, okay. Ja, der ist zu schlau, Digga. Ihr denkt, Bigfoot ist dumm. Ja. Ja, wenn wir an seiner Höhle sind, platzieren auf jeden Fall deine Kamera. Bigfoot ist einfach dein Bruder, Junge. Das Ding ist einfach nur, Leute mit einem 3er-IQ laufen in die Fallen rein. Standardskill. Aber Bigfoot ist nicht so schlau. LOL! Ich bin gerade. Ey, wie viel Schaden hat das gerade gemacht? Oh mein Gott. LOL. Ey! Er kommt hier. Nee, kommt er? Nee, kommt nicht. Ey, Digga, Fallschaden macht ja so viel Schaden. Also einer muss entweder Signalfackel draußen haben. Ich hab Signalfackel draußen. Okay, ich hab normale Gewehrmunition. Also okay. Einer schreit die ganze Zeit, ist oben links. Ja, ich weiß, wo es ist. Wir gehen jetzt oben links hin. Zur Bigfoot-Höhle. Ja. Wir pümmeln nämlich hier die ganze Zeit rum. Dann werden wir den Paulberger schnappen, Junge. Den werden wir jetzt richtig hochnehmen. Wir werden seine Höhle abfackeln, Leute. Er hat kein Zuhause mehr und dann wird er noch mehr saurer. Und dann muss er unter der Brücke. Einer schreibt sogar, jetzt ist legit, Digga. Also, hier, wie heißt es? Mitglied schreibt, Höhle ist oben links, hab grad nachgeschaut. Okay, wenn es ein Mitglied schreibt, also, dann. Bruder, ich vertraue auch auf ihn. Ja, doch, es war damals schon oben links gewesen, glaube ich. Ja, auf jeden, das weiß ich auch noch. Und vor allem beim Summen. Ich weiß nicht mehr. Aber wir haben noch nicht alle Leichen gefunden. Aber ist egal. Wir müssen erstmal die Höhle, weil in der Höhle wird bestimmt auch. Ja, Digga, die Leichen sind doch los. Scheiß drauf. Leichen können. Nein, ich will meine Kumpels. Den Leichen kannst du aber auch nicht mehr helfen. Onkel Berndi und alle, wie gesagt. Wir können nur verhindern, dass nur noch mehr Tote gibt. Ja. Oh, warte. Dafür müssen wir Bigfoot ausschalten. Ey, ich will durchgehen sprinten können. Ja, safe. Aber die Karte ist echt groß geworden. Das Ding ist einfach. So eine Schneekarte geben, ne? Boah. Ja, genau. Wollen wir hier Bigfoot killen? Sollen wir dann die Schneekarte ausprobieren? Wenn es Hype Energy in dem Spiel geben würde, könnte man auch über die ganze Map rennen. Huh. Ist also, wenn wir heute holen, können wir nächstes Mal einfach die Schneekarte nehmen. Wahrscheinlich noch viel schwerer. Ja, die Schneekarte soll schwieriger sein, ne Freunde? Egal, ich glaub, jetzt hier. Längst, glaub ich habe auch mittlerweile gar keine Angst mehr vor Bigfoot. Nee, Digga, Bigfoot ist einfach ein kleiner Pisser. Bigfoot ist irgendwie so random geworden. Du hast recht, ist ein Steg. Digga, ja, er kommt auch nicht mehr, der traut sich auch gar nicht mehr. Nee, der hat wirklich. Der hat ein paar Mal Digga, kassiert, Bigfoot dann kommt er nicht mehr. Er stinkt einfach. Stinkt nach Hundescheiße, Alter. Er stinkt einfach wie Stinkstudio. LOL. Vorne, Digga. Der nächste. Gordon Cooper. Boah, was hat der mit seinem Kopf gemacht, Digga? Ey, der hat mich voll aufgerissen, der Arme. Krank. Okay, wir sind auf der richtigen Spur, Leute. Ich riech das. Kranke riech das Scheiße. Auch. Hier oben links. Das riecht nach Gewinnen. Kamera hat getrackt. Eine Kamera hat getrackt. Ja. Bigfoot ist wieder auf der Jagd, Jungs. Kann sein, dass er hinter uns ist bei Kamera 6, oh, ne? Oh, guck mal hier den Wald an. Oha, das sieht ein bisschen verdächtig aus. Das sieht mir gar nicht geheuer aus. Das sieht nicht normal aus, ja. Ich glaube, hier war er ein bisschen wütend.
Oha, er hat einfach die Bäume rausgerissen. Ja, Leute, ich weiß ja, dass ich 2 Millionen Abos geknackt habe. Danke. Hast du, Digga? Ja, Digga. Ich hab dich schon gratuliert, da merkt man, wie schmutzig der auf die WhatsApp-Nachrichten von einem reagiert. Ich hab doch drauf reagiert, bist du so doof? Ja, nee, was gedacht. Sagt der, mich vorhin 30 Mal nicht zurückgerufen hab, als ich im Notfall. Ich hab mit Vlox telefoniert, weil er sein Mikrofon eingestellt hat. Ja, und nicht mal schreiben kannst du mir dann. Hä? Ja, so ein Freund bist du, alles gut. Ist ja, okay, über, okay. Haben wir ja gesehen bei. Richtige Beziehung, ja. Haben wir ja gesehen beim Freundschaftstest, wer ein guter Freund ist. Ja, Bruder, wenn du aber auch Prank-Sachen stellst, Digga. Nee, mehr zu sag ich da nichts, Digga. Aber okay. Bei einer Frage, was würdest du als erstes machen, wenn du 100 Millionen willst, einen Döner kaufen? Ja, ist okay. Ah, welche meinen, nur Headshots sollen wir probieren? Ja. Das sieht aber echt nach Höhlengebiet. Oh, guck mal hier. Nochmal Menschen. Ah, ne, okay, ich dachte, es wären so gleiche Teile. Die Dinger hier, ne? Das waren aber hier oben links, ja, das, hier waren wir doch gerade schon gewesen. Hier hab ich auch gedacht. Hier. Glaubst du safe? Ja, hier ist die Höhle irgendwo. Hier ist er! Ich mach Signal. Signalfackel, soll ich anmachen? Oh Gott. Ja. Warte. Er kommt, glaube ich, hochgelaufen jetzt. Hier ist eine Höhle. Wenn er kommt, er kommt von unten. Signalfackel ist an. Oh mein Gott. Warum tötet er mich denn? Mann, ich bin schon wieder tot. Ich bin auch tot. Digga, er rastet jetzt komplett aus, ne? Er ist richtig sauer, weil wir bei ihm vor der Höhle sind. Ja, ich bin tot. Ich hab noch ein Medikit. Ich kann's aber nicht nehmen. Ich bin auch tot. Bruder, was? Ey, ich hatte Full Life, Digga. Ich auch. Er hat mir einfach einen One-Shot gegeben. Jungs. Hast du noch ein Medikit? Ich hab nämlich noch wenn eins. Wenn du noch eins hast, können wir uns alle hochziehen, weil dann Prox gehen. Ich hab meins geteilt, Digga. Ah, scheiße. Kann ich nicht heilen. Bruder. Was halt, wann gibt der denn One-Hits, Digga? Er hat mir wirklich die Nackenschelle auf Doom gegeben, Bruder. Digga, ich bin einfach schon mit Bigfoot per Du, Digga. Alter, Philipp, da sind so zwei Tische. Ist da ein Liter für jemand? Ich guck. Was war das denn? Vor allem, ich hatte noch Signalfackel vor ihm aufgemacht und er gibt mir einfach BAM, Punch. Hast du gewedelt? Ja, Digga. Nein, er hat nicht gewedelt. Ich hab aber vor ihm mit der Signalfackel stand und er puncht mich weg. Und ist da was auf dem Tisch? Ist doch egal, ob ich gewedelt hab oder nicht, aber es hat die draußen. Nein, du musst wedeln. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, Max, brauchst du was nicht spielen, wenn er nichts kann. Digga, gib mir eure Ausrüstung. Ich kann ihn nicht geben. Wieder nicht, mein Tod. Bruder, du musst uns retten. Du musst uns retten, Digga. Muss liegen, Digga. Wo ist die Höhle hier? Vielleicht ja, in Bigfoots Höhle kannst du was finden, ja. Ja, wo ist Bigfoots Höhle hier, Leute? Leute, jetzt müsst ihr uns helfen. Wo ist die Höhle hier? So, Leute, nimmt's mir nicht übel, aber so viel Eigenwerbung im Chat, ich mache jetzt only Member-Chat an, ist mir jetzt egal. Wo ist die Höhle hier? Bruder, was war das bitte gerade für ein Punch, den er mir gegeben hat? Er hat mir einfach die Ehre genommen. Weiter, ja, hör, mein Blizzard-Account wurde gerade gehackt, Bruder. Das hat er doch gar nicht. Ja, moin. Nach links, okay. Er hat anscheinend sogar irgendwie den Code bekommen, Digga, der geschickt wurde. Lul. Neulich hat die ganze Zeit jemand versucht, mein Instagram zu hacken, Digga. Er hat einfach den Code, den ich per E-Mail bekommen habe. Oh, okay, dann würde ich mir Gedanken machen, Brooks. Jurex, grüß dich, Digga. Wir sind hier gerade auf Bigfoot-Jagd. Ich hab seine Höhle. Ja? Ich hab seine Höhle. Ja? Carry sehr gut, uns. Sehr gut. Oh Gott, hier sind ganz viele tote Menschen. Ah, ich kann den nicht. Hier ist ein Medkit. Oh Gott, okay, Bigfoot ist richtig weit weg, easy. Hier ist ein Medkit, Jungs. Sind da zwei? Oh, geil. Zwei? Komm. Hier sind zwei Medkits. Komm, Digga. Hier ist nur ein Medkit. Ach du Scheiße, Digga, hier sind richtig Malereien. Oh Mann. Ich verstehe nicht, warum er mich mit Full Life weggepuncht hat. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich check das auch nicht.
Es geht wirklich Leute. Nicht in meinen Kopf rein. Ich hole jetzt einen von euch. Wer hat noch Signalfackel? Ich hole denjenigen mit Signalfackel. Ich hab 3 Stück. Ich hab keine. Ich weiß nicht, ob ich Maxi überhaupt cool, weil der macht mir eine Scheiße. Nein, wer hat nicht einer von euch noch Medkit? Nee. Du hast mich. Ich hab meinen Spot zu gemacht, bitte. Korrekt, Ehre. Warte mal, ich guck mal. Na, scheiße, 0. Warte, Prox. Nee, wir haben die Höhle gefunden. Was erstmal, wir killen erstmal Prox hoch. Was ist jetzt mit mir? Ja, wir holen dich jetzt dann. Wir retten dich gleich. Dann schauen wir weiter. Oh, aber eine Falle hast du nicht gelegt in der Höhle, oder? Nein, ich habe eine Falle noch. Ich habe keine Falle. Egal, machen wir gleich. Wir gehen gleich zusammen nochmal. Wer hat denn die ganzen Fallen von uns? Ich hatte 3 Fallen noch. Ich hab noch eine. Die werden wir gleich in seiner Höhle aufstellen. Ich bin in keine Falle reingerannt, Leute. Alter, warum rennt der nicht in die Falle rein? Er ist zu schlau. Aber, Philipp. Damit ich es nicht gleich wieder falsch mache, wenn ich die Signalfackel anmache, auf welcher Taste wedle ich damit hin und her? Rechts, Linksklick, ne? Brock? Ja, auf Linksklick macht man die an. Linksklick, ja. Und dann einfach nochmal Linksklick, wenn die an ist. Okay. Linksklick die ganze drücken. Okay. Hey, hier sind voll komische Geräusche. Ja, wir suchen jetzt nicht. Oh. Alien-Geräusche oder so. Fallschaden musst du aufpassen, Bruder. Oh, oh mein Gott, der hat Kamera 3 und 4 weggenockt. Und 6 auch und 7 auch? Ja, nee, die hab ich nicht. Ich hab auch viele weggemacht. Um die neu aufzustellen. Ja, wir suchen gerade noch Medkit, Leute, für Brock. Es gibt auf der Map eine Armbrust. Lol. Im neuesten Update. Okay. Die kann man nicht wiederbeleben. Ja, wir brauchen Medkit leider. Aber wir werden kein Medkit mehr finden, schätze ich. Ja, doch, stopp, irgendeine Station, irgendein aber Lager. Aber der hat voll wenig Schaden bekommen, das ist halt nicht was, was ich verstehe, Alter. Irgendwas werden wir hier noch finden, Bruder. Ich fliege jetzt mit der Drohne, Digga. Connection, ey, lass mal hier diesen Weg rausgehen, ich glaube, da ist bestimmt noch ein Medkit. Ey, Elias hier ist ein VIP von mir, der hat mir einen übelst guten Tipp gerade gegeben. Er hat geschrieben, nachdem er 2 Spieler getötet hat, geht Bigfoot immer zum Lager und zerstört es. Leute. Zerstört es? Ja, was ist das für ein guter Tipp? Hier ist, Dings hier. Hier ist ein Medkit, hier ist ein Aussichtsturm. Oh, nice. Oh, bitte. Bitte, bitte. Aber pass auf, Max, hier könnte Bigfoot gleich kommen, ne? Nee, ich steh hier mit Signalfackel parat. Nee. Ich drück schon Knöpfe, Leute. Passiert nix. Oder ist hier noch irgendwas? Nee, ist nur Gewehrmunition. Scheiße, Digga. Oh. Ey, Max, lass mal hier links den Weg gleich hochgehen, ja? Ja, safe. Ich glaub, da könnte noch was sein. Das Fleisch hinter die Falle legen? Das geht auch nicht. Oh, warte. Ich drücke schon die ganze Zeit. Aber der ist auch sonst viel öfters in die Falle reingerannt. Knacks, Dankeschön. Ja. Herzlich willkommen in der Army. Oh, Leute, hier ist ein Toter. Müssen wir, die Falle auch irgendwie, keine Ahnung, im Lager mehr platzieren oder so. Dass der da rein. Warte mal, Philipp, ich laufe hier gerade so ein bisschen Offroad. Weil, in der Hoffnung, dass hier irgendwas ist. Nein, wir müssen hier hoch, Digga. Bei mir hier links den Weg, guck mal den Weg hier hoch. Okay, ich komme. Die Mission ist einfach, wir haben gerade mal 2 von 4 von den Menschen gefunden, ne? Ja, deswegen, wir laufen immer nur die Wege entlang, wir müssen auch ein bisschen Offroad mal schauen. Nein, aber hier hinten ist so ein Außenweg. Also hier sind echt komische Geräusche, Mann. Mit irgendwie sich einen Alien connecten wollen. Noch einen Angriff werden wir auch, glaube ich, gar nicht überleben. Der vor allem, weil er bei Full Life einen weghaut. Das habe ich auch nicht verstanden gerade. Okay, einer meint, man kann das Fleisch hinter die Falle legen. Philipp, wo bist du? Falle Tarn haben wir auch schon gemacht. Ja, hier ist nichts. Nee, ich habe kein Medikit, Leute. Scheiße. Ey, das ist scheiße, Brox. Wir können hier, guck mal, lass mal hier noch den. Warte mal, hier ist was. Da ist doch was, ja. Ja, hier könnte Medikit sein. Oh, hier ist auf jeden Fall noch eine Falle. Oh, stark. Hier ist einfach so ein Tisch, aber... Ey, ich werde die Falle hier auch gleich platzieren, ja? Und ich werde es auch direkt probieren. Sollen wir uns die Falle nicht lieber aufspannen für die Höhlen? Nein. Okay. Der Tarnen, Digga.
Er klaut auch Kameras, lol. Er ist ja richtiger Kleptomane, wenn er auch Kameras klaut. Habt ihr eine Cam in die Höhle gestellt? Nee, ne? Naja, das wollten wir jetzt eigentlich alles machen. Wir versuchen dich gerade erstmal zu carryen. Okay. Ich habe jetzt eine Falle und daneben Fleisch gelegt. Vielleicht rennt er rein, keine Ahnung. Ja, aber dann musst du die noch tarnen. Also ich werde ein die Lager werden. Oder das Fleisch das tarnen. Funktionieren. Ja, die Falle habe ich getarnt, aber das Fleisch habe ich einfach daneben gelegt. Das wäre nice, wenn er jetzt einfach reinrennt, zack, die Falle zuschnappt. Ja, ne? Weil ich weiß auch noch damals, Alter, die Falle hat richtig Damage gemacht bei ihm. Freunde, die Fallen haben wirklich alles, die Fallen haben wirklich alles gebracht. Ja, ja, safe. Ja, die haben mich carried. Wenn ihr bei euch im Lager guckt, gibt es ein Käfig. Käfig, ne? Eine Ja, Käfig, ja, das Käfig. Beim Käfig gibt's Medkits. Beim Autokäfig. Ja, hat mir jemand geschrieben. Beim Auto. Ja, aber alles von hier, hier haben wir noch alles abgesucht. Ja, wenn nicht, gehen wir gleich mal zurück zur Base. Ich hab mich eh gewundert, warum da nur so wenig Medkits am Anfang lagen. Alles ist leer, wir gehen ja hier jetzt eh gerade zum Auto zurück. Ja, wir schauen sofort, aber wenn dann ein guter Tipp, Leute. Kann ich. Das Ding ist, hier ist kein Käfig. Ja, stimmt, das diesmal ist irgendwie kein Käfig mehr. Dafür hatten wir doch, den kann man doch abdecken. Oder? Ich gucke hier auf der Kamera, hier ist kein Käfig. Früher gab es auf jeden Fall einen, da habe ich mich versteckt. Das weiß ich noch. Ey, wo ist denn hier so ein Lager? Die Leichen. Wo sind die Leichen, Leute? Wo sind die Leichen, Leute? Ja, Elias, wie gesagt, irgendwie bei dem neuesten Update-Gefühl gibt es irgendwie gar keinen Käfig mehr, deswegen. Weiß ich jetzt. Eigentlich müsste ich mir jetzt Cocktailwürste, wenn ich wenigstens sterbe, Digga. Kannst du eigentlich verbluten? Ja, das weiß ich nicht. Wollen wir mal nicht hoffen, ne? Stell dir mal vor, Bigfoot kommt jetzt angelaufen und pisst dir einfach ins Gesicht. Du liegst so da. Zutrauen. Er pisst dich einfach an. Okay, Day 6. Oh, er ist auf der Kamera gesichtet worden? Nee, Day 6. Tag 6. Achso, oh, schade, Day. Ich dachte, ich habe jetzt mal wenigstens. Aber hier ist die Falle auch noch, oder ist das die Falle, wo ich reingerannt bin? Das war die, wo du am Anfang reingerannt bist. Man hätte mal. Weißt du, was der Pro-Tipp ist? Falle und dann eine Kamera. Es gibt wirklich keinen Käfig mehr, Digga. Nö. Ja. Es gibt wirklich keinen Käfig mehr. Falle und Kamera, Schärfe. Ja, ich sehe euch. Leute, es gibt gar keinen Käfig mehr. Vielleicht hier im Auto hinten oder so. Und das Problem ist, wir haben kein Medkit mehr. Oh, wir sind so am Arsch, Digga. Was wir jetzt versuchen könnten. Hast du wirklich in der gesamten Höhle von Bigfoot geschaut und da war nichts mehr? Da war nichts mehr. Ich spiel ein bisschen zur Beruhigung Gitarre, dass Bigfoot sich beruhigt. Ich gucke jetzt in der Zeit nach Tipps. Bigfoot. Game. Tipps. Bruder, ich sag die Real Talk, wir sind eher am Arsch. Wir sind am Arsch wirklich jetzt. Ich laufe hier einfach gerade ein bisschen nachts allein durch den dunklen Wald. Sehr vertrauenswürdig. Aber für Prox suche ich hier Medkits. Hinten am Wohnwagen ist eine Tür. Ja, das stimmt, da war eine Tür. Da ist doch keine Tür hier, Bruder, hä? Hey? Jetzt hab ich Angst, alleine hier rumzulaufen. So, es 3 bis 5 Kameras in der Nähe des Wohnwagens. Ich fahr einfach mit dem Auto weg jetzt. Nee, hier ist noch nichts mehr. Oh, das ist auch eine gute Idee, auf diese toten Hirschen und so, auf so tote Tiere die Kameras zu platzieren. Man soll auch noch Medizin finden können. Okay. Das füllt Hälfte des Lebens auf. Obwohl, nee, steht ja gar nicht mehr. Das wurde, glaube ich, ersetzt mit Medikit. Max, ich glaube, der greift mich wieder an. Lass mal hier, guck mal, da in der Mitte haben die noch nicht alles abgesucht beim Haussumpf. Beim Sumpf vielleicht noch. Ja, kann sein. Da ist echt noch sehr wenig. Noch sehr wenig entdecktes Gebiet hier. Vielleicht beim Haussumpf. Ah. Je.
weniger Leben Bigfoot hat, desto aggressiver wird er. Ja, sehr schön. Und ja, allein jetzt macht er uns schon so fertig. Der haut uns komplett weg, Digga. Du hast die Fackel, ne? Da hol ich jetzt erstmal Signal-Munition wieder rein. Hast du die Fackel immer parat, immer draußen. Ne, in der Bigfoot-Höhle war nichts mehr gewesen, aber nur so ein paar Leichen gewesen, aber ansonsten... Das war doch der Käfig, das ist der kleine Käfig denn drauf, oder was? Nein, der Käfig war größer immer. Ja, damals war der Käfig. Da bin ich doch damals immer, da bin ich doch reingegangen, hab Weißstudio ausgesperrt. Ja, genau. Weißt du noch, genau. Also hier waren wir schon mal. Ja, ich glaube, wir waren so gut wie überall schon mal. Ja, wir haben auch nicht alle Leichnam gefunden. Ich glaube, das ist ganz gut hier. Die Seite. Oh, es raschelt hier. Kann doch nicht angehen. Ey, wir sind hier gerade so lost unterwegs, wir finden einfach nichts. Weg, wo du es einfach entgegen, dann sagst du Real Talk. Ich dachte eigentlich mit euch schaffen. Oh! Ey, ich hab mich gerade wegen dem Baumstumpf erschrocken, Alter. Was ist da los? Also welche meinen hinten am Wohnwagen ist der Käfig? Ja, früher, aber irgendwie jetzt nicht mehr. Hinten am Wohnwagen? Hä, hey, ich war doch gerade beim Wohnwagen, Leute, da war kein Käfig. Das war früher ein richtig großes Teil. Hinten dran ist auch so ein Bigfoot-Zeichen. Keine Ahnung. Da war früher ein richtig großes Teil, Digga. Hier, guck mal, hier so ein bisschen am Sumpf. Hm. Aber ich glaube, wir haben eigentlich noch nicht alle Häuser gefunden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir schon alles gefunden haben. Aber ich frage mich auch, wo Bigfoot gerade sich rumtreibt. Real Talk jetzt. Ja, der hat gerade auch gar keinen Bock mehr, ne? Vor wie lange wir ihn schon nicht gesehen haben. Guck mal, da vor uns ist irgendwie... Ist da irgendwas? Hm. Jetzt sind wir schon fast wieder bei Brox. Leute. Hinten in der Tür ist der Käfig. Okay. Ach so, vielleicht können wir den Käfig erst später auspacken, wenn er weniger Leben hat oder so, weißt du? Oder wenn wir ihn gekillt haben, packen sie den dann aus oder bauen den auf oder so. Nur noch 5 Minuten, dann stirbst du. Wahrscheinlich, oder? Ja, wir werden wahrscheinlich auch der sterben, Leute. Ja, wo ist denn der Typ? Ich hab keine Ahnung. Gar keine Action hier. Hm. Leute, wo treibt sich dieser Idiot rum, Alter? Jetzt auf einmal eben macht er hier richtig Hackmack auf Welle und jetzt auf einmal hat er. Ja, jetzt hat er Muffins. Champ-Champ-Schelle, Digga. Man hat ja aber auch echt keine Tipps, ne? Die Tipps sind echt alle scheiße. Jo, ich dachte, hier kommt so ein Guide wie The Forest oder so. Nee. Philipp, wo waren die Höhle von dem? Schade, ist Leute. Ist doch markiert aber gerade. Ah, ja, stimmt. Falle macht seit Update wenig Schaden. Ah, nice. Ja, ihr habt aber auch schlecht gespielt, Digga. Ihr habt ein paar Mal reingefehlt, besonders einige Leute hier. Oh, ich höre ihn, Bruder. Ich höre ihn. Warte, ich komm zu dir. Oh Gott, er ist da oben. Aus seiner Höhle kommen die Geräusche. Okay, warte, ich komm zu dir. Vielleicht ist er gerade in der Höhle. Ja, hier in der Nähe höre ich ihn schon. Ja, komm mal. Oh, er ist direkt vor mir! Ja. Er ist direkt vor mir! Max, renn zu mir! Er guckt mich an! Der will deinen Leichnam fressen. Ja, Bruder, ich glaube, du bist ja die Klippe unten, oder? Komm, wir werden ihn bei seiner Höhle jetzt überraschen. Leute, er ist direkt vor mir, er bewegt sich nicht. Komm, ich glaube, er kackt oder so. Ja. Warte, gib ihn Headshot gleich. Lack, ist er immer noch bei dir, Brox? Er steht aber, er guckt einfach nur. Komm, Philipp, komm. Direkt vor mir. Nimm Waffe. Soll ich Waffe nehmen? Okay. Er schnauft. Nee. Waffe oder Signalfackel? Nimm Waffe und dann schnell einen Schuss auf den Kopf und dann Signalwaffe. Okay. Oh mein Gott, Digga. Was macht er denn? Licht aus. Ah, okay. Da hinten ist Brox. 100 Meter, langsam. Er macht nichts. Ich glaube, ja, okay. Er pinkelt. Ja, er pisst gerade auf Brox. Ich guck dich an. Hast du den Visier? Warte, ich mach Tracking. Ich hab ihm im Visier, ja. Ich kann ihm Headshot geben. Okay, gib mir Headshot und dann direkt zu Dings wechseln. Bei 3 schießen. Okay. 1, 2, 3. Signalfackel draußen. Hä, er steht einfach da.
Ich hab ihn. Jungs, ich verwirre ihn. Schnell, ich verwirre ihn. Okay, dann schieß schon mal drauf. What? Ja, ich verwirre ihn, Digga. Bigfoot. Ja, warum ist er da? Ah. Ich hallo. Ja, hier. Oh, jetzt. Oh nein, er rennt. Signalfackel draußen. Mach an. Ist an. Digga, du musst wedeln. Ich wedel damit. Er haut doch ab. Oh mein Gott, Digga. Ihr hättet das ausnutzen müssen. Ey, Digga, ich hab so viel Headshot. Digga, wir schaffen das gar nicht. Digga, ich hab 5 Schüsse auf sein Head gefeuert. Schuss. Ich hab 8 Schuss noch. Wie viele Schuss hast du gemacht, Max? 2. Nee, Digga, warte. Ich hab 6. 3. Und ich nicke wie so ein. Wie so eine Banane. Wie geht das? Es ist, ich sag dir jetzt echt, wir kriegen ihn nicht tot. Aber wir haben wenigstens schon gut Schaden gemacht. So viel Munition gibt's gar nicht, wie viele Schüsse man braucht. Ja. Das ist aber wirklich krank, Digga. Max, der kommt jetzt wieder. Ja, okay, ich komm. Ich pack direkt Signalfackel. Oder ich hab den Headshot gegeben, Leute, wir haben ihm Headshot gegeben. Wir haben ihn 10-mal auf Kopf geschossen, weil der da stand. Er ist da unten, ne? Die Klippen runter. Er ist nicht runterfallen, Bruder. Nein. Eigentlich können wir versuchen, auf seinen Kopf von hier zu schießen, ja? Er kommt hoch. Okay. Okay, wir kommen jetzt aber hier weg. Er wird uns hochnehmen. Auf der Karte? Was ist da auf der Karte? Okay. Oh mein Gott, der ist wieder oben. Er kann ihn nicht entkommen. Er rennt runter, glaube ich. Der kommt hier nicht runter. Ja, ich komme ja auch nicht mehr. Ich aber sieht mich nicht, weil ich eine Tarnhose anhab. Aber wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Von diesem Fels. Oh, ich komme zu euch, Digga. Philipp? Nee, haut ab. Ah, Philipp ist da runtergefallen, ja moin. Beim Lager ist eine Kiste, beim Zelt, wo die Bank ist. Ja, da haben wir ja schon geguckt, die haben wir schon genommen. Ja, Philipp ist da irgendwie gerade runtergestürzt, Digga. Philipp ist auch tot. Ich bin tot, Digga. Oder was ist das? Philipp ist auch tot? Oh. Leute, jetzt hängt alles an mir. Ich werde jetzt eine Falle platzieren. In der Höhle. Okay. Das ist die finale Falle jetzt. Ich sag euch ehrlich, Freunde, ich weiß nicht, wie man das schaffen will gegen den. Wir haben nicht mehr Hälfte Leben. Wir haben nicht mehr Hälfte Leben. Oh mein Gott, Bruder, wie sieht denn seine Höhle aus? Und wir haben uns jetzt nicht wirklich dumm angestellt, ne? Überall Tote. Ein, zweimal dumme Aktion gebracht, aber sonst... Oha, Bruder. Das ist eine Idee, Digga. Wenn er auf uns zurennt, schnell die Falle platzieren. Das ist wirklich eine Idee. Oha. Ich werde jetzt mal eine Falle hier in seiner direkt am Anfang der Höhle platzieren. Inshallah, er läuft rein. Und ich werde auch eine Kamera hier platzieren. Leute, sie können hier nicht hinsetzen. In die Höhle direkt darf man nicht reinsetzen, okay. Aber hier davor ging wenigstens. Und eine Kamera werde ich hier auch noch hin platzieren. Damit wir sehen, wenn er hier reinläuft. So, okay, easy. Ja gut, Jungs. Medikits, wie kann ich euch helfen? Wollen wir neu starten oder was? Würde ich sagen, oder? Ja. Okay, Neustart. Hat eh keinen Sinn. Schade, Leute. Oh. Einfach schlechtes Team. Leute, ihr könnt, guck mal. Das Ding ist, ihr dürft nicht einfach immer alles aufsammeln. Das ist das Ding. Wie? Lobbyname ist Standard Noob und Passwort ist das gleiche. Okay. Wie, du meinst, wir dürfen nicht einfach alles aufsammeln? Ihr dürft nicht alles aufsammeln. Wir müssen das genau abdingsen. Ja, unten rechts ist eine Armbrust, haben die gerade geschrieben. Kommt mal rein. Passwort ist gleich und Name ist Standard. Okay, stimme ich gerade an. Nee, Leute, nicht Schneemap. Ich will jetzt unbedingt hier auf der Map. Wir müssen erstmal das schaffen und wenn das dann gut ankommt bei euch, Leute, dann können wir nächstes Mal Schneemap machen. Bin ich jetzt? So, Jessica. Zack, ich bin. Oh, Digga, Paul, Digga, warum muss ich dich timeouten? Weil du nur die ganze Zeit die gleiche Scheiße reinschreibst. Wir sind bereit, Leute. Auch wenn du mitzieht bist, sorry. Also, ich komme aber nicht rein. Es gibt ein Sturmgewehr in der Sumpfhütte. Bruder, wir waren noch in der Sumpfhütte, da war kein Sturmgewehr. Warum? Standard Loop, Digga.
Warum kommst du nicht rein, Digga? Da war auf jeden Fall kein Sturmgewehr, Bruder. Nee, nee, der Dings, wir müssen vielleicht die Armbrust finden oder so. Mit Giftfeilen oder so, dass wir ihn vergiften. Okay, das könnte bin drin. Sein. Okay. Na, das mit Vergiften hat er doch auch damals. Hat er mehr Schaden bekommen, immer bei Angriffen. Also Leute, schreibt mir gerne hier in den Live-Chat Tipps rein. Oben ist ein Lager mit einer AK, so. Eigentlich, Bruder. Digga, unten rechts ist ein Lager mit einer RPG, Digga. Falle placen, dann dahinter stellen, wenn er auf dich zurennt. Okay, nochmal brauchen wir das Intro nicht. Intro haben wir gesprungen. Okay. Diesmal Full Speedrun Falle. So, Signalfackeln überleben ist notwendig. Erste-Hilfe-Set noch wichtiger. Tracking-Kugeln haben wir auch direkt hier im Zelt. Jeder packt einmal Tracking-Kugeln ein. Jeder einmal ich habe auch einmal dabei. Wo sind die denn? Hier auf dem Tisch. Ja, wir können uns da sonst gleich noch Dinger geben. Tracking-Kugeln habe ich auch einmal eingepackt. Kamera. Ich nehme einmal, nimm ich alles mit. Von alles weg, Leute. Immer eine Signalfackel. Jeder braucht warum sammelt ihr jetzt alles auch schon? Ich sammle von jedem nur so ein paar. Ich nehme von jedem ein, zwei Sachen, damit jeder gleich viel hat. Verstehst du? Nachtsichtkamera. Zwei Fleisch. Da liegt einmal eine Nachtsichtkamera. Zelt. So, kurzer Dings-Check. Ja. Wie viel Tracking-Kugel habt ihr? Ich hab 10. Ich hab ein Paket aufgenommen. Ich hab auch ein Paket aufgenommen. Ich hab auch 10 Tracking-Kugeln. Aber ich hab kein Erste-Hilfe-Set. Oh. Ich hab auch kein Erste-Hilfe-Set. Ich hab nur eins. Ich hab mir nur eins genommen. Hier sind noch Signale. Hier soll das sein, Digga. Hier soll der Käfig sein. Ich stell jetzt erstmal eine Kamera auf hier. Ja, nee, das passt aber nicht. Oder? Ja, früher war echt immer so ein richtiger Käfig-Anhänger, das weiß ich noch. Naja, das war so. Ja, auf jeden Fall. Ey, wer hat denn jetzt die Falle, Digga? Ich hab nicht eine Falle. Warte, ich kann Falle geben. Ich hab von allem eins genommen. Einer. Hier, warte. Bleib stehen. So, Falle. Ich hab drei, ich geb dir mal eine. Unter der Hütte gibt's eine. Ach, unter der Hütte ist das versteckt? Okay, Leute. Müssen wir diesmal genau hinschauen. Unter was für eine Hütte? Unter dieser Sumpfhütte, da soll irgendwas krasses versteckt sein. Ja, okay, Leute, wir gehen jetzt in die Sumpfhütte und gucken, was da krasses versteckt ist. Okay, ab geht's. Ey, pass auf, Jungs, ich hab die Track nachladen. Einer Signalfackel. Ah ja, nachladen. Also dieses Schussding. Wer nimmt den Signalwerfer? Ich kann machen. Start direkt gut. Nach. Max nimmt den Signalwerfer, ich hab Tracking und Brock nimmt die Waffe. Ich schieß, genau. Digga. Diesmal sind wir richtig professionell unterwegs direkt. Ja, diesmal sind wir sehr gut. Bigfoot auseinandernehmen. Ich habe eine Kamera direkt am Hauptlager platziert, an den ganzen Mainspots Hauptkameras, Jungs. Mhm. Hat jemand eine Falle platziert? Ne, hat keiner hier noch. Eine Falle habe ich aber. Diese Falle kann man nicht so schnell nehmen. Egal, Falle kann man nicht so schnell nehmen. Erstmal Sumpfgebiet, Jungs. Oh. Sumpfgebiet war doch weiter unten, oder nicht? Nee, Sumpfgebiet müsste genau hier sein. Okay. Oder? Ja. Müsste genau hier sein. Jetzt, Leute, jetzt wird Bigfoot auseinandergenommen. Kein Spaß mehr. Wir müssen irgendwas machen, was halt irgendwie schnell stirbt. Aha. Boah, das Wasser ist auch immer so laut hier. Hier das Haus. Du bist nicht. Jungs, da ist die Mitte, ne? Wo? Ja, da. Brock, du hast jetzt den Schuss geladen, ne? Ich hab 5 Schüsse, ja. Geladen. Ja, gut, du hast links, 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 links. Er rennt weg. Hab ich nochmal getroffen? Wir haben ihn getrackt, er hat einfach nur die Luke. Aus, Digga, hier ist gar nichts. Kamera-Akku, wow. Wo ist nie, ist hier gar nichts drin, also Digga. Die meinten zu mir. Lol, hier ist ein Mensch, hier ist ein Toter. Check Martin found. Kopf und Arm abgerissen. Dopen wird alt. Aber Jungs, hier unter der Hütte ist nichts. Nee, ist nix.
Halt. Ja, unser Hüpf ist gar nichts, wir haben uns verarscht. Lass mal direkt Bigfoot, zu seiner... Bigfoot. Oh ja. Komm hin. Ich track ihn nochmal. Fuck, sehr stark. Warte, Jungs, du bist direkt vor mir hier. Komm, wir sollten das mit der Falle mal probieren. Nimm mal Licht auf, ich seh nichts. Hier. Links. Wo ist er da? Oh. Wo ist er? Er müsste genau hier vor uns sein. Ich track ihn. Er ist auf dem Berg hier oben. Ist er denn da hochgekommen? Ja, der ist abgehauen. Hoffentlich ist er so für dieses Leben, ja, gut. Wie gesagt, probieren wir es nicht so leicht, auf seinen Kopf zu ziehen die ganze Zeit. Komm, hinterher. Ja, auf seinen Kopf gezielt, das ist gar nichts gebracht. Der Falle in ein totes Tier legen? Ja, das haben wir auch gesagt. Ja, guck mal, wie er abhaut, Digga, wie Schuss er hat. Aber wir brauchen also wieder ein bisschen mehr Munition, ich hab nur 3 Schuss. Na ja, Leute, ist ja noch perfekt. Hier ist ein Reh! Okay, lass das Reh erlegen. Machst du's? Wo ist das Reh? Boah, das war so schnell gewesen. Ja, lass auf jeden Fall. Sabine, unter der Hütte war noch nichts. Wir haben doch geschaut. Hast du erlegt? Er hat ein Laufmuster. Als erstes Höhle, dann Wagen, dann See. Draußen im Wohnwagen ist in der Kiste eine Nachtsichtkamera. Die habe ich jetzt auch. Jürgen, lass mal rein, der Track geht gleich vorbei. Ja, ich teste mal kurz die Nachtsichtkamera aus. Wie geht die denn? Wir bräuchten eine Wärmebildkamera. Das wäre krass. Ich hab's auch mal eigentlich für die Wärmebildkamera. Jungs, das geht vorne. Die Nachtsichtkamera ist aber ja voll scheiße. Habt ihr mal ausprobiert? Ja, ja, die ist Müll, ja. Sieht richtig Müll. Jungs, das geht vorne. Okay. Wo ist der, hä? Er ist nur am Abhauen. Ist der Pisser. Genau vor uns eigentlich. Ja. Bigfoot. Hier hinter, hey, von hinten, da rechts. Ja, hier. Wir müssen ihn tracken, wo ist er? Ich bin zweimal angeschossen. Wo? Er ist gerade. Digga, du hast Track-Munition geladen. Nein, habe ich nicht. Jetzt habe ich Track-Munition geladen. Okay, ich habe jetzt Track. Wo ist der jetzt? Ist auf den Berg hochgegangen. Ne, so Schiss. Ey, der ist richtig schnell. Lass mal direkt in seine Höhle gehen, Jungs. Jetzt abgehauen. Scheiße. Lass die normale Munition, Bro. Tracking. Ich hab nur noch einen Schuss, Bruder. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt in seine Höhle. Direkt Fallen vor seiner Höhle platzieren. Würde ich einfach mal behaupten. Ich würde mal sagen, wir legen mal eine Falle hin. Und gucken, wie viel Schaden er dadurch bekommt. Und wenn er dadurch nicht viel Schaden bekommt, kann man es vergessen. Lol, warte mal. Ich glaube, mein Spiel leckt gerade in OBS irgendwie. Aber nur in OBS. Er ist hier. Er ist da. Mach mal, ich schau gleich mal, Jungs. Lass erstmal, wir sind jetzt, guck mal, wir sind fast unten schon. Lass mal erstmal hier unten hingehen und die Armbrust holen. Ja. Oh. Ja, der Typ hat eh erstmal Schiss vor uns. So, erstmal kurz hier. Ach, das war, weil Bildschirmaufnahme an war. Deswegen, Leute. Was denn? Bei mir, Bigfoot hat gerade geleckt, weil ich aber über Bildschirmaufnahme, nicht über Spielaufnahme gerade gemacht habe. Sorry, Leute. Das hatte ich am Anfang auch, ja. Ich habe gerade falsch Ding ausgewählt. Jetzt soll es besser sein. Ja, es dauert noch ewig, bis wir den killen. Nein, wir müssen auch Tiere killen. Schwimmt hier rüber, Jungs, schwimmt hier rüber. Wir gehen jetzt da hinten erstmal zu dieser. Ich tauche. Ja, Mann. Oh shit.
Oh yeah. Tut auf jeder Seite der Map eine Kamera hin, am besten in tote Hirschen. Okay, machen wir. Überall, wenn wir unten sind, stelle ich da eine Kamera auf. Day 2. Warte mal, man kann ganz kurz. Man soll anscheinend beim Tablet. Scheiße. Stani, ich soll dir sagen, dein Hunger Games Timer ist Schrott. Hast du den an irgendwie? Den Hunger Games Timer an. Okay, unten links soll die Armbrust sein. Bigfoot. Suchen. Ich hab keine Ahnung, ob die Armbrust jetzt. Oh mein Gott, Digga! Was? Oh. Was? Oh. Irgendwer hat mich geprankt im Chat. Wie? Warte mal, geht mal auf Dingens. Drückt mal Tab und dann gibt mal ein Bigfoot bei Suchen oben links. Warte. Oh, Digga, ey! Ey, Junge. Die kleinen Paulberger. Ey, ihr Alter. Seid richtige Paulberger. Ey, es geht aber nicht ein zweites Mal. Ich gebe jetzt iCrimex ein. Ja. Oh, was ist das denn? Ja, gut. Ey, kleinen Paulberger, Digga. React. Deine Schuld, geprankt, ja. 1-0 an dich. Bruder, der hat sich aber ganz schön hochgenommen. Ich hochgenommen, also, es war so surreal. Gib mal Bigfoot ein bei Suchen. Dachte so, dass ich den dann mäßig auf den dann finde. Ey, da unten ist ein Leute. Ding. Ey, wir müssen das Tier da unten töten. Hä? Hier ist ein Dackel, Digga. Nice. Ich steck eine Kamera hier, rein. Waschbär. Nicht Kamera. Doch, eine Kamera soll mir da reinstecken. Nein, nicht Kamera. Was willst du denn eine Kamera? Kleine Dinge reinstecken? Die sagen im Live-Chat zu mir, man soll in tote Dinger eine Kamera reinstecken. Nein, eine Falle. Okay, dann mach eine Falle rein. Wo ist der Waschbär hin, Mann? Aber dann mach ich trotzdem hier in die Nähe eine Kamera. Dann sehen wir, wenn er hier ist. Der Waschbär ist nicht mehr da. Er ist verdammt platziert. Oh, warte, ich komm mal lieber wieder zu euch. Ja, komm mal besser. Da wurde ich aber gut geprankt, Digga. Ist jetzt hier die Kamera platziert, oder? So, jetzt bin ich hier links unten. Hast du deinen Hunger Games Timer an, Philipp? Oh ja, haben wir an, Leute. Danke, dass der Chat mir das auch gesagt hat. Die haben mir das geschrieben. Mit mir auch. So, also Falle in einem toten Hirschen und Kamera, so wie ihr das wolltet. Haben wir gemacht, Leute. Jetzt kann keiner mehr sagen, wir hätten es nicht gemacht. Jetzt machen wir ja ganz runter. Also ich frage mich gerade echt, wie wir das schaffen sollen. Ach, diesmal schaffen wir das, Bruder. Diesmal schaffen wir das. Munition gibt's doch gar nicht. Doch. Es soll ja Explosivmunition auf gehen, aber die Frage ist, wo soll hier unten links jetzt die Armbrust sein? Bigfoot wurde gesehen! Bigfoot! Wo? Bei der Kamera. Oh. Aber er ist nicht in die Falle gelaufen, glaube ich. Ich switch mal auf die Kamera kurz. Lol, doch, bei Kamera 2 ist er. Bei dem toten Hirschen. Ja. Hey, ist er den Hirsch? Ist er den Hirsch oder was? Jetzt ist er wieder weg. Oh mein Gott, Digga. Hat er den Hirsch gegessen? Nee. Der Hirsch krölt hier noch so irgendwie unnötig rum. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Ja, aber der krölt noch so rum, ich sehe ihn aber irgendwie nicht. Bei noch einer Kamera. Auf Kamera 2. Alter! Bei unserem Camp, ich guck gerade, Kamera 1 geht auf einmal die Kiste auf. Oha. Bedient sich hier ein Waschbär oder was? Das ist creepy, Digga. Das war gerade echt creepy. Lol, die Tür geht auf! Hä? Was für eine Tür, hä? Da einfach die Tür von unserem Wohnwagen und eine Kiste ging auf einmal auf bei unserem. Das ist verbuggt oder so. Das ist verbuggt. Ja, der Hirsch macht echt noch Geräusche. Der Hirsch macht noch Geräusche, okay. Ja, die Tür ist auch gerade wieder aufgegangen auf jeden. Ah, das ist verbuggt, der geht einfach so auf. Na gut. Ja, ich habe keine Munition mehr, ne? Na. Oh, nice. Na, richtig nice. Ey, Jungs, pass auf, wir tracken ihn jetzt und wenn er das nächste Mal auf mich zurennt, dann werde ich direkt vor ihm eine Falle platzieren. Probier. Vor mir. Glück. Geht in den Wohnwagen, macht an dem Fenster und an der Tür eine Falle hin und bleibt im Wohnwagen, bis er kommt. Boah, das könnte wirklich eine gute Idee. Lass das mal direkt machen. Warte mal, hier ist er irgendwo. Wir tracken ihn jetzt erstmal nochmal. Na, ich lade auch mal Tracking-Munition, ich habe eh keine.
normale mehr. Achso, ne, dann track du ihn, Digga, dann schieß ich, hab normale. Na gut. Wir müssen mal hier auch wieder so einen Jägerstand finden, ne? Soll ich mit Signalfackel drauf schießen? Ja, ja, du hast Signalfackel. Okay. Ist diesmal auch nachgeladen, tatsächlich. Oh, das ist ja super. Danke, dass du mal mitdenkst. Das ist echt toll. Guck mal, hier ist das Lager, Jungs. Oh ja. Sehr stark. Wie schön das Licht an. Zuflucht 1. Hier sind noch Raketen, glaube ich, für deine Signalwerfer. Ja, nimm du das, Max. Jo. Nimm du die Raketen. Munition noch. Warte, ich hab dir das gerade weggeschnappt. Kann ich dir das droppen? Max, nimm so die Rakete denn hier. Ja, ich nehme die mit. Ey! Na gut. Eieiei. Das Ding ist, wo ist denn jetzt Bigfoot aber? Das ist richtig ein kleiner Angsthase. Ding ist einfach der größte Pisser, den ich kenne, Alter. Okay, jetzt lass einfach einmal zu seiner Dreckshöhle gehen. Zu seiner Dreckshöhle? Jetzt sollen wir erstmal seine Dreckshöhle aufräumen. Das ist auch eine Idee. Und dann können wir immer noch das beim Camp machen, Leute. Alles klar, kann ich über den Baumstamm drüber schwimmen. Das war schon wieder komplett. So sagt der Live-Chat. Grüßen tue ich am Ende, Leute. Freunde dich mit hier irgendwas Bigfoot vielleicht? Anfreunden. Oh, schwierig. Sehr schwierig, Leute. Oh, oh, hier ist ein Haus. Habt ihr gerade dieses Piepen gehört, Leute? Ja, und hier ist ein Haus, Digga. Hat es mit deinem Haus zu tun oder was mit Bigfoot? Alter, hier ist eine Hütte. Ey, ein Friedhof ist ja auch. Das kennt man hier noch gar nicht. Eine dicke Hütte, Gewehrmunition. Oha, stark. Boah, Medkit. Ofen. Erste Hilfe Set. Sehr stark, das kennen wir hier noch gar nicht. Ah, du. Digga. So, man kann das anzünden. Zünden wir an. Ja, wir müssen die Stöcker hinzufügen. Krass, Digga. Hier liegen noch ganz viele. Oh, hier ist auch eine Nachtsichtkamera. Da braucht wahrscheinlich ein Mensch, ne? Bestes Item im Game, Kappa. Ja, Mann. Nee, das war's. Stop. Unter der Hütte liegt ja auch wieder nichts. So, nee. Wir sind jetzt hier links unten quasi. Warte, hier ist noch was. Haus hey, Brock, du hast Track-Munition, ne? Ja, ja. Ich hab auch noch Track-Muni, ja. Aber benutze ich erstmal ja, nicht. Ja, aber Brock verwendet die erstmal. Ich bleib erstmal bei der Dings. Ja, aber du musst ja auch wechseln, ne? Ja, yeah, safe. Ey, er ist hier, er ist hier! Oh mein Gott, ich hab ihn getrackt! Er verfolgt mich, Bruder. Er hat was gegen mich. Warte, ich komm zu dir. Warum wirft er mich denn rum? Was hat er gegen mich? Komm, lad doch nach. Ich hab ihn in den Kopf geschossen. Oh mein Gott. Warum ist er so aggro, Digga? Er haut mich um, Digga. Aua, er haut auf mich rauf. Direkt halbes Leben abgezogen, der Assi. Bin mir auch. Renn hinterher! Habt ihr mit Track Money? Ja. Ja, Track Money hab ich ihn gedrückt. Sehr stark, sehr stark. Hinterher! Alter. Bruder, das Alter, war ja dieser andere Angriff gerade. Der hat uns alle weggeballert, Alter. Aber wo waren da die Signalfackel? Jedes Mal, wenn man wegrennt, kriegt man den nicht mehr. Er ist zu schnell. Ich hab ihn direkt abgeschossen mit Dings. Signalwerfer. So. Hab ihn aber gar nicht gejuckt. Er ist ja zuerst auf mich gerannt, ich hab ihn direkt angeschossen, aber er ist weiter auf mich zugerannt. Ich glaube, es bringt gar nicht so viel, die Scheiße. Aber der ist auch ultra schnell, ne? Mhm. Ey, Bruder, ich sag dir ehrlich, lass zu seiner Höhle gehen. Real Talk. Warte mal, ich bin mal. Guck mal, wie viel Leben der noch hat. Ich hab 8 Schüsse reingebracht. Ja, Mann. Der ist echt kaum runterzukriegen. Leute, platziert mal, wenn er das nächste Mal kommt, alle eine Falle, ja? Ja, auf jeden. Okay. Und dann rennt um die Falle rum, so, weißt du? Das der Idiot da muss er zwang. Er rennt, glaube ich, gerade zu unserem zu unserer Hütte, Bruder. Lass mal zu unserer Hütte gehen. Wollen wir das mal ausprobieren mit der Falle? Wir können die ja wieder aufnehmen. Gut, lass es mal ausprobieren. Jetzt, oder was?
Naja, gleich, wenn er uns angreift, nochmal Falle, Dings. Ja, wir lassen uns doch einfach in den Wohnwagen chillen. Und dann Falle, ja, Fenster, okay, Fenster. Und dann ans Fenster, ja, ja, safe. Ich kann dann nicht schaden, das mal ausprobieren. Ja, Jungs, weit nicht darüber. Renn doch, renn doch. Oh, komische Musik hier und Donner. Das ist nicht gut, das macht ihn noch aggressiver. Ja, ich renne aber jetzt hinterher hier. Komm, komm, ich hole ihn jetzt. Leute, er ist direkt vor uns. Komm. Keine Zeit. Aber wenigstens ist er nicht zu unserem Lager gerannt. Lass mal armen Bigfoot in Ruhe. Wir sind hier die Opfer, nicht Bigfoot. Ist so, wir sind hier die armen Leute. Philipp, wo rennst du denn hin, Digga? Das ist böse. Wollen wir wirklich zum Lager, ja? Okay. Lass mal zum Lager, ja. Lass das mal versuchen. Ey, die Frage ist wirklich halt auch, wie viel Damage die Fallen machen. Das interessiert mich mal. Ey, er ist unten bei Kamera 2. Ja, ja, das. Ja, könnt ihr die gerne per Kamera angucken, das bringt uns ja nicht. Man hört ihn auf Kamera 2. Oh, hier geht's ein bisschen tief runter. Man hört ihn, aber man sieht ihn nicht. Das. Oh, hier geht's ein bisschen zu tief. Ey, man hört ihn steppen bei Kamera 2. Okay. Hilfe. Komm ich jetzt hier runter? Ey, der soll mal diesen toten Hirschen essen, da ist Falle drin, Alter. Bisschen hoch, aber. Riskierst, Digga. Hier ist auch ein Stein, der da nicht drauf. Geil. Funktioniert. Ja, Bigfoot ist nicht dumm, Leute. Bigfoot, ihr provoziert ihn. Ja, wir müssen ihn provozieren. Sperrt den quasi in Fallen ein. Ihr wart letzte Runde bei einem Berghang. Bei seiner Höhle in der Nähe, springt dort runter, legt dort Fall. Ey, das ist eigentlich wirklich eine gute Idee. Da, wo wir auf dem Ding waren, weil da ist er nicht hingekommen und da stellt er sich halt automatisch in die Fallen. Das ist keine schlechte Idee, Bruder. Also, Fenster Nummer 1. Falle wird hingelegt. Wir können sie hier nicht setzen. Hier? Ja. So. Tarnen. Kann ich nicht. Jungs, hier vorne liegt jetzt eine Falle. Ja, wir müssen am Ende gleich okay. Die letzte Falle mit der Tür, da müssen wir alle reingehen. Und dann so in Rücken. Ja, hier, base mir hier eine Falle, Digga. Ich base hier an dem Fenster noch eine Falle. Hier vor der Tür braucht ihr noch eine. Hier. Achso, vor der Tür? Okay. Wie viele Fallen habt ihr denn jetzt noch? Eine habe ich. Ja, der komm rein. Warte, ich hab ja noch eine. Soll ich jetzt hier vor der Tür machen? Ja, yeah, direkt hier vor der Tür. Aber Brox muss noch reinkommen. Ja, ich bin gerade dabei. Ich leg hier gerade eine Falle, aber will nicht. Ja, du musst ein bisschen weiter weggehen. So, Kameras sind aufgestellt, läuft alles. Wo hast du denn die Falle gelegt, Brox? Am Fenster. Jetzt, hört auf, Bigfoot zu supporten hier, Leute. Wir sind, ihr müsst auf unserer Seite sein. Okay, jetzt rein in den Wohnwagen. Max, komm rein. Ja, okay. Ist Brox drin? Ja. Ja. Und jetzt hier eine Falle entschoppen. Oh, sorry. Ja, geht nicht, kann nicht hingesetzt werden. Ja, jetzt hier, genau, hier geht's. Gut. Hier geht's, okay. Genau. Und jetzt Tür zu. Und Fenster auf, Digga. Wenn er jetzt kommt, soll er kommen. Wenn er Eier hat, dann Gott. Kommt er jetzt. Oh Gott. Komm, Bigfoot, wenn du dich traust. Komm, wenn du Eier hast, Digga. Ich glaube, die Taktik ist gut. Leute, warte. Verdeck hier noch, Tarn. Tarne noch. Warte, ich tarn ihn noch, Leute. Ich tarn auch noch alle Fallen hier. Wie geht das? Hast du getan, nice. Oh nein, ich hab nicht rein. Gut, vertan. Okay, ich hab vertan. Da liegt doch Fleisch rein, Digga, warum nicht? Okay. Er ruft nach uns. Oh, er ruft nach uns. Oh, ich komm nicht rein. Oh, Brattern. Okay, oh, nice. Jetzt gleich geht's ab, ich sag euch. Es geht richtig ab, so, gleich. Wir gucken auf die Zeit, es ist 17 Uhr, es wird auch gleich dunkel. Naja, wir müssen hier noch gleich dicke Hits gehen. Wenn er jetzt kommt, jetzt klappt das, Leute. Gleich wird's richtig wild hier. Oh, ich hoffe, der nimmt den Wohnwagen nicht auseinander, Bruder. Holy moly. Warum ist denn eigentlich der Regen so rot? So. K.
Okay, Leute, ich mach mal wieder den normalen Chat an. Wenn ihr euch jetzt benehmen könnt, wenn wieder Eigenwerbung gemacht wird, mach ich wieder Mitglieder-Chat an. So machen wir das hier. Das nennt man Erziehung. Nee, Spaß, aber ich hasse das, wenn so eine Werbung drinsteht. Ich glaube, der kommt, ne? Wenn ihr euch gleich benehmt, dann bleibt es so. Wenn ich mach wieder Mitglieder-Chat. Das Fenster kann man hier nicht aufmachen, warum auch immer. Das Guckfenster. Warum lädt denn die Scheiße hier? Und nicht? Den alten Wohnwagen damals fand ich cooler. Der war größer, oder? Mhm. Das kam mir irgendwie größer vor. So, komm. Ich finde das Spiel wie immer halt noch geil, auf jeden Fall. Aber. Okay. Ja, ja. Leute, jetzt können wieder alle was in den Live-Chat reinschreiben. Aber wie gesagt, benehmt euch. Weißt du noch, Finding Rake, 3,5 Stunden für nichts? Ja, Mann. Finding Rake war auch ein geiles Spiel. Muss ich sagen. Ist auch richtig nice. Habt ihr, Prox, du hast ein Nachtsichtgerät, ne, meintest du? Ja. Ich guck mal damit ein bisschen durch. Ja, guck mal ein bisschen. So, wir checken mal die Kameras. Kamera 1 hier, direkt vor unserem Camp. Alles easy. Kamerads. Haben wir schon auf die Gitarre geschossen, das oder? Das geht mir bei Kamera 2 ab. Bei Kamera 2 hat man irgendwie schon wieder Bigfoot. Macht mir ein bisschen Angst. Ehrlich? Aber Kamera 2 ist ja weit weg bei dem Hirschen. Also alles gut. Wow! Was machst du denn? Ah, Handy. Ja, der ist ja echt beim Hirsch. Ja, also, aber irgendwie hört sich das die ganze Zeit so an, deswegen bin ein bisschen verwirrt, Leute. So, Leute, jetzt. Wann kommt der jetzt hier, Bigfoot? Ah, sehr schön. Der Live-Chat ist wieder am Start. Der ist bei Kamera 2. Ist der wirklich gerade bei Kamera 2? Hör rein. Also man hört es, aber man hört den da schon seit 10 Minuten, deswegen ich weiß nicht, ob das for real ist. Kann man die Drohne eigentlich von hier fliegen lassen? Nee. Lol. Doch, sollte Leute, gehen. Guck mal, hier ist doch wirklich der Käfig, Digga. Lol. Das ist der Käfig. Ach, das ist der Käfig. Ja, aber damals war der cooler, Digga. Das ist der Käfig, wo wie Bigfoot. Damals war der cooler gewesen. Das war extra so ein damals Käfig. Damals war der echt cooler gewesen. Okay. Also alles ruhig, kann gerade. Kann nicht so schwer sein. Ja, einen von den Verlorenen haben wir schon gefunden, in Check Martin. Da ist hier so ein grüner der Haken. Ist halt. Ach, stimmt. Wir wollen. Versace, wie gesagt, wenn die Leute sich benehmen, dann darf ja jeder was reinschreiben, aber deswegen so. Bei HN Games ist only Mitglieder-Chat. Jetzt hier können die anderen auch was reinschreiben. Dafür kannst du immer Emojis machen, Bruder. Weißt du. Leute, ich hab eine Idee. Warte, ja? warte. Bigfoot reagiert auf Fleisch, Digga. Er reagiert auf Fleisch. Schneid dir einen Arm oder so. Zack, lege ich hier das Fleisch hin, Digga. Manche schreiben, er reagiert auf Gitarre. Oh, hier ist noch Gewehrmunition. Ha? Ich lock ihn an mit der Gitarre. So, da vorne liegt Fleisch, Leute. Wir locken ihn jetzt an so ein bisschen. Warum kommt der denn nicht? Es ist 22 Uhr, das ist die Lieblingszeit von Bigfoot. Ja, ich hab doch gerade mein Fleisch platziert. Der wird sich das gleich holen. Also, pass auf, ihr müsst mal gucken. Mach mal kurz Tab und da steht die Notizen. Da steht zum Beispiel drinne, Catch Bigfoot. Das wäre auch eine Idee, wenn wir uns in einen Kreis stellen und darum an. Damit Bigfoot die Falle nicht bemerkt, muss sie getarnt sein. Um Einträge von. Okay. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt mal einen Drohnenflug, Digga. Ja, mach mal einen Drohnenflug. Das ist eine gute Idee. Ja, jetzt mal das ist eine Nachtsichtdrohne. Das weiß ich nicht, ob die das kann. Ich glaube, ich muss die aber von draußen starten. Warte, ich mach die mal kurz raus. Okay. Warum kann man die hier nicht absetzen? Okay, ist geplaced. Ey, lass mich rein. Lass mich rein, ey! Oder mach nicht diesen. Mist. Okay, die Drohne ist auf dem Weg. Man sieht eigentlich, ja, man kann schon ein bisschen was erkennen. So, das sind es gibt Wölfe und Bären. Also Wölfe haben wir gesehen, aber Bären? Bären ist mir neu.
Pass auf, nee, Jungs. Wo soll ich mal hinfliegen? Du sollst Bigfoot suchen. Ja, ich flieg hier über die Karte. Digga, ich glaube, wir haben hier einfach so eine schlaue Falle gestellt. Ich guck jetzt mal, Digga. Es war ein Bigfoot. Bisschen dunkel, aber sollte, glaube ich, gehen. Ja, ich steh nicht, warum der hier nicht zu unserem Lager kommt. Oh, Tag 3. Irgendwann muss er angreifen, den Bodenwagen. Ey, schön! Ist schön bei mir. Er ist nicht weit weg. Ich höre ihn hier schon. Okay, er kommt. Er ist nicht weit weg, Bruder. Ich hab ihn gehört. Er kommt aus Richtung links von unserem Camp. Ja, ja. Such ihn mal ab. Ja, ich filme mir gerade die Street. Ich bin ein bisschen zurück zum Camp geflogen, damit ich ihn genau sehen kann. Mehr Spieler in der Lobby, so höher die HP von Bigfoot. Na gut. Okay, hier habe ich gerade was gehört. Hier habe ich ihn gerade gehört. Wo ist der? Wo ist der kleine Paul? In Eisbjörn gibt es eine Höhle mit Captain America Schild. Okay. Jungs, warte mal. Ey, ich habe ihn doch hier gerade gehört. Wo ist er schon wieder hin? Leute, hier liegen ja 2 Fleischstücke. Damit müssen wir ihn anloggen. Safe call. Und rechts über dem Camp ist noch etwas mit einer Säge. Hört ihr auch die Musik, Jungs? Ja, kommt gleich. Okay, ich glaube auch, er kommt. Hier auch zweimal Fleisch platziert. Der muss ja das Fleisch irgendwann essen, der muss ja Hunger kriegen. Ja, er muss hier irgendwo in der Nähe von uns sein. Ich flieg mal wieder Richtung Camp. Aber die Nacht geht gerade vorbei, ne? Ja, er kommt doch tagsüber, es wirkt dir noch nicht. Bigfoot! Komm her! Nee, ist eigentlich egal, ob die hier im Wohnwagen stehen. Warte, weil der läuft ja mal Patrouillen sein Wald. Hab ich da unten was gesehen? Nee. Bigfoot! Wo bleibst du? Zeig dich! Okay, jetzt finde ich ihn nicht mehr, Leute. Ich flieg die Drohne wieder zurück. Er war auf jeden Fall gerade nicht so weit weg, Leute. Ihr habt's alle gehört. Ich bin nicht paranoid. Wir landen die Drohne auf unserem Dach hier wie so ein Helikopter. Oh. Wie wär's, wenn wir die Lichter draußen ausmachen aus dem Camp? Beim Camp? Ja, meint ihr auch, können wir machen, aber das macht ja keinen Sinn, Leute. Hier, das ist auch noch. Oh, Digga, welcher Idiot läuft in die Falle, Digga, rein? Ey, Brox, du bist so dumm, Digga. Er ist wirklich dumm. Ey, Brox ist wirklich dumm, Digga. Er macht einfach die beste Falle kaputt. Er kommt! Nein! Er kommt! Jetzt wird. Nein! Ich lauf in die andere Falle rein! Nein! Oh mein Gott! Digga, das war's komplett. Oh mein Gott! Ey, fest! Warum kann ich mich nicht bewegen? Beweg dich! Ey, ihr seid so schlecht, Digga! Ey, wir platzieren 10 Fallen und die rennen alle selber rein, Alter! Warum kann ich mich nicht bewegen? Er ist noch vom Wohnwagen! Er ist am Fenster! Er rennt rein, du! Ey, geht in den Wohnwagen! Er ist bei mir drin! Ah. Ich hab halt keine Ahnung, warum ich mich gerade nicht bewegen kann. Er jetzt puncht er mich weg, korrekt, Ehre? Genau. Also das war gerade der größte Fail meines Lebens. Ey, Digga, ich bin nicht so schlecht, Digga. Ey, ich kapier's einfach nicht, Digga. Die platzieren hier 10 Pfeilen und ihr Idioten rennt da selber rein. Ich hoffe, ihr seid beide tot, Digga. Ich hoffe, ihr seid wirklich beide tot. Ich bin tot. Seid ihr beide tot? Nice, Digga. Geil, Digga. Ey. Scheiße. Ich hab doch noch Medikit, kann ich das nicht nehmen? Ja, ich hab auch ein Medikit, aber das bringt nichts. Ich hab mich erschrocken, wollte dann schnell reinlaufen, dann lauf ich den Brock seine in die andere Falle auch noch rein, Digga. Oh. Geil, Digga. Oh mein Gott, ich wollte nur das Licht ausmachen. Ich wollte nur das Licht ausmachen, oder kam er? Ey, er kam, wir haben so lange gewartet. Warum rennt ihr denn auch in die Fallen rein? Ich war so gut getarnt. Die hab ich nicht gesehen. Ey Leute, ich kann mit denen nicht zocken! Ja, okay, Digga. Ja, belebst du mich oder was machst du? Digga, wie soll ich dich beleben, wenn ich kein Medkit habe? Ja, ich hab eins, aber es bringt nichts, ja. Ich hab auch eins. Ja, weil ihr wieder euch alles unter den Nagel gerissen habt. So, ich geh jetzt hier zu einer Hütte, Digga, und hol ein Medkit, Digga. Alter, ey.
Er ist in den Wohnwagen Das war gekommen, so ein Fail, Bruder. Er hat sich gebückt, ist in den Wohnwagen, hab mich angeguckt, hab auch nicht Weißt du, was das nervig ist? Ich bin in diese Falle reingelaufen, ich konnte mich nicht mehr bewegen danach. Ich stehe da die ganze Zeit so und ich sehe nur, wie Bigfoot genau vor mir ist. Ich konnte nicht weglaufen. Es ging gar nichts mehr, Bruder. Ey. Oh, mein Mund. Alter. Ja, Leute, es tut einfach so weh, Digga. Ey, ich kann auch ganz ehrlich, Leute, ich sag euch ehrlich, da kann ich auch alleine spielen bei den beiden Idioten, Digga. Ja, die beiden rennen in eine Falle rein. Oh, ja, Scheiße, ey, Jungs, Alter. Wir haben einen richtig Top-Plan. Lass mal zum Wohnmann gehen, vor den Wohnmann und die alle selber reinrennen. Ey, der Plan war gut, es hätte funktioniert, wenn wir nicht reingelaufen wären, so. Hey, ich meine, guck an, wie viel Leben er verloren hat. Das darfst du auch nicht vergessen. Ja, okay. Ja, Digga, ist ja trotzdem, ja, weil er in zwei Fallen reingerannt ist und ich ihn die ganze Zeit Headshots gedrückt habe. Also ich habe mit dem Wohnwagen auch kurz gegen den Kopf geschossen. Ach du Scheiße, Digga. Und auf einmal ist er dünner als die Tür, geht auf einmal rein, Bruder, guckt mich so an und haut wie ein Gorilla auf mich rauf. Ey Leute, wie lange sollen wir das streamen? Sollen wir das noch diesmal fertig machen oder? Ja, war eine gute Runde auf jeden. Oder sollen wir nächstes Mal nochmal auf die Jagd gehen? Ich glaube nicht, dass wir das heute noch fertig bekommen. Ich weiß auch nicht, ob wir es heute noch schaffen. Och, Leute. Philipp, was sagst du? Was? Natürlich schaffen wir das, wenn ihr euch mal nicht so dumm anstellen würdet. Okay. Sorry, aber ihr habt eine Aufgabe gehabt, im Wohnwagen zu bleiben. Und darauf zu warten, dass Bigfoot kommt. Oh, Scheiße. Mehr sollte ich nicht machen. Das ist halt das Ding, was ich nicht verstehe. Network Game, was geht? Hey Leute, ich sag euch ganz ehrlich, da kann ich mit Stein zusammenspielen. Das macht mehr Sinn. Da kann ich mir wirklich in eine Packung Steine hinlegen. Nee, aber ich gebe zu. Ich gebe zu, es war dumm, Digga. Ich gebe zu, es war nicht optimal. Nein, ich habe so einfach. Dumm, ich wollte einfach schnell in den Wohnwagen rein, dann lauf ich noch in die andere Falle. So, ich habe jetzt hier einen Match killed. Zweiten Match. Und ich wollte nur das Licht ausmachen am Zelt. Philipp hat nur das andere Licht am Tisch ausgemacht. Ich habe eine Falle hier noch. Ausgeschaltet. Ich habe jetzt noch zwei Fallen, Jungs. Ich habe zwei Medkits. Ich komme jetzt zurück zum Lager, okay, Alter. War die Falle einfach gut, Digga? Nee, ich passe nicht auf Bigfoot auf. Ich gehe jetzt mit den Kaffee trinken. Bigfoot! Hallo! Kaffee! Bigfoot! Kuchen und Tee ist ja, hier. Jetzt halt deinen Schnauze und komm jetzt her und tu uns wiederbeleben. Nein, ich trinke jetzt erstmal meinen Tee mit Digga. Max, wie liegt sich's? Ah, eigentlich ganz schön hier im Gras draußen, ja, also, schön. Ich muss sagen, im Wohnwagen schön warm, ne? Es ist schön hier. Mit dem einen Arm auf dem Sessel, mit dem anderen auf dem Sofa. Oder Philipp, jetzt komm nochmal zu uns wieder. Bruder, ich muss doch immer dieses Camp hier absuchen. Ah. Da liegt nur überall Zeug rum, Alter. Ich gehe doch jetzt hier nicht alles doppelt dreimal ab. Gönn doch, Bruder. Ich nehme jetzt alles mit hier und dann komme ich rum und hole dich ab. Leute, wir sind noch nicht okay, tot. Guck mal. Wir sind nur wenn am Sterben. Wenn in eine Falle läuft, ist sie weg, aber wenn man selber reinläuft, kann man nicht. Okay, gut. Also ich bin dafür, wir legen in Zukunft nur noch Fallen vor die Fenster, nicht mehr genau vor die Eingangstür. Ey, ihr müsst doch einfach nur im Wohnwagen bleiben. Ja, aber wäre es vor den Fenstern, wäre er auch reingelaufen und das hätte uns nicht so sehr verwirrt. Deswegen, ich würde nicht mehr vor die Treppe laufen. Ja. Erlegen. Aber was sagt Fenster, ihr Live-Chat? Also ich muss sagen, er hat die eine Falle ist weg und die andere Falle liegt noch. Ich hab zwei Fallen aber noch. Aber wird ausgelöst. Ja, zwei liegen hier noch. Ich hab zwei Fallen und ich werde. Pass auf. Ich gebe euch jetzt. Das sind. Nee, das sind keine Bigfoot-Fänger. Pass auf, ich gebe euch jetzt eine Aufgabe, ja? Ihr setzt euch einfach in den Wohnwagen rein und macht nix. Ja, jetzt. Philipp redet immer so krass, aber dabei ist er selbst vorhin runtergestürzt. Ihr könnt sagt bitte, wer immer überlebt bisher. Wer immer als letztes bisher überlebt. Er könnte gerade immer als letztes überlebt. Er kann sich dort nicht bewegen, da er nicht schwimmen kann. Dann könnt ihr mit dem Messer abstechen. Wie? Im Wasser abstechen mit Messer, was? Genau, ich stech Bigfoot mit Messer ab. Genau, Digga. Genau. Ich hol gleich eine Bratpfanne und hau ihm damit eine auf den Deckel. Genau. Ey, das ist Bigfoot, Diggi. Ah, so Leute werden jetzt gleich wiederbelebt. Dann geht's weiter.
Ja, auf jeden Fall. Leute, ich hab Bigfoot studiert, ich hab mit den Typen zusammengelebt. Ja. Ich hab sein Haar gestreichelt, ich weiß, wie der Typ Digga, tickt. Nur weil deine Freundin so behaart ist wie Bigfoot, kennst du noch lange nicht Bigfoot, Digga. Digga. Leute, ich sag, also ich werde jetzt hier in den Chat nicht beeinflussen Shots oder fired. So, aber... Shots fired. Okay, also ich sag mal so... Maximal ehrenlos finde ich das. Maximal. Digga, ich fand's ehrenloser, dass du vorhin den Fuchs abgeschossen hast. Digga. Ist das auch? Nee, ihr könnt, der Chat kann's entscheiden. Wenn ihr das ehrenhaft findet, dann ja, schaut bei Max, Digga. Weißt du, das sind Sprüche unter Pros, aber ich hab keinen Fuchs ins Gesicht geschossen. Bros, Digga. Er hat einen Baby-Fuchs ins Gesicht geschossen, Digga. Digga, wärst du ein Bro, hättest du auch mal den Freundschaftstest bestanden, aber. Der Chat kann entscheiden, Digga. Wenn ihr sowas supportet, dann bitte. Bitte, ich distanziere mich von sowas. Ehre, Kuss, geht raus. So, zack. Bro, ja, ich auch, Max. Ich liege noch. Ja. Zerpflückt. Philipp holt dich. Ja, Max, hol du mit deinem Metzger. So, ja, warte. Heilen. Ja, Digga. So, alle sind wieder alive, die Boys. Ich leg jetzt hier vor dem. Dings, eine Falle hin, Digga. Ich leg auch vors Fenster hier. Ich nehme jetzt mal Medkit. Leute. Ich hab fast nicht mehr so viel Leben. Aber Philipp, leg nicht hier vor die Treppen, Bruder. Das doch! Irgendeiner wird... Ihr könnt doch hier hochgehen, Digga! An der Seite hier, Digga, für Dumme. Hier! Ja, okay, warte. Hier, Digga! Okay, muss man... Okay, ich bleib jetzt hier drin. Geh weg, ich hab noch eine Falle. Hier liegt noch ein Stück Fleisch. Fleisch hinlegen. Ich leg jetzt Fleisch hier rein. Okay? Aufs Sofa oder so. Oh, ich muss noch Zeug holen zum Vertarnen. So, ich vertarn die, Digga. So, wo liegt jetzt hier deine Falle? Okay. Nee, nicht das Fleisch reinlegen. Warum nicht? Leg das Fleisch davor, Digga. Ach so, davor? Leg das Fleisch davor. Ja, davor. Das wie denn? Take me. Leg das einfach hier auf den Boden. Wie denn? Einfach hier hinlegen. Wie lege ich das dann da hin? Auswählen einfach und auf den Boden platzieren, Digga. So. Die Falle tun wir vertanen. Zack, okay. So, Philipp, Bigfoot-Experte, passt dir das jetzt hier so? Ja, geht bitte schnell in den Wohnwagen wieder rein, ihr Dummi. Also machen wir jetzt weiter die Wohnwagen-Taktik. Ja. Okay, alles ist voller Fleisch. Okay. Pass auf, wir lassen ihn jetzt nochmal von den. Die Fallen machen jetzt nochmal zapp, zarab mit ihm, Digga. Und dann gehen wir aus dem Wohnwagen raus und werden ein bisschen offensiver gehen und müssen weitere Sachen einsammeln. Soll ich ihn abstechen? Okay. Ich hab nämlich nur noch 10 Schuss. Die lade ich jetzt erstmal nach, die waren nämlich noch nicht nachgeladen. Ja, super! Ja, ich habe eben schon die ganze Zeit geschossen, ich musste nachladen. Ich hätte 20 Schuss. So, Leute. Der Albaner, wir wollen ihn ja anlocken mit dem Fleisch, Bruder. Wir wollen ihn ja anlocken. Genau. Dass er hier zum Wohnwagen kommt. Das Spiel heißt Bigfoot, Leute. Einfach nur Bigfoot. Ich lock ihn jetzt an mit dem Fenster schließen. Und öffnen. Ja, ich geh hier in die Ecke, Digga. Verpisst euch mal. Er kommt! Nee, das ist Musik. Okay, was denkt der Fenster offen oder schließen? Kamera-Check. So, hier ist alles crispy clean. So, hier schwierig. Ist wieder Session. Aber sehr schwierig. Denkst du aber, er wird nochmal kommen, auch nachdem er hier in zwei Fallen reingelaufen ist? Ich lock ihn an, Jungs. Oder denkst du er lernt daraus? Ich lock ihn an, weil... Lock ihn mal an, Digga. Komm her, Bigfoot. So, boah, Leute, das ist ja krass, Leute. Da hier gerade wieder Eigenwerbung gemacht wird, mach ich wieder VIP-Chat an. Ist mir egal. Wenn ihr nicht draus lernt, dann gibt's keinen allgemeinen Chat mehr. Es tut mir leid, Leute. Ey, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich unter uns, allgemeiner Chat unmöglich, Bruder. Auf YouTube ist wirklich schade. Bei mir noch möglich sogar. Man liest nur, easy. Verlosung ist online, ich bin auch live. Digga, vor allem so eine verpisst euch, Digga. Verpisst euch aus meinem Chat, bitte. Also nicht die normalen Zuschauer, sondern die Eigenwerbung machen, bitte. Von mir aus, deabonniert mich gerne, haut ab von meinem Kanal, Digga. Ich habe jetzt wieder Mitglieder-Chat an. Mitglieder-Chat ist an, es tut mir leid, ich hab's versucht. Weißt du, was ich nächstes Mal mache?
Was denn? Freunde, ich weiß, wenn wisst ihr, was ich mache? Mods suchen. Nee, weißt du, was ich mache? Ich werde einfach nächstes Mal, wenn ich streame, werde ich auch bei Leuten in den Chat gehen und fragen, ob die mich abonnieren können. Nee, weil ich hab's jetzt so gemacht, Digga. Ich habe jetzt eine VIP-Mitgliedschaft bei mir auf 99 Cent runtergesetzt, aber das noch in der Überprüfung, dass zukünftig fast jeder bei mir, also dass es kaum was kostet, VIP zu werden. Einfach aus dem Grund, dann haben die Leute dafür gezahlt und dann machen die auch keine Scheiße so. Ja, also doch, manchmal trotzdem Scheiße. Manchmal trotzdem Scheiße, die werden dann aber gebannt, dann haben sie sinnlos Geld ausgegeben so. Ja. Nee, es ist so. Weil ansonsten, es tut mir leid, Leute, sagt mir nicht, ich hab's nicht versucht, ich hab's gerade euch die Chance gegeben, aber es geht auch nicht an jeden, aber die Leute, die einfach Scheiße in den Chat schreiben, Digga, das kann ich mir nicht geben. Sorry. Das Ding ist halt, was mir aufgefallen ist, die fallen halt nie nicht auf, ne Jungs? Der rennt da rein und macht trotzdem den Randale weiter, sag ich euch direkt. Ja, aber die machen gut Schaden wenigstens. Ja, die machen gut Schaden. Ich glaube kaum, dass wenn man mit einer Leuchtpistole. Glaube ich nicht. So, jetzt, wann kommt denn der Idiot wieder? Keine Ahnung. Digga, Philipp! Philipp! Was denn? Ich hab ein Easter Egg gefunden, komm mal rein! Ja, warte. Digga, hier auf dem Bild ist einfach deine Mutter, Digga. Ja, Leute, ich könnte das gerne das Verhalten von Max bewerten, Digga. Oha, Digga. Oha. Ey, krass, was sie hier eingebaut haben. Oha, hier nochmal das Bild. Ja, einfach nur ehrenlos. Also ich sag an dieser Stelle einfach nur ehrenlos. Lukas vom Set, willkommen. Sorry, Leute. Aber an dieser Stelle... Hast du schon das Bild hier gesehen, das Panoramabild von ihr? Wo? Hier. Ah, oha, in Landschaft, Digga. Fotoshoot. Mhm. Oh, lol. Nosferatu. Tod, Leben. Ey, wann kommt der denn, tot. Mann? Die fallen Leben, sie platziert, tot. Ey. Mach mal Auslicht. Vielleicht. Ja, komm. Mach auch Taschen, aber. Oh, mach Tür zu, bist du Jack? Selbst oha, mach mal die LEDs aus, mach mal den PC aus. Er kommt. Denkst du, er kommt? Coole Tastatur, Digga. Habt ihr gerade nicht gehört? Keiner bewegen. Oh. Doch. Oder er kommt, Real Talk. Oh, er ist hier. Bam auf seinen Kopf, Digga! Bam in sein Gesicht, Junge! Denk dran, Fenster auf! Er ist wieder in die Falle! Sehr stark! Boah, er hat so gut Leben verloren! Er ist hier drin! Oh, ich bin schon wieder tot! Ey, nö, jetzt haut er ehrlich ab! Nice, schon schön Hit gegeben! Stark, Philipp! Wo ist er hin? Digga, die Fallen bringen ja gar nichts, Junge! Ey, aber der hat so gut Leben verloren, Bruder! Ja! Aua. Warum immer ich? Boah, hat eine Falle zerstört sogar. Mit Digga, der hat hier... Das war krass, Bruder. Das Ding, was ich nicht verstehe, ne, Jungs? Ja. Was denn? Der hat, boah, das ist zu krass. Der ist in zwei Fallen reingerannt. Guck mal, wie viel Leben der noch hat. Ja. Das schaffen wir nicht, Digga. Der hat einfach zwei Fallen am Arsch gemacht hier. Den kriegst kaputt. Oh. Ey, Leute, das... Ich hör noch mal was. Ich leg noch mal direkt eine Falle hin, Jungs. Ich stell noch mal eine Falle. Und keiner hat ihn... Ja, warte, ich hab immer noch drei Fallen. Lass die wieder hinstellen. Ja, ich stell wieder hin. Also ich hab... Ich stell hier vorne. Du stellst hier wieder links hin. Hier neben das Fenster wieder. Direkt daneben. Digga, die Falle hat er auch kaputt gemacht. Ja, hinten Ding hat er auch eine kaputt. Okay. Nee, warte mal. Nee, das ist nicht kaputt. Das ist reingetreten. Okay, wieder vertanen. Das ist reingetreten. Okay, und ich stopp davor wieder Fleisch hin. Warte, da liegt auch noch eine Falle, pass auf, ne? Eine ist kaputt und die eine liegt da. Jo, check. Okay. Ich hab das ganze Fleisch aufgesammelt, schläg's wieder hin. Boah, ey, clever, er legt genau in die am Arsch gemachte Falle noch eine Falle rein. Ich leg wieder Fleisch davor, Philipp. Hä, ich kann die nehmen. Achso, nein, lass. Okay, und okay. Fleisch liegt, okay. Sehr gut. So, hier liegt auch noch eine Falle. Stark, Jungs. Sehr stark, Jungs. So. Er kommt! Nein. Oh Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er hat in die Falle rein! Stark. Oh, ist der Fenster! Boah, ihr werdet langsam aggressiv, das ist gut.
Er geht er hat das Fenster kaputt gemacht. Er ist in die Falle rein. Stark, stark, stark. Er wird langsam aggressiv, das ist gut, er hat nur noch halbes Leben. Der Käfig ist offen. Oh. Er hat den Käfig aufgemacht. Lass, lenk ihn ab. Ich bin noch draußen. Ja, okay, okay. Warte. Bah! Oh Gott. Jungs, er ist draußen, er rennt hier rum. Ja, ja. Ich kann nichts machen, weil ich keine Munition habe. Oh Gott, er greift rein! Der Langfinger! Oh, er hat die Tür aufgemacht! Oh, ich bin fast tot, Bruder! Oh, holy moly, Macaroni! Kein Erste-Hilfe-Set mehr! Der Käfig ist offen! Oh mein Gott! Krass, Bruder! Alter, was geht jetzt ab? Einer muss tracken, wir haben echt gut auseinander schon genommen. Alle fallen kaputt. Ich habe keine Munition mehr. Er ist in alle Fallen reingelaufen, wir hatten nur Hälfte Leben. Eine geht noch. Ich nehme die mit. Okay. So, Jungs. Wir müssten jetzt zu diese Jägerstände suchen. Schnell. Ja, hat jemand noch ein Medkit, Bruder? Ich hab kein Medkit. Wir müssen jetzt suchen. Ich bin fast down. Der hat mich richtig angehittet im Wohnwagen. Okay. Ich hab jetzt Signal. Ich nehme Signal. Wie viel Munition habt ihr jetzt noch? Ich hab. 25 Schuss hab ich noch. Hast du Signal. Brox. Boah, Digga, warum hast du so viel Schuss? Brox, komm mal her! Weil ich meistens den Zug einfach gelaufen. Leute, der hat die Hälfte Leben nur noch. Okay. Brox, pass auf! Hast du Signalfeuermunition? Lass mich schauen. Signalfeuermunition. Raketen also. Raketen, wo sieht man die Raketen? Ja, eine. Warte, ich geb dir jetzt. Kamera lebt noch. Wie viel hast du jetzt? 2. Okay, Digga, sehr gut. Du bist der Signalschütze, ich bin der Schütze und Max, hast du Tracking-Munition noch? Okay, gut. Du bist jetzt der Tracker und ich bin der Schütze. Wie aktivierst du die Tracking-Muni? Einfach T drücken. T drücken. Ab wann schieße ich mit dem Signalwerfer? Direkt, wenn er uns angreift, weil wir zu wenig Leben haben. Tracking-Muni ist okay, gut. Wir müssen jetzt diese Jägerstände suchen, Jungs. Da waren noch überall Fallen gewesen. Dann haben wir den gleich. Bruder, hinten das Ding ist schon aufgegangen, der Käfig. Ja. Ey, Leute, wir kriegen heute wirklich noch Bigfoot seine Eier. Jetzt läuft gut bei uns. Jetzt läuft, Leute. Wir müssen jetzt erstmal in den Käfig, damit er reingeht. Boah, warum? Nein, das bringt nichts. Ich glaube auch nicht, dass er so dumm ist, Digga. Der attackt immer uns zuerst. Wir müssen ihn erstmal schwächen und dann zack. Welche sagen, wir sollen mal über das Camp gehen. Also oben rechts beim Camp ist irgendwas. Wir gehen jetzt erstmal Dings nochmal in die Höhle rein. Jägerstände suchen, oder? Oder ich habe kaum Leben. Nächster Angriff, ich bin tot. Deswegen gehen wir doch in die Bigfoot-Höhle, um erste Hilfe zu holen. Schimmelberger, Alter. Und Jägerstände nebenbei gucken, wo die sind. Oi. Und alle zusammenbleiben. Irgendwie sind wir doof gegangen. Nein, wir sind gut gegangen. Weil hier oben liegt noch was gleich. Schon kein Erste-Hilfe-Set mehr. Max, wir wissen, dass du kein Erste-Hilfe-Set mehr hast. Wie oft willst du uns das jetzt noch sagen? Habe ich schon gesagt, dass ich kein Erste-Hilfe-Set mehr habe? So. Jedenfalls in Bigfoots Höhle liegt noch ein Erste-Hilfe-Set. Das ist halt das Ding. Und wenn wir jetzt hier noch irgendwas finden, mal ein gutes Haus. Wir laufen hier echt scheiße. Das eine müssen wir halt echt für Dings benutzen, Alter. Für Wiederbeleben. Ja, eigentlich schon, Digga. Eigentlich schon. Oh Mann, Wolf! Ein Wolf! Oh, Alter! Wie sieht er ab? Er hat mich zweimal gebissen! Ich hab wieder normale Munition rein. Ja! Tschüss, Digga. Aua, Digga! Ich dachte grad, was geht denn jetzt? Bruder, lad nach, Brox! Ich hör Bigfoot. Ich hab nachgeladen. Digga, ich hab jetzt Torwut. Okay. Ich mach wieder Tracking-Munition rein. Der hat mich zweimal gebissen, Alter, der Frechdachs, das ist nichts. Oh. Ey, hinter mir! Hinter uns! Ist getrackt! Ich hab ihn angeschossen. Ich hab aber auch nur noch einen Schuss. Ja, ist getrackt, der Paul Berger. Einen Schuss hab ich nur noch. Sehr gut. Hinterher, Jungs, solange er getrackt ist. Der wird doch aber weg. Ja, egal, wir gehen eh Richtung da. Ja, lass hinterher. Also wir laufen jetzt in seine Höhle, ne? Oben links war das. Ja. Wir laufen jetzt erstmal hinterher. Gucken, wo er hingeht.
Okay, Jungs, stark, stark, stark. Ja, der ist so schnell, der Pisser. Aber er ist nur Hälfte Leben, ne? Also wir haben ihn echt gut zerfetzt, muss ich sagen. Den haben wir echt schon gut zerfetzt, gegeben, Junge. Alter. Ja, lass einfach hier runter, Digga, und links einfach zu den Dreckshöhle gehen. Oh, gut, dass ich nicht so wenig Leben hatte wie ja, also mich der Wolf jetzt gekillt. Mich hätte der Wolf gerade safe weggeflext. Ja, muss ich vorsichtig sein hier beim Runtergehen. Oh, scheiße, warte. Fuck, hier kommt man nicht runter. Er kommt zurück, Jungs, er kommt zurück. Ja. Max, track ihn nochmal. Nochmal tracken, okay. Brocks Signalpistole schon mal bereit machen? Ich bin bereit, Digga, geladen. Da ist er. Okay, 3, 2, 1 und schieß! Du hast daneben geschossen, ja. Ist getrackt wieder. Stark, Digga, ich muss doch mal treffen, Alter. Er rennt wieder weg. Ist getrackt. Er ist so schlecht, Digga, wenn ihr den nicht trefft. Das ist gereicht! Nein, du hast daneben geschossen, Digga. Ich hab ihn abgeschossen mit der Signal-Ding. Jungs, hinterher. Ja. Schön. Hat jemand. Max, hast du Signalpistole noch? Ja, hab ich auch noch. Ich hab auch noch Signalpacke. Max, pack du die aus jetzt. Signalpistole aus, okay, check. Der ist hier im Wasser, schnell, der können wir abschießen. Rein. Soll ich probieren, ihn abzustechen? Digga, was willst du denn immer mit deinem Abstechen, Alter? Ich hab keine Munition. Ja, komm her, ich geb dir welche. Komm her, Bro, ich geb dir welche. Ja, ich bin da am Start, du bist so weit weg. Max, du nimmst jetzt Signalpistole. Ja, hab ich draußen. Gut. Du müsst ihn direkt treffen, Alter. Dass du explodiert, ja. Er ist da oben, er kommt wieder. Pass. Warte noch. Schieß. Nein, daneben. Oh Gott. Leute. Ach, Digga. Ach, Digga. Leute, es hat Real Talk mit den Leuten keinen Sinn zu. Ich muss morgen so. Wir machen das Solo morgen, Leute. Ey, was für Solo? Warum geht denn immer zuerst auf uns? Ey, weil ihr nicht trefft mit der Munition, Alter. Oder ich hab geschossen, er ist wirklich genau da vorne mal weggezogen. Das war übelst unlucky. Ja, mir auch. Das war richtig unlucky, Digga. Alter. Lass einfach nochmal morgen oder ein anderes Mal versuchen, Bruder. Ich glaube, ja, heute ist Hilfe-Kit jetzt. Bruder, guck mal, wie wenig Leben der nur noch hat. Alter, Hälfte. Bruder, wir haben jetzt erst Hälfte geschafft. Ja, aber wir brauchen nicht alles. Nachher kriegt er richtig viel Damage, ne? Weil er blutet dann. Ja, Leute, ihr seht's selber. Ich geb mir richtig Mühe, aber die trollen nur halt. Digga, ich hab mir auch Mühe. Alexa, dankeschön. Ich hab mir auch Mühe gegeben. Raus an Alexa. Dass er trifft. Und ja, Bruder, er stand genau vor mir und macht auf einmal den hier. Er ist auf einmal Tripler geworden wie Ronaldo, Digga. Keine Ahnung. Richtiger Tripler. Warte, ich hol jetzt dieses Medkit und dann. Bist du auch tot, Brox? Ja klar, ich lieg direkt neben dir. Guck mal, wie sie sich freuen, Leute. Die feiern sich dafür, dass die beide down sind. Oh, scheiße. Der Freitag wäre auch wieder. Friday 13 wäre auch wieder ein geiles Spiel, stimmt. Nein, ey, wir müssen erstmal Bigfoot finden, bevor hier neue Spiele anfangen. Ach, Bruder. Ja, warte mal, hier oben sind doch mehrere Medkits noch. Warte mal, Jungs, hier könnte ich euch gleich holen. Aber wenn Bigfoot jetzt nicht kommt, aber der ist weit weg, also ich könnte euch theoretisch wirklich holen. Warte mal, hier oben war doch so eine Aussichtsplattform. Hälfte von Leben. Wir haben es schon geschafft, Hälfte vom Leben runter. Cooler, Nino, ja, jetzt bekommen wir hier Pia. Nicht mehr viel, das ist halt das Ding. Digga, wir sind halt einfach Streamteam wie damals. Wir sind halt einfach Paulberger, Leute. Was erwartet ihr? Nein, ihr müsst euch einfach nur mal anstrengen. Bruder, ich hab alles gegeben, Digga. Ich hab wirklich. Ich hab gerade meine Signalfackel angezündet, ne? Aber war zu spät. Digga, der braucht immer voll lange, um diese Signalfackel anzumachen, ne? Auf jeden. Wenn er so 50 Meter im Wert ist, dann ist schon vorbei, Digga. Das Ding ist, ich hatte auch so wenig Leben. Der hat mir einfach gegeben, da war ich schon. Oh, scheiße. Guck mal, die feiern sich dafür, Leute. Die feiern sich dafür. Sie haben Max weggeboxt, Digga.
Ah, scheiße. Oh Mann. Warum musst du nur Gewehrmunition? Was ist das für ja, es tut mir leid, Philipp, wie es gelaufen ist. So. Es tut mir wirklich leid, Kappa. Warte, wir gehen jetzt in die Hürde rein, Leute. Da ist auf jeden Fall noch ein Medkit. Brock sagt einfach immer noch. Guck mal, wie die sich freuen. Ja klar, cooler. Wird jeder vorgelesen. Oh. Leute, wichtig, wenn ihr keine Livestreams verpassen wollt, müsst ihr natürlich... immer Glocke aktivieren, Abos, alles, Leute. Ding Dong. Alles. Ding Dong Glocke. So, hier ist die Höhle, Freunde. Oh. Vom Bigfoot, den Idioten. Oh, er hat Höhle erkundet. Hölle, Hölle, Hölle. Leute, war doch Medkit gewesen, der Streckshöhle. Hab ich das jetzt? Oh. Sollen wir mal wieder Licht anmachen, Leute, oder Licht auslassen noch? Nein. Sollen wir mal aimen los, das weiß ich auch nicht. Frogs ist spart mir einfach. Freunde. Ist kein Medkit da? Oh, nee, scheiße, wir irgendwo noch versumpfen wir. Wir werden Sumpfleichen. Wasserleichen. Wir waren irgendwo Negerstand gewesen. Boah. Ja, eigentlich müsstet ihr mir alle Medkits mal geben. Ja, wäre eigentlich besser, ja. Ja. Ja, das ist echt eine gute Frage, mehr. Leute, weil ich eigentlich gedacht habe, dass die mal, keine Ahnung, dass die irgendwas können, aber anscheinend haben wir da falsch gemacht. Ja, alleine werde ich es nicht mehr schaffen, Leute, aber wenn wir hier, was habe ich denn überhaupt gerade mitgenommen, Digga? Dankeschön, Alexa. Also, ich bin dafür, wir machen das wirklich in einem Anlauf nochmal. Ja. Ja, also wollte ich jetzt nicht mehr weiterspielen. Vielleicht finde ich doch noch ein Medkit, Bruder, wollen wir es nicht noch probieren, oder was? Du brauchst zwei Medkits. Du brauchst ja zwei. Ja, vielleicht, eigentlich so, guck mal, wir Bruder, eigentlich, diese ganzen Jägerstände haben wir doch noch nicht abgesucht. Ah. Wenn ich wüsste, wo die sind. Mein Fuß ist eingeschlafen, scheiße. Weil ich drauf gesessen hab. Puh. Ach, Leute. Bigfoot ist der Endgegner. Nee, wir hätten ihn, ich sag dir ganz ehrlich, ich wollte eigentlich mit euch nur einmal schnell auf Dings gehen, neue Munition holen, neue Fallen holen und dann hätten wir noch einmal diese Taktik vom Wohnwagen. Ja, die Wohnwagen-Taktik ist wirklich gut. Hier, ich hab echt Dings gefunden. Wie viel hast du? Warte, ich guck, ob deiner ist. Oh, bitte, Medkit. Komm, Alter, zwei. Gib ihm zwei Medkits. Nein, nur Gewehrmunition. Ach, scheiße. Du musst diese dicken Spots, diese... Ja, Leute, viele schreiben Forest abwarten, Leute, abwarten. Kommt ja, Forest lohnt es halt kommt nicht. Kommt nicht in Forest 2 raus? Ja, das ist ja das. Also es lohnt sich nicht, jetzt The Forest nochmal zu spielen. Das haben wir ja damals schon mal. Es kommt ja bald jetzt Anfang des Jahres, ich glaube März oder war das März? Ich weiß nicht mehr. Irgendwie so kommt jetzt bald Forest 2 raus, Leute. Und das werden wir auf jeden Fall wieder zocken. Weil ich finde, Forest war absolut, also war eins der Spiele, die mir am meisten Spaß gemacht haben, so. Ja, Forest war echt geil. Also da haben wir wirklich immer diese Zombies, die immer, also diese Monster, die da immer gekommen sind und dann haben wir Base gebaut und also das war wirklich geil. Oh, da, ey, Brock, da ist ein Wolf, siehst du den? Nicht, dass der jetzt gleich unsere Leichen hier vergewaltigt. Gott, Digga. Ja, nicht, dass er gleich unter uns an... Jungs. Was? Touristencamp. Oh, nice. Oh yeah. Ob er was finden wird, wer weiß es. Hab Medkit auf jeden Fall und Raketen, Digga, sehr wichtig. Wie viele Medkits? Warte, eins habe ich. Ich glaube, hier ist noch eins. Hier ist ein Wolf bei uns, pass auf. Er lauert. Falle, ich habe sogar noch. Ey, Jungs, das könnte wirklich was werden. Ich habe noch eine Falle. Okay, nice. Ich hab noch ein Medkit hier. Wichtig wegen Medikit. Zwei Medkits. Jawohl, Junge. Geil, okay, wir sind wieder im Rennen. Wir sind wieder dran, Leute. Habt ihr noch eine Medkit dabei? Nee. Ich glaube, ich habe keins mehr. Habt ihr kein Medkit mehr gehabt? Ich glaube, ich habe keins mehr. Die Höhle haben wir schon, Leute. Boah, wichtig, Digga, das Camp. Guck mal, ich bin direkt bei euch in der Nähe. Also, du warst ja auch in seiner Höhle, ne? Hast du dein Medkit? In seiner Höhle? In der Höhle war diesmal kein Medkit drin, aber ich habe jetzt zwei Medkits. Ja, reicht. Und ich habe jetzt auch noch... drei Signalwerferschüsse und ich habe zwei Fallen nochmal gefunden. Stark, Bruder, sehr stark. Okay, Leute, weiter geht's. Wir müssen jetzt doch die Jägerstände suchen.
Tja. Die müssen wir echt suchen. Ich habe jetzt ein Signal. Let's go, Stani. Let's go. Hä? Warum kann ich nicht heilen? Ich kann euch nicht heilen, Digga. Yes. Warum kann ich den nicht heilen, Leute? Erste Hilfe, setzt zwei Stück. Heilen. Heil. E drücken. Nein, Digga. Weil wir unter Wasser sind? Als ob das einen Unterschied jetzt macht. Weil wir beide schon zweimal gestorben sind, vielleicht. Nee, daran. Weil ich glaube, das liegt nicht daran. Er trollt uns doch, ja. Nein! Passiert da nichts? Warte, ich kann dir was geben, Digga, glaube ich. Sag mal. Da stand gerade irgendwie, er hat Eintrag geben, jetzt gerade nicht mehr. Nein, das war was Philipp sieht, glaube ich. Leute, warum kann ich die teilen jetzt? Ey, was denn das jetzt für Scheiße hier? Was soll. Ja, ich glaube, das liegt, weil ihr unter Wasser seid, safe, Leute, Digga. Oh. Ich kann ihn nicht heilen. Wisst ihr, warum es liegen könnte? Naja, safe, Leute, unter Wasser liegt. Was geht ab? Das hier ist nicht. Ey, Alexa, stopp. Ja, ich denke mal, weil es unter Wasser ist. Alter. Ja, minus, Bruder. Nee, man hat mehrere Leben. Oder vielleicht hat man nur ein Leben, keine Ahnung. Brox hat immer noch seine Lampe an. Und Max auch. Ja, ich kann mich wiederbeleben. Ja, ja, gut, dann. Ich glaube, dann kriegen wir das nicht mehr hin in der Runde. Nee, Mann. Erstmal auf Frust rumballern. Probieren wir das noch einmal im Bigfoot sich, dass wir mal alle drei. Was meinst du? Wenn alle drei tot sind, wie das aussieht. Ah ja, stimmt. Was ist passiert? Ob dann irgendwie Bigfoot so eine Animation kommt oder so. Wir lagen zu lang auf dem Boden, ne, das glaube ich nicht. Ich lag schon mal länger. Ja, würde ich gerade sagen. Und Heilung kann man nicht in die Hand nehmen, ne? Ja, ich glaube, es kann echt nur am Wasser liegen. Das ist ein Bug, Lobby neu starten, ja, Bruder. Ja, danke dafür. Lobby ja, speichern wahrscheinlich und dann aber scheiß drauf. Spielt mal Scribble. Scribble.io. Was war's? Also ja, Leute, kleiner Retalk, was Prox und ich uns neulich überlegt hatten. Was haltet ihr davon, wenn wir mal Uno spielen würden, dieses Uno-Kartenspiel? Weil ich glaube, da kann man halt so ultimativ sich gegenseitig auch zum Ragen und so bringen. Ja, nicht Bock drauf. Dieses Uno-Game, ja. Schön Philipp ein paar Plus-Vierer drücken, ne? Ja, vielleicht mal so ein Wochenende-Stream kann man wirklich mal Uno zocken. Der freut sich, Digga. Aber Scribble hätte ich auch mal Bock drauf mit so 5, 6, 7, 8 Leuten. Das wäre echt mal auch. Kann man, also es gibt viel, was wir machen, zocken können, Leute. Sehr, sehr viel. Muss ja nicht, wie gesagt, immer nur die gleichen Games sein. Hat auf jeden Fall auch heute Spaß gemacht. Spieleabendstream. Ich stell dir vor, man kann so online Monopoly und so spielen. Das wäre voll geil, Mann. Bruder. Ich weiß nicht, ob das spannend wäre für die Zuschauer. Ja, das wäre lustig, Digga. Mit Lofty hier. Links die Feinde Bigfoot zu zocken. So. Aber okay, ja gut, Leute. Ich werde dann bei mir mal hier den Livestream jetzt beenden. Ich denke mal, wir werden das. Habt ihr Bock, dass wir die Tage das nochmal machen? Ich hätte da Bock drauf. Finding Bigfoot. Weil ey, das können wir nicht auf uns so sitzen lassen, Leute. Das ich werde wahrscheinlich Solo zocken dann. Halt deine Schnauze, Digga. Okay, dann in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht, guten Tag, morgen und bis dahin. Haut rein, Leute. Euer Crymix.